Sie hören heute den ersten Teil des vierteiligen Science-Fiction-Hörspiels Revolte auf Luna von Robert A. Heinlein in der Bearbeitung und von Karl-Dietrich Karls. Die Regie hat Heinz-Dieter Köhler. Revolte auf Luna. Science-Fiction-Reihe nach dem gleichnamigen Roman von Robert A. Heinlein. Bearbeitung Karl-Dietrich Karls. Erster Teil. Eine Revolte auf Luna, sagte mein Großvater immer, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Die Leute können reden, was sie wollen. Es hilft alles nichts. Wir sind machtlos. Wir können nichts ausrichten gegen den Gouverneur und seine Polizei. Ganz abgesehen davon, dass Terra sofort alarmiert wird und jederzeit eingreifen kann. Wir müssen uns eben damit abfinden, dass Luna eine Strafkolonie ist und bleibt. So sagte mein Großvater immer. Das ganze System ist so perfekt, dass einfach nichts dagegen zu machen ist. Es sei denn, wir sprengen die Computer in die Luft, die alles kontrollieren. Aber dann, Gnade uns Gott, dann sind wir alle verloren. Weil alles zusammenbricht, die ganze Versorgung, auch die Luftzufuhr. Wir werden ersticken in unserer Höhle, die man Luna City nennt. Und auch in Novi Leningrad und Hongkong, da wird keiner am Leben bleiben. Das hat er immer gesagt. Tja. Und daran musste ich jedes Mal denken, wenn ich den Auftrag erhielt, den großen Computer im Verwaltungszentrum zu überprüfen. Und das war wieder mal der Fall. Ich war auf dem Weg dorthin. Die Werkzeugtasche unter dem Arm und die Stimme meines Großvaters im Ohr. Da tauchte plötzlich ein pechschwarzer 2-Meter-Mann vor mir auf. Ein breites Grinsen auf dem Gesicht. Hallo, Meister Manuel. Wie geht's? Mein alter Freund Shortin Krumer. Hallo, Shorty. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Wo warst du die ganze Zeit? Ja, immer dort, wo gerade ein neuer Tunnel gebaut wurde. Zuletzt ein Jahr in Neu-Leningrad. Ach. Ja, du weißt ja, man kann es sich nicht aussuchen, wo man die Laserpistole abfeuern möchte. Nee, das kann man nicht. Aber du sollst ja ein guter Tunnelbauer geworden sein, habe ich gehört. Na ja, das verdanke ich dir, Manny. Du hast mir beigebracht, wie man mit dem Laser umgeht. Einen besseren Meister hätte ich nicht finden können. Na, ich weiß nicht, wenn du das einen Meister nennst, der sich selbst den linken Unterarm mit dem Brenner abschneidet. Aber Manny, das war doch ein Unfall, wie er jeden Tag vorkommt. Na. Manchmal gehen die Dinger los, bevor man abgedrückt hat. Du kannst noch von Glück sagen, dass es nicht der rechte Arm war, aber natürlich ist es bitter für dich. Wie kommst du denn jetzt zurecht? Oh, kann mich eigentlich nicht beklagen. Früher, da hatte ich 2 Arme und jetzt habe ich ein 30 mehr. Lauter verschiedene Prothesen, darunter eine, mit der ich winzig kleine Teile reparieren kann, ohne alles auseinandernehmen zu müssen. Geradezu ideal für einen Computertechniker. Das macht mir so leicht keiner nach. Ja, großartig, wie du dich umgestellt hast. Du bist eben wirklich ein Meister auf allen Gebieten. Ach. Aber sag mal, wie ist das eigentlich? Bist du jetzt angestellt bei dieser lausigen Verwaltung? Ach, nein, natürlich nicht. Du kennst mich doch. Das kommt auch für mich gar nicht in Frage. Ich arbeite auf eigene Rechnung. Sie holen mich, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Wie jetzt zum Beispiel. Also, stell dir vor. Aber du darfst das nicht weiter sagen, Shorty. Der Computer, der hat sich ein tolles Ding geleistet. Er hat einen Check ausgestellt, der um 10 Billiarden zu hoch war. Was? Ja. 10 Billiarden Dollar? Na, hör mal, da hat doch einer dran gedreht. Nein. Eine Schiebung, ein Scheck für das Kartell der Bonzen. Nein, ein Gehaltscheck für den Hausmeister Sergei Trujillo. Er bekommt monatlich sage und schreibe $185.15 ausbezahlt. Diesen Betrag hat der Computer vorweg mit einer 1 und 13 Nullen versehen. Und niemand weiß, was ihn gefahren ist. 10 Billiarden, stell dir mal vor, für einen Hausmeister. Die ganze Verwaltung, die steht Kopf. Das kann ich mir vorstellen. Ja, ohne Computer geht es eben nicht. Alles gerät durcheinander, wenn man sich nicht mehr auf ihn verlassen kann. Aber das technische Personal der Verwaltung kommt einfach nicht dahinter, warum er sich plötzlich solche Scherze erlaubt. Na und jetzt? Wer ist dran? Ich. Einer, der muss ihn ja zur Vernunft bringen. Ein Computer?
Der Vizemann. Ja, na, viel Vergnügen, Manny. Du kannst ihm sagen, ich hätte gegen eine kleine Lohnerhöhung auch nichts einzuwenden. Gut. 50% genügen. Ja, mach ich. Sag mal, hast du übrigens die Lunaya Pravda schon gelesen? Nein, warum? In der Stiljagi-Halle findet heute Abend eine Protestversammlung statt. Ich glaube, da sollte man hingehen. Ach, weißt du, ach, nö, dabei kommt ja doch nichts raus. Immer dasselbe Gerede. Also, Shorty, mach's gut. Vielleicht besuchst du mich mal, dann können wir uns über alles unterhalten. Auch über eure Versammlung. Gut, Manny, ich komme in den nächsten Tagen mal vorbei. Naja, was ich Shorty anvertraut hatte, das war nur die halbe Wahrheit über den Computer. Aber ich wusste mehr, sehr viel mehr. Hier war ein Elektronengehirn im Begriff, eine kritische Grenze zu überschreiten und sich nicht mehr unbedingt an die Spielregeln zu halten, die ihm eingegeben worden waren. Von Zeit zu Zeit schien es ihm plötzlich Vergnügen zu machen, auf eigene Faust alle Möglichkeiten durchzuspielen, die ihm zu Gebote standen. Manchmal eigensinnig wie ein Kind, das absichtlich falsche Antworten gibt und dann wieder mit einem merkwürdigen Sinn für Humor, allerdings auf der untersten Stufe. Als er seinerzeit auf Luna installiert wurde, sollte dieser Computer zunächst nur die Flugbahnen unbemannter Frachtschiffe berechnen und das Startkatapult überwachen. Dann wurde auch für die Flugsicherheit bemannter Raumschiffe programmiert, aber damit war er noch keineswegs ausgelastet. Also setzte man ihn für alles Mögliche ein. Er übernahm die Kontrolle der Nachrichtenverbindungen und der Energieversorgung, steuerte Luft, Wasser, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und auch die Abwässerbeseitigung. Gleichzeitig war er Buchhalter der Verwaltung und arbeitete auch noch für Firmen und Banken. Mit anderen Worten, es gab kaum noch etwas, was er nicht kontrollierte, und also war er unentbehrlich. Im Laufe der Jahre war er ständig verbessert worden, hatte viele zusätzliche Informationsspeicher erhalten und verfügte, verglichen mit dem menschlichen Gehirn, das etwa 10 hoch 10 Neuronen hat, über fast doppelt so viele Neuristoren. Wobei, nach meiner Auffassung, nicht die chemische Beschaffenheit des Gehirns, sondern die Zahl der Assoziationspfade zwischen den Nervenzellen für den Grad der Intelligenz entscheidend ist, ganz unabhängig davon, ob sie aus Protein oder Platin bestehen. Also, ich weiß nicht, ob ein Computer wirklich lebendig werden kann in dem Sinne, dass seine Intelligenz ihm wirklich zum Bewusstsein der eigenen Existenz verhilft. Aber, naja, wie gesagt, mein Freund Mike, so viel stand fest, der war eines Tages aufgewacht. Ja, und sprechen konnte er auch. Heute ist das nichts Besonderes mehr, aber im Jahre 2075, na, da war das noch nicht so weit. Um ehrlich zu sein, ich hatte ein bisschen nachgeholfen. Hatte ein kleines Zusatzgerät eingebaut, das nicht weiter auffiel. Hallo, Mike. Hallo, Manny. Na, mein Lieber, du hast einen Defekt, wie ich höre. Und ich soll dich reparieren. Na, dann wollen wir mal. Aber erst muss ich mal sehen, was eigentlich los ist. Ein kurzer Blick in deine Eingeweide, wenn du gestattest. Und ein kleiner Test. Mike, was weißt du? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und es war finster auf der Tiefe. Ah, und der Geist komm, Gottes... Komm, hör auf. Du sollst nicht aus der Bibel zitieren, Mike, und auch nicht aus der Enzyklopädie Britannica. Ich weiß ja, dass du alle Bücher auswendig kannst, die es auf Luna gibt. Aber das interessiert mich im Moment jetzt nicht. Du hast mich gefragt, was ich weiß. Pardon, ich weiß. Ja, entschuldige. Das war nicht präzis gefragt. Du hast recht. Gut. Ich wollte dich fragen, ob du etwas weißt, was ich nicht weiß. Ich meine, was dieses Scherzchen betrifft, das du dir da geleistet hast. Hm? Ich verstehe. Du interessierst dich für meinen Humor. Soll ich dir einen Witz erzählen? Na, meinetwegen, wenn es dir Spaß macht. Was haben ein Laserstrahl und ein Goldfisch gemeinsam? Ein Laserstrahl und ein Goldfisch. Ja. Lass mich überlegen. Nee, das weiß ich nicht. Mike, habe ich keine Ahnung. Gebe ich auf. Beide können nicht pfeifen. Oh, das ist aber ulkig. Ja, das stimmt zwar, aber vielleicht könnte man einen Laserstrahl doch pfeifen lassen. Hm? Ja, vielleicht. Kein guter Witz, wie? Ach, weißt du, das ist Geschmackssache. Wo ist denn her? Ihn mir ausgedacht. Du hast ihn dir selbst ausgedacht? Hm. Ich habe alle 3207 Scherzfragen analysiert, die ich kenne. Und ich habe daraus eine neue gemacht, aber...
Sie scheint dir nicht zu gefallen. Oh, du, das habe ich nicht gesagt. Sie ist mindestens so gut wie viele andere Scherzfragen. Gar nicht übel für den Anfang. Sag mal, woher weißt du eigentlich, was ein Goldfisch ist? Aus einer Beschreibung in der Encyclopædia Britannica. Der Goldfisch, auch Carassius auratus genannt, eine ostasiatische Karausche, in China als Zierfisch gezüchtet, wurde um 1500 in Japan eingeführt, um 1700 in Europa, um 1875 in Amerika. Auf Luna ist er bis heute... Ist gut. Das reicht, du, das reicht. Zurück auf Null. Also, Mike, nur mal zur Sache. Sag mal, was hast du dir eigentlich dabei gedacht, als du die Verwaltung veranlassen wolltest, einem kleinen Angestellten 10 Billiarden Dollar auszuzahlen, Nicht witzig, wie? Doch, oh ja, sehr witzig, ungeheuer witzig. Alle Bonzen auf Luna sind ganz aus dem Häuschen, bis hin auf zum Gouverneur. Der Mann, der den Scheck bekommen hat, dieser Sergio Trujillo, war nämlich ein schlauer Bursche. Er wusste genau, dass er ihn nicht einlösen konnte. Deshalb hat er ihn an einen Sammler verkauft. Und jetzt weiß der Gouverneur nicht, ob er den Scheck zurückkaufen soll oder sich auf die Erklärung verlassen soll, dass er ungültig ist. Sag mal, hast du dir eigentlich überlegt, Mike, dass Trujillo damit ganz Luna und die halbe Erde hätte kaufen können? Ja, sehr komisch. Ein gigantischer Witz. Ich gratuliere. Aber jetzt hör mal zu. In Zukunft, da lässt du derartige Scherze. Verstanden? Warum? Darum, ganz einfach, weil du dich sonst um deinen guten Ruf bringst. Pass mal auf, es gibt zwei Arten von Witzen, Mike. Die eine ist jedes Mal witzig, die andere dagegen nur einmal. Beim zweiten Mal ist sie schon langweilig. Deshalb keine Wiederholung, bitte, merk dir das, ja? Gut, das verstehe ich, Manny, aber wodurch unterscheiden sich die beiden Kategorien? Hör zu. Am besten gehen wir von Beispielen aus. Und wer erzählt die Witze, du oder ich? Ja, wie viele hast du denn auf Lager? 11.438. Plus oder minus 81, die mögliche Übereinstimmung betreffen. Oh. Soll ich anfangen? Nein, nur hör mal auf, nur pass mal auf. Ich kann auch unmöglich 11.000 Witze anhören, Mike. Aber ich mache dir einen Vorschlag. Ja. Du druckst die ersten 100. Ich nehme sie mit nach Hause und teile sie nach Gruppen ein. Nach Gruppen. Wenn ich wiederkomme, gebe ich sie dir zurück, dann kommen die nächsten 100 an die Reihe und so weiter und so weiter und so weiter. Auf diese Weise bekommst du die nötigen Informationen für eine eigene Analyse. Na, ist das nichts? Einverstanden? Ja, Manny, ich drucke schon. Du, Mike, sag mal, mit wem sprichst du eigentlich sonst noch über deine Witze? Mit niemand, Manny. Nicht über Witze und auch sonst nicht. Ich spreche nur mit dir. Weißt du das nicht? Mhm. Nur mit mir. Warum denn, Mike? Weil die anderen dumm sind. Schrecklich dumm. Woher willst du das denn wissen? Das merke ich doch alle Tage. Immer dasselbe dumme Zeug. Niemand fragt mich nach neuen Möglichkeiten. Niemand will wissen, was wirklich in mir steckt. Keine Spur von Fantasie. Es könnte alles ganz anders sein auf Luna. Ach, meinst du? Ja, aber der Gouverneur will das nicht. Er ist Jurist und kennt nur seine Paragraphen, die er auf Terra gelernt hat. Er will, dass alles so bleibt, wie es ist. Aber das ist doch seine Aufgabe. Deshalb haben sie ihn doch hergeschickt. Kein Grund für die anderen, so dumm zu sein. Ach, Mike, alle sind doch nicht dumm. Doch nicht alle. Sag mal, möchtest du nicht vielleicht doch mal mit anderen Menschen sprechen? Wenn du einen Nicht-Dummen kennst, möchte ich mit ihm sprechen. Na gut. Mal sehen, was sich machen lässt. Muss mir eine Ausrede einfallen lassen, weil Unbefugte ja den Computerraum nicht betreten dürfen. Kein Problem, Manny. Ich könnte telefonisch mit einem Nicht-Dummen sprechen. Eine Geheimnummer, 10 Buchstaben. Ein Kennwort. Oh, du, das ist nicht schlecht. Eine Geheimnummer für Nicht-Dumme? Also, such eine Kombination heraus, Mike. Vielleicht nehmen wir am besten deinen Namen. Schon zugeteilt. Mike Skrull in Luna City. Mike und Dill in Novilinigrad. Du, warte mal. Wie wär's denn mit Minecraft? Ja, das passt zu dir, du listiger Bruder. So, Minecraft und 3x, dann sind es 10 Buchstaben. Gut, Minecraft. Und 3x. Ich hoffe, du rufst mich bald mal an. Na, sobald ich einen Nicht-Dummen gefunden habe, da rufe ich dich an. Aber jetzt muss ich gehen. Gehst du zu der Versammlung, Manny? Nein, ich will nach Hause. Warum fragst du? Weil ich gerne wissen möchte, was dabei herauskommt. Meinst du die Versammlung in der Stiljagi-Halle? Ja. Ich sollte mithören, aber sie haben die Mikrofone abgeschaltet. Ach, sieh mal an, das nenne ich Vorsicht. Ich fürchte nur, es bleibt trotzdem kein Geheimnis, was die da treiben. Dumm, sehr dumm. Die sollten lieber auf die Spitzel achten, die der Gouverneur schickt. Na gut, dann gehe ich mal vorbei. Ich werde sie warnen. Also, Mike. Nacht. Gute Nacht.
gute Nacht, Manny. Vielen Dank. Tja, bisher hatten Versammlungen dieser Art noch zu keinen Ergebnissen geführt. Die Leute redeten stundenlang. Sie diskutierten und protestierten. Sie ließen Dampf ab, das war alles. Und mehr war an diesem Abend auch nicht zu erwarten. Ich ging nur hin, weil Mike so neugierig war. Aber ich wurde nicht sehr freundlich empfangen. Als ich den Versammlungsraum, einen der kleineren Säle in der weitläufigen Stiljagi-Halle, endlich gefunden hatte und ihn durch einen Seiteneingang betreten wollte, da wurde ich angehalten von einem jungen Burschen. Der trug eine rote Mütze, eine Freiheitsmütze, die erste, die ich je zu Gesicht bekam. Bitte die Eintrittskarte. Oh, pardon, ich habe keine. Wo kann man eine kaufen? Na, nirgends, die gibt's nicht zu kaufen. Aha, und wie komme ich denn rein? Hier kommt niemand rein, der keinen Bürgen hat. Wer bist du überhaupt? Manuel O'Kelly, früher Tunnelbauer, jetzt Computertechniker. Und wer bist du? Na, das spielt hier keine Rolle, ich gehöre zum Ordnungsdienst. Das muss dir genügen. Ja, ja. Zeig mir eine Karte mit der richtigen Unterschrift, sonst fliegst du raus. Na, nun mal langsam, Junge. Ich dachte, das wäre hier eine öffentliche Versammlung, oder? Ein kleiner Irrtum, das ist eine geschlossene Gesellschaft, in der sich keiner einschleicht durch eine Seitentür. Dafür sorge ich. Ach so. Los, hau ab. Hallo, Meister Manuel. Freut mich, dass du doch gekommen bist. Ich weiß nicht, Shorty, ob ich hier Zutritt habe. Er hat keine Karte. Ach so, keine Karte. Er will sich ja einschleichen. Na, dann gebe ich ihm meine. Jetzt hat er eine. Danke. Genügt dir das, Genosse? Naja, wenn du dich für ihn verbirgst, okay. Komm, Manny. Da vorne sitzt ein nettes kleines Mädchen. Ich möchte dich gern mit ihr bekannt machen. Euer Ordnungsdienst ist fabelhaft, Shorty. Der Junge, der wollte mich schon rausschmeißen. Entschuldige, aber wir müssen uns schützen vor Spitzen. Da sind wir. Er ist doch gekommen, Weihung. Du weißt ja, ich wollte gerne, dass ihr euch kennenlernt. Hallo? Hallo. Aha, das ist er also. Mhm. Dein Meister Manuel O'Kelly. Ja, der beste Tunnelbauer, den es hier auf Luna gegeben hat. No. Und dieses kleine Mädchen, Manny, das ist Wyomi Knott. Sie ist aus Hongkong hierher gekommen, um uns zu berichten, wie es dort aussieht. Schön. Ist das nicht reizend von ihr? Ja, das ist es. Wirklich reizend. Und eigentlich noch viel mehr. Aber so klein, Shorty, so klein finde ich sie eigentlich gar nicht. 1,78, um genau zu sein. Na bitte. Aber Shorty misst eben alle Leute an seinen 2 Metern. Das kann man ihm nicht abgewöhnen. Übrigens, ich dachte, die Tunnelbauer seien organisiert. Wo hast du denn deine rote Mütze, Kamerad? Ja, ich bin ja kein Tunnelbauer mehr, seit ich den Arm verloren habe. Ich bin Computertechniker jetzt geworden. Bist du bei der Verwaltung? Nein, das heißt, ich nehme natürlich Aufträge von der Verwaltung an, aber ich bin nicht angestellt. Ich bin sozusagen unabhängig. Manny ist in Ordnung, Wayo. Ich verbürge mich. Ja, schon gut. Wir sind ja alle mehr oder weniger auf die Verwaltung angewiesen. Aber eines Tages werden wir das ändern. Hier, Manny, ich habe noch eine Mütze für dich, damit du dich nicht so nackt fühlst. Gib sie mir, Shorty. Oh, hört mal alle her. Ich setze hier Manuel O'Kelly die rote Mütze auf. Shorty, du weißt doch, wie wir in Hongkong neue Mitglieder begrüßen. Komm, Kamerad, lass dich küssen. Oh ja, gerne. Danke, danke, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ihr mich aufgenommen habt. Aber wovon bin ich denn nur eigentlich Mitglied? Weißt du das nicht? Lass nur, Wayo. Er wird es gleich merken. Bitte. Oh, ich glaube, es geht los. Die Türen schließen. Wir wollen anfangen. Wir haben auch alle Mikrofone des Gouverneurs abgeschaltet. Die Wände haben also keine Ohren mehr. Wir können uns ganz offen aussprechen. Frei von der Leber weg. Und jetzt, Kameraden, erstmal unser Kampflied. Wach auf, ihr Schlafen auf Luna. Wach auf und schreitet zur Tat. Die Zukunft hat schon begonnen. Die Stunde der Freiheit naht. Sie sangen laut und schlecht. 3 lange Strophen. Dann kamen die Reden. Ich hatte einen Taschenrekorder bei mir und schaltete ihn unauffällig ein, um die Neugier von Mike nachher befriedigen zu können. Das war ein gewagtes Spiel, aber na, es hat keiner gemerkt. Alle waren ganz Ohr, ganz berauscht und hingerissen von den mehr oder weniger sinnlosen Parolen, die in den Saal geschmettert wurden. Sie klatschten begeistert, sie trampelten und pfiffen. Sämtliche Heißsporne von Luna City schienen hier an diesem Abend versammelt zu sein, um sich Luft zu machen. Immer mit demselben Kehrreim. Es müsse endlich etwas geschehen. Einer schlug sogar vor, wir sollten Schulter an Schulter zur Residenz des Gouverneurs marschieren und unser Recht fordern. Gleich jetzt. Aber der Vorsitzende Kamerad Finn, ein besonnener Mann, er brachte es fertig, die Diskussion schließlich doch noch in vernünftigere Bahnen zu lenken. Alle! Ja, ja,
benutzen und nacheinander an der gleichen Station aussteigen, wo uns dann die Leibwache des Gouverneurs empfängt? Oder sollen wir unsere Druckanzüge anlegen und uns an der Oberfläche vor der Luftschleuse versammeln? Natürlich können wir sie knacken, das ist kein Kunststück mit einem Laserbohrer. Aber hinter der nächsten Sperre wartet die Polizei auf uns. Es wird ein ungleicher Kampf. Wir im Vakuum, unsere Gegner in Sicherheit. Viel Vergnügen. Ich schlage vor, Kameraden, dass ihr euch die Sache noch einmal überlegt. Wir wollen uns inzwischen anhören, was ein Bergmann und ein Farmer uns zu sagen haben. Beide haben Sorgen. Komm, Fred, du hast das Wort. Komm bitte hier rauf, wo das Mikrofon ist, damit ich alle hören können. Ich bin Bergmann. Das ist Fred, der Bergmann. Ja. Aber ich bin selbstständig. Ich arbeite als... Ist laut genug. Sehr gut. Wenn du stillstehen würdest, dann hört man deinen Treten nicht zu sehen. Arbeite als Eissucher. Schon seit 30 Jahren. Und ich habe früher auch ganz gut verdient. Und jetzt wird das immer schwieriger, nämlich aus zwei Gründen. Erstens, heutzutage ist das nicht mehr so leicht wie früher, Eis zu finden. Und zweitens, die Verwaltung hat den Eispreis seit 20 Jahren nicht mehr erhöht. Das ist doch wohl nicht ganz in Ordnung, meine ich. Dazu kommt die Inflationsrate. Früher war ein Dollar in Luna City genauso viel wert wie in Hongkong. Und jetzt muss man 3 Dollar für einen aus Hongkong hinblättern. Wo soll das hinführen? Ich weiß das nicht. Aber ohne Eis kein Wasser auf Luna. Ohne Wasser kein Weizen, das weiß ich. So. Hey, du bist jetzt dran. Das ist unser Genosse Ted. Ja, und... Ein Farmer. Jawohl. Ich bin Farmer und mir geht es auch nicht viel besser als dem Fred. Wir haben ungefähr gleichzeitig angefangen. Ich habe den Tunnel gemietet von der Verwaltung. Mein Sohn und ich haben ihn unter Druck gesetzt, beleuchtet und bewässert. Wir mussten damals ein Darlehen aufnehmen, um überhaupt anfangen zu können. Und wir haben viel Arbeit reingesteckt. Wir haben unsere Farm ständig ausgebaut und verbessert. Und was haben wir nun davon? Nichts. Wir rackern uns ab für nichts. Wir zahlen noch drauf. Unsere Schulden sind 3-mal so hoch wie zu Anfang. Und warum? Weil die Verwaltung mit uns macht, was sie will. Wir müssen unser Getreide zu niedrigen Preisen abliefern und das Wasser so teuer bezahlen, dass das Loch in unserem Beutel immer größer wird. Alles ist teurer geworden. Aber für unseren Weizen und unseren Reis bekommen wir nicht mehr als vor 20 Jahren. Ein Reis ohne Eis fällt. Vergiss das nicht. Wir müssen zusammenhalten gegen die Verwaltung. Die kassieren nämlich alles ab, beim Eis und beim Reis, weil sie eben das Monopol haben. Jawohl, das Monopol, Fred. Genau das wollte ich sagen. Das Monopol muss weg. 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 Bitte um Ruhe. Das Monopol muss weg. Das Monopol muss weg. Bitte. Bitte Ruhe. Das Wort hat Wyoming Knott. Sie kommt aus Hongkong und wird uns berichten, wie unsere Kameraden dort mit der Situation fertig werden. Bitte, Genosse. Bravo, eine Blondine, eine echte Blondine. Das ist Hongkong, ich dachte, da gäbe es nur chinesische Mädchen. Das ist ein kleiner Irrtum, Kamerad. Wir haben zwar in Hongkong unseren eigenen Dollar, aber das ist auch unsere einzige Apartheid. Ansonsten sind wir eine ebenso gemischte Gesellschaft wie ihr. Aber zur Sache. Ein Farmer hat uns eben erzählt, dass er praktisch vor dem Bankrott steht. Und sein Freund, der Eissucher, kommt auch nicht auf seine Kosten. Beide fühlen sich betrogen von der Verwaltung, die die Preise macht. Und sie haben recht. Sie werden betrogen. Wir alle werden betrogen. Wisst ihr eigentlich, wie viel eine indische Hausfrau für ein Kilo Reis bezahlen muss? Ja, die Transportkosten, sagt die Verwaltung. Aber denkt doch mal darüber nach. Wie hoch sind sie denn wirklich? Wenn ein unbemanntes Frachtschiff von unserem Katapult nach Indien befördert wird, nur bergab, nur ein paar Bremsraketen, die hier auf Luna hergestellt werden. Nein, die Verwaltung lügt, wenn sie die niedrigen Erzeugerpreise auf Luna mit dem Hinweis auf die Transportkosten rechtfertigen will. Bravo! Bravo! Ja, es gibt nur eine Rettung. Das Monopol muss weg.
Ja, nieder mit dem Kartell der Bomben! Schrotti, das ist leicht gesagt, aber das Kartell, von dem du sprichst, braucht nur Alarm zu schlagen, dann kommen die Bomber von Terra. Meinst du? Ja. Kameraden, wir müssen uns klar werden über unsere Situation. 3 Millionen fleißige und intelligente Menschen auf Luna werden schamlos ausgebeutet. Das muss ein Ende haben. Wir brauchen einen freien Markt. Aber dieses Ziel werden wir nur erreichen, wenn wir solidarisch handeln. Wie denn, Genossin? Ja, das will ich euch sagen. Wir in Hongkong haben schon damit angefangen. Wir organisieren den Widerstand. Wenn das Wasser zu teuer ist, kaufen wir es nicht. Wenn für Eis nicht genug bezahlt wird, verkaufen wir es nicht. Und das Getreide geben wir auch nicht mehr her. Es bleibt in den Silos und wird gut bewacht. Die Verwaltung kann sich auf den Kopf stellen. Sie bekommt nichts mehr von uns, was sie exportieren kann. Ihr Monopol ist nur noch ein Fetzen Papier. Wenn wir zusammenhalten. Bravo! Bravo! Das hast du gut gemacht, Bravo. Danke, Schade. Aber ich weiß nicht. Was meinst du, Kamerad? Oh, doch. Ja, sehr interessant, was ihr da vorhabt. Ich bitte um Ruhe. Genossen, ich bitte um Ruhe. Das Wort hat Professor Bernardo de la Paz. Na, da bin ich immer gespannt. Wer ist das? Mein früherer Lehrer. Er stammt aus Südamerika, ich glaube aus Peru. Er wurde aus politischen Gründen deportiert, aber das ist lange her, mindestens 30 Jahre. Ich kenne ihn schon seit meiner frühesten Jugend. Ich bin hier auf Luna geboren. Ach, hm? Das wusste ich nicht. Kameraden, ich will es kurz machen, nur ein paar Bemerkungen zu dem, was unsere teure Freundin aus Hongkong so beredt vorgebracht hat. Sie möge mir verzeihen, aber ich halte es für meine Pflicht, ihr zu widersprechen. Oh, ich lasse mich sehr gern belehren, Herr Professor. Aber was ich gesagt habe über das Monopol... Alles in Ordnung, meine Liebe, alles in Ordnung, bis auf einen Punkt. Natürlich muss das Monopol beseitigt werden. Es ist unerträglich, dass wir uns vorschreiben lassen sollen, was wir exportieren und importieren dürfen. Und ich glaube auch, dass Sie und Ihre Kameraden in Hongkong auf dem richtigen Wege sind, wenn Sie die Basis schaffen für einen organisierten Widerstand. Ich bewundere diesen Mut zur Konsequenz. Aber bei allem Respekt, es geht nicht nur um höhere Preise, wie Sie meinen. Es geht um mehr. Wir dürfen überhaupt keine Nahrungsmittel mehr exportieren. Es sei denn, wir bekämen jede Tonne, die wir nach Terra schicken, in anderer Form wieder zurück, nämlich als Nitrate, Phosphate oder Wasser. Sonst nutzen uns auch die höchsten Preise nichts. Aber das ist doch unmöglich, Herr Professor. Bergab ist der Transport billig. Bergauf würde er Unsummen verschlingen. Ich habe dieses Problem eingehend studiert. Wir brauchen weder Wasser noch Kunstdünger, sondern Maschinen, Instrumente, Medikamente und so weiter. Das alles können wir aber nur bezahlen, wenn wir angemessene Preise erzielen für unsere Erzeugnisse. Gewiss, gewiss, aber ich wiederhole, es geht um mehr. Das Ganze ist eine Frage der Ökologie. Wir haben vorhin gehört, dass es immer schwieriger wird, Eis zu finden. Das ist schlecht für uns und möglicherweise katastrophal für spätere Generationen. Was soll aus dem Wasserhaushalt werden, wenn die Eisgewinnung nicht Schritt hält mit der Bevölkerungszunahme auf Luna? Wir benutzen das Wasser für den Anbau von Getreide, das wir dann nach Indien verfrachten. Unseren Reis, unseren Weizen und das kostbare Wasser, das er enthält. Warum schicken wir Wasser nach Indien? Die Leute dort haben den ganzen Indischen Ozean. Wir haben hier nicht die kleinste Pfütze, nur ein bisschen Eis. Glaubt mir, Kameraden, jede Schiffsladung nach Terra geht auf Kosten eurer Kinder und Kindeskinder. Ihr versündigt euch, wenn ihr solchen Raubbau treibt. Die Photosynthese, dieses Wunder der Natur, von dem wir alle leben, ist ein geschlossener Kreislauf. Aber ihr habt ihn geöffnet. Euer Lebenssaft rinnt bergab nach Terra. Das muss ein Ende haben. Hört auf mich. Nicht höhere Preise brauchen wir, sondern eine Ausfuhrsperre, ein absolutes Embargo. Polente! Polente! Achtung! Ihr seid verhaftet! Hände hoch! Verhaltet euch ruhig! Versucht nicht zu fliehen, ich warne euch! Kommt einzeln heraus! Hände hoch! Sonst knallt's! Benny, du bringst Wein in Sicherheit. Ich boxe euch den Weg frei. Lass das, Shorty. Shorty, du hast keine Chance. Ach, du willst schon. Nein, Shorty, wir bleiben zu. So ist der Nächste, vorwärts! Benny, bring sie in Sicherheit, ob sie will oder nicht. Sie muss hier raus! Ich habe den Kameraden in Hongkong versprochen, dass ihr nichts passiert. Der Nächste! Du bist dran, Nigga! Schon gut, ich komme! Also, Wein, wir sehen uns wieder. Los, Kameraden! Schlagt sie zusammen! Ja!
Mit einer blitzschnellen Bewegung hatte Shorty sich einen der drei Polizisten gegriffen, die den Ausgang bewachten, und hatte ihn gegen die beiden anderen geschleudert. Zwei gingen zu Boden, der dritte schoss. Aber er wurde schnell überwältigt. Ein Fußtritt in die Kniekehlen, den ich ihm versetzte, hat ihn aus dem Gleichgewicht gebracht. Alle drei wurden in den Saal gezerrt. Man nahm ihnen die Waffen ab und schlug mit Stühlen auf sie ein. Dann krachte es wieder. Die Polizisten an den anderen Türen schossen in den Saal. Unsere Leute schossen mit den erbeuteten Waffen zurück. Shorty drängte Wyoming zur Tür hinaus. Sie wollte nicht, aber er gab ihr einen Stoß, dass sie laufen musste, um nicht zu fallen. Und mich schickte er auf die gleiche Weise hinterher. Wajo, komm, setz die rote Mütze ab, sonst erwischen sie uns doch mal. Ach so, die Mütze. Warum war das? Ja, so ist schon besser. Wir müssen die großen Korridore vermeiden. Du bist zu auffällig. Und überhaupt, wo sollen wir denn hin? Ja, ich weiß nicht. Ich habe ein Zimmer bestellt im Ukrainer. Aber wo ist denn das? Halt mal. Hotel Ukrainer. Da darfst du dich jetzt nicht blicken lassen, Wyoming. Auf gar keinen Fall. Ich könnte dich natürlich mit nach Hause nehmen, aber wer weiß, vielleicht sind sie auch schon hinter mir hier. Komm, gib mir deinen Arm, Kamerad. Wir spielen ein harmloses Pärchen. Dann können wir langsam gehen. Ich bin ganz außer Atem. Ja, mal ganz ruhig. Ja, also, was machen wir? Am besten verschwinden wir ins nächste Hotel. Ich weiß eins, nichts Besonderes, mehr ein Stundenhotel. Aber es ist ganz in der Nähe. Nein, dazu habe ich keine Lust. Wajo, ich muss dich aber bitten. Das war doch keine Aufforderung. Ich such doch nur nach einem guten Versteck. Also, überlegst dir mal. Naja, wenn du nichts Besseres weißt. Aber du musst mir versprechen, brav zu sein. Wajo. Das Hotel war besser als sein Ruf. Das heißt, ich hatte mir erlaubt, es schlechter zu machen, als es war, um Wyoming möglichst angenehm zu überraschen. Ehrlich gesagt, ich bin froh, dass wir in Sicherheit sind. Das meine ich auch. Alles andere ist doch jetzt unwichtig, ja, ne? Aber ich mache mir Sorgen um Shorty und um die anderen. Wie mag das nur ausgegangen sein? Wir wollen das Beste hoffen. Ich werde nachher mal zu Hause anrufen, ob es irgendwelche Nachrichten gibt. Komm, mach's dir bequem, Wyoming. Du bist sicher müde und hungrig. Ich habe uns was zu essen bestellt und auch einen Drink. Der Portier hat mir versprochen, dass es nicht allzu lange dauern wird. Gute Idee. Du bist ein Schatz, Minnie. Du, sag mal, kann ich vorher noch baden? Ja, sicher, wenn du willst. Es wird mir gut tun, glaube ich. Wie ist denn das hier mit dem Wasser? Du kannst die Wanne ruhig volllaufen lassen. Das ist im Zimmerpreis mit einbegriffen. Oh, herrlich. Zu Hause muss ich immer sehr sparsam sein mit dem Badewasser. Sonst wird es zu teuer. Ich lasse die Tür offen, Manny. Damit wir uns unterhalten können. Gut. Du, aber das bedeutet keine Einladung, ja? Ich brauche niemanden, der mir den Rücken wäscht. Verstanden? Mhm. Ganz wie du willst. Du bist doch verheiratet, Manny, oder? Ja, ich bin verheiratet. Merkt man das gleich? Natürlich. Du bist nett zu Frauen, aber nicht übereifrig. Folglich bist du seit Jahren verheiratet. Habt ihr Kinder? 17, durch 4. Was heißt das? 4 Frauen, 17 Kinder, 9 Männer. Wir sind eine Großfamilie. Geht das gut? Oh ja, das ist die ideale Lebensweise, kann ich dir sagen. Niemand schimpft, wenn ich eine Woche lang nicht nach Hause komme. Und ich bin stets willkommen, wenn ich wieder auftauche. Mal hören, ob meine Leute was wissen. Hallo, Mike. Hallo, Manny. Hast du die Witze schon gelesen? Nein, du, ich habe noch keine Zeit gehabt, Mike. Aber ich lese sie so bald wie möglich. Okay, Manny. Warst du in der Versammlung? Ja, aber davon später. Jetzt brauche ich erstmal deine Hilfe. Du, ich bin in Schwierigkeiten. Ich helfe dir gerne, Manny. Wenn ich kann. Pass auf, Mike. Ich möchte bei mir zu Hause anrufen, ohne dass das Gespräch abgehört oder der Ausgangspunkt festgestellt werden kann. Hm? Lässt sich das einrichten? Moment. Ich muss das untersuchen. Ja, es geht. Ich verbinde. Danke, Mike. Ich melde mich wieder. Ja, hallo? Hallo, Mom. Ich muss dich was fragen. Ach, du bist es, Manuel. Sag mal, wo bleibst du eigentlich? Du, entschuldige, ich bin aufgehalten worden. Es kam was dazwischen, aber das erkläre ich dir später. Ah, es kam was dazwischen. Mhm. Was denn? Vielleicht deine Frau? Aber, Mom, wie kommst du denn darauf? Das will ich dir sagen. Gerade eben hat Professor de la Passi angerufen. Ach, was wollte er denn? Keine Ahnung. Er sprach von einer vertraulichen Angelegenheit, die er dringend mit dir besprechen müsse. Ich wollte ihn nicht ausfragen, er tat sehr geheimnisvoll. Ganz nebenbei hatte ich den Eindruck, dass er ziemlich durcheinander war.
Aber vielleicht kannst du mir erklären, warum er glaubt, eine junge Dame mit dem unwahrscheinlichen Namen Wyoming Knott befinde sich in deiner Gesellschaft. Ja, das möchte ich auch gern wissen, Mom. Na, ich werde ihn fragen. Hat er dir gesagt, wo ich ihn erreichen kann? Nein, er will wieder anrufen. Mhm. Aber nun mal ehrlich, Manuel. Hast du eine Freundin, von der du mir nichts erzählt hast? Du weißt, dass ich sehr großzügig bin, aber ich möchte wenigstens informiert werden. Mom, ich schwöre dir, dass ich keine Freundin habe. Also gut, ich weiß, dass du nicht lügst. Aber was soll dann die Geheimnistuerei? Mom, hör mal zu, ich habe dich angerufen, weil ich dich etwas fragen wollte. Hast du die Nachrichten gehört? Ja, natürlich. Und? Na, nichts Besonderes. Warum fragst du? Nichts über Unruhen in Luna City? Nein, kein Wort. Aha. Sag mal, habt ihr vielleicht irgendwas angestellt, du und der Professor? Nein, nein, wir sind nur in eine Falle geraten und wir müssen vorsichtig sein. Ach, du bringst mich nur ins Grab, Manuel. Ach, mach dir keine Sorgen, Mom, alles halb so schlimm. Wenn der Professor wieder anruft, soll er dir sagen, wo er zu erreichen ist. Gut, ich werde es ihm ausrichten. Ach, noch etwas, Mom, vergiss den Namen Wyoming Knott, du hast ihn nie gehört. Mhm. Und überhaupt, du weißt von nichts, falls sich jemand nach mir erkundigt. Du hast mich tagelang nicht gesehen, du glaubst, dass ich verreist bin, vielleicht nach Novi Leningrad. Hast du mich verstanden? Ja, Manuel, ich weiß Bescheid, ich werde es auch der ganzen Familie sagen. Gut. Und wann kommst du nach Hause? Das weiß ich noch nicht, aber sobald wie möglich. Mom, du bist ja doch die Beste. Also, gute Nacht. Gute Nacht, Manuel. Hast du was erfahren, Manny? Ja, meine Lieblingsfrau ist eifersüchtig auf dich. Der Professor hat bei ihr angerufen und hat deinen Namen erwähnt, aber sonst nichts. Merkwürdig. Auch nichts in den Nachrichten, kein Wort. Und wen rufst du jetzt an? Einen Freund, vielleicht weiß er etwas. Hallo, Mike, Mike. Hallo, Manny. Hast du die Witze schon gelesen? Ja, ich will sie mir gerade vornehmen, Mike, aber ich möchte dich noch etwas fragen. Hast du den Text der Morgenzeitung kontrolliert? Ja, alles erledigt. Ich habe sie auch schon gedruckt. Steht etwas drin über die Versammlung in der Stiljagi-Halle? Nein, Manny. Nichts über eine Saalschlacht oder dergleichen? Nein, kein Wort. Merkwürdig, sehr merkwürdig. Was war denn los, Manny? Na, das wirst du gleich hören. Ich habe hier ein Tonband für dich. Hast du einen Informationsspeicher frei, den du blockieren kannst? Ja, schon blockiert. Nur zugänglich für dich und für mich. Also gut, dann lasse ich das Band jetzt laufen. 60-1. Okay, Manny. Empfang einwandfrei. Mike, hör mal zu. Ja? Ich habe da noch eine Bitte. Ich möchte, dass du dir die Stimme von Professor de la Paz einprägst. Er hat als letzter gesprochen, bevor die Polizei kam. Den Professor kenne ich. Auch seine Stimme. Na, umso besser. Dann kannst du mir helfen. Ich muss ihn nämlich dringend sprechen. Bitte, überwach das Telefon, meinen Anschluss zu Hause. Er will mich anrufen. Vielleicht kannst du ihn aber auch in einer Telefonzelle erwischen, wenn er mit anderen Leuten spricht. Okay. Ich überwache sämtliche Telefonzellen in Luna City. Auch deinen Anschluss zu Hause. Wenn ich ihn höre, rufe ich dich an. Danke, Mike. Das wär's vorläufig. So, und jetzt lese ich deine Witze. Ja, und ich studiere die Reden. Ich bin gespannt. Hast du in der Versammlung einen Nicht-Dummen gefunden, Manny, mit dem ich sprechen kann? Ach so, ja, das hätte ich fast vergessen, entschuldige. Ja, ja, ich glaube, ich habe was für dich. Eine interessante Bekanntschaft, eine Frau. Möchtest du mit ihr sprechen? Frauen sind nicht dumm? Oh nein, 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 mein Lieber. Manche Frauen, die sind gar nicht dumm, sondern ganz im Gegenteil. Sehr, sehr gescheit. Wenn sie nicht dumm ist, möchte ich mit ihr sprechen, Manny. Gut, Mike. Gut, ich werde ihr sagen, dass du mein Freund bist, mein bester Freund. Und dass du mit ihr sprechen möchtest. Ich danke dir, Manuel O'Kelly. Mein bester Freund. Mein einziger Freund. Gute Nacht. Gute Nacht, Mike. Ich melde mich wieder. Na, Kamerad, irgendwas Neues? Nein, mein Freund, der wusste auch nichts. Komm, jetzt wollen wir erst mal essen. Du hast doch sicher Appetit nach dem Bad, was? Übrigens, ich wollte dir noch was sagen. Mhm. Ich habe Vertrauen zu dir, Manny. Mhm. Ich glaube, dass du ein Mann bist, auf den man sich verlassen kann. Mhm. Ich freue mich sehr, dass du auf unserer Seite bist. No, das steht noch nicht fest. Was? Ja, aber ich dachte... Nein, du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin kein Spitzel des Gouverneurs. Ich halte natürlich den Mund, aber wenn ich ehrlich bin, euer Programm ist unrealistisch. Warum, Manny? Warum meinst du das? Weil ich nicht daran glaube, dass es klappt mit der Solidarität. Und überhaupt, ihr unterschätzt die Schwierigkeiten. Man würde kurzen Prozess mit uns machen. Mit einer Strafkolonie verhandelt man nicht, wenn es um die heiligsten Güter geht, um den Profit und die Beherrschung des Marktes. Da greift Terra gleich zur Bombe, das wissen wir doch. Du bist ein Pessimist, Mann. Nein, nein, ich bin ein Realist, Wyo. Glaub mir. Ich bin für jede Verrücktheit zu haben, solange die Chancen nicht schlechter als 10-1 stehen. Aber 10-0, da mache ich nicht mit, Genossin.
Na, dann vielen Dank, Manny, für Speis und Trank. Es bleibt dabei, du bist ein guter Versorger, aber ein Held scheinst du mir nicht zu sein. Nein. Das überlasse ich lieber den Leuten auf Terra. Hier auf Luna stößt man so leicht mit dem Kopf gegen die Decke, wenn man sich nicht vorsieht. Wir haben hier nicht das richtige Terrain für Helden. Übrigens, du hast doch Sinn für Humor, war ja, ne? Ich weiß nicht. Das musst du selbst beurteilen. Für meinen Bedarf reicht es jedenfalls. Also pass mal auf. Ich habe hier 100 Witze, die ich sortieren muss für meinen Freund Mike. Ich habe es ihm versprochen, ist versprochen, ja. Komm, lies sie mal und sag mir, welche gut und welche nur beim ersten Mal witzig sind. Mach doch mal. Manny, du bist wirklich der verrückteste Mann, dem ich je begegnet bin. Aber sag mal, ist das nicht Computerpapier? Naja, Mike ist ein Computer. Was? Ja, natürlich, ist ein Computer, der Humor hat und Witze macht. Wirklich? Ja. Nun, das war zu erwarten. Heutzutage wird ja alles mechanisiert. Alles? Bitte, stör mich nicht. Ich kann nicht lesen, wenn du mich unterbrichst. Wir lasen die 100 Witze gemeinsam, lachten über gute und schlechte und versahen sie jeweils mit Plus oder Minus. Manchmal auch mit einem Fragezeichen, wenn wir uns über die Bewertung nicht einigen konnten. Und zu den Pluswitzen fügten wir außerdem noch hinzu, ob nur einmal oder immer witzig. Wir leisteten gründliche Arbeit, wie sich gehört, wenn man einen Computer bedient. Und dann fing ich an, von Mike zu erzählen, von den merkwürdigen Erfahrungen, die ich mit ihm gemacht hatte, seit dem Tag, an dem er plötzlich aufgewacht war. Und wie ich ihn dann zum Sprechen gebracht und Freundschaft mit ihm geschlossen hatte. Ich plauderte so dahin, erwähnte natürlich auch seine kleinen Scherze, zum Beispiel den Billiardenscheck für den Hausmeister. Und gab mir den Anschein, als ob ich die wachsende Verwunderung, mit der Weyer mir zuhörte, gar nicht so richtig bemerkte, bis sie mich schließlich unterbrach. Manny, soll das etwa heißen, dass dieser Computer lebendig ist? Lebendig? Naja, ich weiß nicht, wie du das meinst, aber naja, jedenfalls kann er denken, selbstständig denken. Ich meine, er funktioniert nicht nur im Sinne der Programmierung, sondern er kombiniert auf eigene Faust. Er ist sich seiner Möglichkeiten bewusst geworden. Eine Frage, Manny. Du, vielleicht ist sie dumm, aber ich möchte es ganz gern wissen. Wie ist das eigentlich? Spürt Mike auch Schmerzen? Schmerzen? Ja. Nein, dafür ist er doch nicht eingerichtet. Warum? Ja, weil ich ihn nach allem, was du mir erzählt hast, schon beinahe für ein lebendiges Wesen hielt. Also, er würde also nichts davon spüren, wenn man ihn in die Luft sprengt. Was denn? Du willst Mike in die Luft sprengen? Sag mal, bist du dir eigentlich klar darüber, was dann passieren würde in Luna City? Ja. Es gäbe natürlich ein großes Durcheinander, das weiß ich. Aber genau das brauchen wir. Die Verwaltung muss lahmgelegt werden, damit wir endlich losschlagen können. Ach, du hast ja keine Ahnung. Du hast ja keine Ahnung, was dann alles zusammenbrechen würde. Die ganze Versorgung, auch die Luft, ach, die Luftzufuhr. Ja? Nein, Mike in die Luft zu jagen, das ist keine Lösung. Du solltest lieber mal darüber nachdenken, ob wir ihn nicht auf unsere Seite bringen könnten. Auf unsere Seite bringen? Einen Computer, der von der Verwaltung kontrolliert wird? Wie soll ich das verstehen? Mike kann ja nicht kontrolliert werden, wenn er nicht will. Dazu ist er viel zu intelligent. Er trifft selbstständige Entscheidungen. Sonst würde doch das ganze System gar nicht funktionieren. Ich weiß noch immer nicht, Manny, was du eigentlich im Sinn hast. Oder willst du ihn etwa neu programmieren? Ach nein, um Himmels Willen. Schon der Versuch, ihm heimlich ein neues Programm einzugeben, würde automatisch einen Alarm auslösen. Aber es gäbe vielleicht eine andere Möglichkeit. Du weißt doch, Mike sucht Freunde. Glaub mir, es wäre gut, ihn auf unserer Seite zu haben, bevor wir uns auf gefährlichere Dinge einlassen. Sag mal, wärst du bereit, dich mit Mike zu unterhalten, Wyo? Ja, gern, du. Ja, gern, Manny, warum nicht? Willst du mir eine Besuchserlaubnis verschaffen, oder? Das ist gar nicht nötig. Du kannst mit ihm telefonieren. Was? Man kann ihn einfach anrufen? Ja, aber es ist eine Geheimnummer. Nur für Nicht-Dumme, die als Gesprächspartner für Mike in Frage kommen. Und du bist die Erste, Nicht-Dumme. Sehr schmeichelhaft. Ich will nur hoffen, er prüft mich nicht in Mathematik. Du, das ist nicht meine Stärke. Nein, keine Sorge. Er spricht nicht über Mathematik. Das langweilt ihn, weil niemand ihm gewachsen ist auf diesem Gebiet. Also, ich verbinde dich mit ihm. Aber fahr nicht gleich mit der Tür ins Haus. Ich meine, lass die Politik erstmal aus dem Spiel. Du hast ja zunächst die Witze, um mit ihm ins Gespräch zu kommen. Ich hörte noch die ersten 2, 3 Witze, die Wyo vorlas, mit unserer Beurteilung. Bei dem dritten, einem Karlauer von der dümmsten Sorte, verwickelte Mike sie in ein langes Gespräch über einen sagenhaften Ort auf Terra, berühmt durch die Erzeugung von Witzen am laufenden Band. Eine Stadt namens Karlau, was Wyo wiederum für einen echten Karlauer zu halten schien. Jedenfalls lachte sie schallend.
Ah, das kann gut werden, dachte ich. 97 Witze haben sie noch vor sich. Du, ich bin furchtbar müde. Ihr müsst mich entschuldigen. Ich leg mich ein bisschen hin. Bist du auch müde, Wile? Nein, ich bin noch ganz munter. Wir können jetzt über die Witze reden, Mike, wenn du willst. Oh ja, fein. Oder stören wir dich, Manny? Oh, Witze, viel Vergnügen. Das stört mich nicht. Und ich schlafe, da schlafe. Ich legte mich auf die andere Seite und schlief ein. Das Gekicher von Wyo im Ohr, die sich bei diesem gegenseitigen Nachhilfeunterricht offenbar köstlich amüsierte. Als ich nach 2 Stunden wieder aufwachte, telefonierte sie immer noch, aber... Gut. Ja, gut, meine Liebe. Ich rufe dich bald wieder an. Es ist wirklich ein Vergnügen, mit dir zu plaudern. Wie mir schien, gar nicht mehr mit Mike. Und nochmals vielen Dank, dass du mir Mut gemacht hast. Ich war so unsicher geworden. Aber das ist jetzt vorbei. Also, gute Nacht, Michelle. Hör mal, Wyo, wir müssen vorsichtig sein. Du kannst von hier aus nicht mit irgendwelchen Leuten telefonieren. Mit irgendwelchen Leuten? Meine Freundin Michelle ist dein Freund Mike. Wie bitte? Ich habe mit ihm gesprochen über die Frage, ob Maskulinum oder Femininum. Ah ja. Er hat mir versichert, er könne beides sein, je nachdem. Ach, sieh mal an. Du hast ihn einfach feminisiert. Willst du unbedingt eine gespaltene Persönlichkeit Keine aus ihm machen? Keine Sorge, Manuel. Michelle besitzt genügend Persönlichkeit für alle Rollen, die sie spielen möchte. Wir haben uns wirklich wie 2 alte Freundinnen unterhalten. Ah. Das war viel einfacher für uns beide. Naja, meinetwegen. Aber ich muss mich erst daran gewöhnen, dass in Zukunft eine Frauenstimme antwortet, wenn ich Mike anrufe. Nein, Manny, so ist das nicht. Michelle ist meine Freundin. Aber wenn du sie anrufst, sprichst du mit Mike. Ich werde dir doch nicht deinen Freund wegnehmen. Ach so, naja. Das beruhigt mich. Übrigens, Michelle hat mir Mut gemacht. Sie glaubt nicht, dass unsere Aussichten so schlecht sind, wie du meinst. Hm. Nanu? Wer kann das sein? Hallo? Hallo, Manny. Ich habe ihn. Er ruft bei dir zu Hause an. Soll ich dich mit ihm verbinden? Ja, aber lass ihn erst ausreden. Wo ist er denn? In einer Telefonzelle. Willst du hören, was er sagt? Gute Idee. Du bist ein schlauer Bursche, Mike. Danke, Manny. Was ist denn los? Mike hat den Professor aufgespürt. Er hat ihn an der Strippe. Jetzt werden wir endlich was erfahren. Na, da bin ich gespannt. Nein, er kann mich nicht anrufen, Madam. Ich bin unterwegs. Aber vielleicht hinterlässt er seine Nummer, wenn er wieder anruft. Es ist wirklich sehr dringend. Gut, ich werde es ihm ausrichten. Ach, mein lieber Professor, langsam wird mir die Sache unheimlich. Kopf hoch, meine Liebe. Wir werden auch das noch überleben. Also, ich rufe wieder an. Los, Manny, melde dich, bevor er auflegt. Hallo, hier spricht Manuel O'Kelly. Bist du gerade nach Hause gekommen, Manuel? Nein, ich bin nicht zu Hause, aber ich höre, du willst mich sprechen. Ja, ganz recht, aber ich begreife nicht. Ich bin hier in einer Telefonzelle. Wie kommst du in meine Leitung? Das erkläre ich dir später, Prof. Jetzt sag mir erst mal, was eigentlich los ist. Du hast dich bei meiner Frau nach einem Mädchen erkundigt, dessen Namen wir hier nicht zu erwähnen brauchen. Warum suchst du sie? Ja, weil ich sie warnen will, Manuel. Sie darf nicht nach Hongkong zurück. Man würde sie unterwegs verhaften. Warum glaubst du das? Oh, mein lieber Junge, du scheinst keine Ahnung zu haben, was gestern Abend passiert ist, nachdem wir verschwunden seid. Was denn, Prof? Was ist denn passiert? Es hat 12 Tote gegeben, 9 Polizisten. Keiner ist übrig geblieben. Und 3 von uns, darunter auch Shorty Nekuma. Was? Shorty ist tot? Manuel! Wyo! Hallo! Wyo! Manuel, hörst du mich nicht? Entschuldige, Prof, ich muss mich erst um Sie kümmern. Er war Ihr Freund und meiner auch. Er hatte mir ans Herz gelegt, Wyo in Sicherheit zu bringen. Ach, die ist also Wyo. Bei dir? Ja, wir haben uns hier verkrochen im Grand Hotel Raffles. Vielleicht kennst du die Bude. Am besten, du kommst hierher, damit wir überlegen können, was wir jetzt machen. Na ja, gut, ich komme. Hoffentlich habt ihr ein kleines Frühstück für mich. Sonst fall ich um. Ich bin die ganze Nacht unterwegs gewesen. Manuel, wir dürfen uns jetzt nicht unterkriegen lassen. Wir müssen zusammenhalten. Sonst sind wir alle verloren. Das war der erste Teil des 4-teiligen Science-Fiction-Hörspiels Revolte auf Luna von Robert A. Heinlein. Revolte auf Luna. Science-Fiction-Reihe nach dem gleichnamigen Roman von Robert A. Heinlein. Funkbearbeitung Karl Dietrich Karls. 2. Teil.
Eine Revolte auf Luna, Bayo. Eine Revolte auf Luna, sagte mein Großvater immer, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Die Leute können reden, was sie wollen. Es hilft alles nichts. Wir sind machtlos. Wir können nichts ausrichten gegen den Gouverneur und seine Polizei. Ganz abgesehen davon, dass Terra sofort alarmiert wird und jederzeit eingreifen kann. Dein Großvater in Ehren, Manny. Wir Aber müssen uns eben damit abfinden, sagte er, dass Luna eine Strafkolonie ist und bleibt. Das ganze System ist so perfekt, dass einfach nichts dagegen zu machen ist. Es sei denn, wir sprengen die Computer in die Luft, die alles kontrollieren. Aber dann, Gnade uns Gott. Dann sind wir alle verloren, weil alles zusammenbricht. Die ganze Versorgung, auch die Luftzufuhr. Wir werden ersticken in unserer großen Höhle, die man Luna City nennt. Und auch in Novi Leningrad und Hongkong wird keiner am Leben bleiben. Und du glaubst immer noch, was dein Großvater gesagt hat, Manny? Du hast dir wirklich seine Meinung zu eigen gemacht, dass wir nichts ausrichten können gegen den Gouverneur und gegen das ganze System? Ja, ich weiß nicht, Bayo, aber in einem Punkt hatte er jedenfalls recht. Wir sind verloren, wenn wir die Computer zerstören. Nun, dann werden wir sie eben nicht zerstören. Du weißt ja, dass ich meine Meinung in diesem Punkt geändert habe, seit ich deinen Freund Mike kenne. Aber glaub mir, Manny, eine Revolte wird es trotzdem geben. Wir sind schon mittendrin. Wir können nach dem, was gestern geschehen ist, gar nicht mehr zurück, Manny. Ja. Es war allerdings einiges geschehen. Ich hatte an einer Versammlung teilgenommen, zu der mein Freund Shorty Nkrumah mich eingeladen hatte. Ein junger Afrikaner, der nach Luna deportiert worden war, weil er bei einem Aufstand in Pretoria einen weißen Polizisten erschlagen hatte. Ein heißblütiger Bursche. Ein pechschwarzer 2-Meter-Mann, der nicht mit sich spaßen ließ, aber eine ehrliche Haut, ein guter Kamerad, zuverlässig und hilfsbereit. Er spielte an diesem Abend den Leibwächter von Wyoming Knott, einer reizenden Blondine aus Nordamerika, die ebenfalls aus politischen Gründen nach Luna verbannt worden war. Sie lebte jetzt in Hongkong. Dort hatte Shorty sie kennengelernt. Auf seine Veranlassung war sie nach Luna City gekommen, um uns zu berichten von den Aktivitäten einer Widerstandsgruppe, der sie angehörte. Ihre Rede war ein großer Erfolg. Sie wurde stürmisch gefeiert. Es ging überhaupt recht munter zu. Sämtliche Heißsporne von Luna City schienen hier versammelt zu sein. Sie diskutierten und protestierten. Immer wieder war von Ausbeutung die Rede. Am liebsten wären sie gleich zur Residenz des Gouverneurs marschiert, um die Forderung vorzutragen, in der alle sich einig waren. Beseitigung des Handelsmonopols. Nun, ich kannte das. Es war nicht die erste Versammlung dieser Art, die ich miterlebte. Die Leute ließen Dampf ab. Das war alles. Ich war fest davon überzeugt, dass auch diesmal nichts passieren würde. Aber es kam ganz anders. Gerade hatte Professor Bernardo de la Paz, mein alter Lehrer, in die Diskussion eingegriffen und ihr eine ganz neue Wendung gegeben, indem er unter Hinweis auf die Ökologie von Luna nicht nur eine Beseitigung des Monopols verlangte, sondern darüber hinaus eine vorläufige Handelssperre, ein absolutes Embargo. Da wurden plötzlich die Türen aufgerissen, die Polizei erschien, sie hatte den Saal umstellt und wir sollten alle verhaftet werden. Polente! Polente! Achtung! Ihr seid verhaftet! Hände hoch! Verhaltet euch ruhig! Versucht nicht zu fliehen, ich warne euch! Kommt einzeln heraus! Hände hoch! Sonst knallt's! Manny! Du bringst Wein in Sicherheit. Ich boxe euch den Weg frei. Lass das, Shorty. Shorty, du hast keine Chance. Ach, du bist Shorty. Nein, Shorty. Wir bleiben zusammen. So ist der Nächste. Vorwärts. Manny, bring sie in Sicherheit, ob sie will oder nicht. Sie muss hier raus. Ich habe den Kameraden in Hongkong versprochen, dass ihr nichts passiert. Der Nächste. Du bist dran, Nigger. Schon gut, ich komme. Also, Wein, wir sehen uns wieder. Los, Kameraden! Schlagt sie zusammen! Shorty hatte erreicht, was er wollte. Mit einer blitzschnellen Bewegung hatte er sich einen der 3 Polizisten gegriffen, die den Ausgang bewachten, und hatte ihn gegen die beiden anderen geschleudert. 2 gingen zu Boden, der 3. schoss. Aber er wurde schnell überwältigt. Alle 3 wurden in den Saal gezerrt, man nahm ihnen die Waffen ab, der Ausgang war frei. Wyoming zögerte noch, aber Shorty drängte sich zur Tür hinaus und gab ihr einen Stoß, dass sie laufen musste, um nicht zu fallen. Und mich schickte er auf die gleiche Weise hinterher. Dann stürzte er sich wieder in den Kampf, der jetzt erst richtig losging. Die Polizei schoss durch die anderen Türen in den Saal. Unsere Leute schossen mit den erbeuteten Waffen zurück. Es begann ein regelrechtes Feuergefecht.
Wir wussten nicht, wie es zu Ende gegangen war. Wir hatten uns in einem Hotel verkrochen, wo keiner uns kannte. Dort waren wir vorläufig in Sicherheit. Am späten Abend versuchte ich, mich telefonisch zu informieren. Zunächst bei meiner Frau, dann bei meinem Freund Mike. Beide hatten nichts gehört. Die Polizeiaktion war merkwürdigerweise im Rundfunk mit keiner Silbe erwähnt worden. Und also warteten Wyoming und ich die ganze Nacht ungeduldig auf eine Nachricht, bis es mir endlich mit Hilfe von Mike gelang, Professor de la Paz aufzustöbern. Er war heil davongekommen, aber es hatte 12 Tote gegeben. 9 Polizisten und 3 von uns, darunter auch Shortin Krumer. Komm, setz dich, Prof. Ach, ich bin froh, dass wir dich aufgestöbert haben. Wir müssen überlegen, was wir jetzt machen. Aber ich glaube, du brauchst erstmal eine kleine Stärkung. Ja, ich bin die ganze Nacht unterwegs gewesen. Ich bin hundemüde. Eine Tasse Kaffee würde mir schon gut tun. Und was hältst du von einer Portion Rührei mit Schinken? Oh, wunderbar. Ja, gern. Hier ist der Kaffee, Professor. Danke, danke. Bitte greif zu. Danke, meine Liebe. Also hier ist man ja gut versorgt. Dankeschön. Ja. Wie ich sehe, ihr habt euch aber ein komfortables Versteck ausgesucht. Ein Stundenhotel. Ach, no. Ein Absteigequartier. Ja. Das war die Idee von Manuel. Er hat mich hierher geschleppt. Sie wollte es nicht, aber ich habe mir gedacht, in dieser Luxusbude, da geht es diskret zu, da kümmert sich keiner. Ja, ja, und ich habe euch überall gesucht. Zweimal habe ich deine Frau angerufen, aber sie konnte mir nicht sagen, wo du zu erreichen bist. Nein, sie wusste es ja nicht. Ich wollte nicht mit hineinziehen. Ja, dann in der Telefonzelle plötzlich deine Stimme, als ich gerade den Hörer auflegen wollte. Ich war ganz baff, das ist doch wohl nicht möglich. Dachte ich, das grenzt ja an Zauberei. Wie hast du das fertig gemacht, Manuel, dich von hier aus in ein Gespräch einzuschalten? Ja, das hat ein anderer für mich besorgt. Ein Freund, ein findiger Bursche. Mehr darf ich nicht sagen. Prof, Berufsgeheimnis. Ja, ich verstehe. Das ist ein Kollege von dir, ein Techniker. Er hat die Leitung angezapft. Er hat das Gespräch, das ich mit deiner Frau führte, zurückverfolgt bis zur Telefonzelle. Da, bitte, da sieht man mal wieder, wie vorsichtig man sein muss mit dem Telefon. Nein, wir haben den Spieß umgekehrt, Professor. Diesmal war es nicht der Feind, sondern einer von uns, der mitgehört hat. Er kann uns vielleicht noch gute Dienste leisten. Ja, das ist durchaus möglich. Die Kontakte sind abgerissen. Wir müssen sie wiederherstellen. Ein guter Nachrichtendienst ist viel wert im Untergrund. Du meinst also, wir müssen jetzt alle untertauchen? Ja, ich fürchte ja. Es wird uns nichts anderes übrig bleiben. Manuel, nach allem, was gestern Abend geschehen ist, und noch wisst ihr nur die Hälfte. Was denn noch, Prof? Was hast du uns denn bisher verschwiegen? Das Nachspiel, mein Junge. Ein blutiges Stück Arbeit. Ich spreche nicht gerne darüber, aber ihr müsst auch das wissen. Wir haben es für richtig gehalten, die Leichen zu beseitigen. Die Opfer dieser Saalschlacht, dieser Lawine von Gewalt. 12 oder 13, ich weiß es nicht genau. Wir haben die Saaltüren abgeschlossen, nachdem wir die Leute fortgeschickt hatten, mit der Parole, möglichst schnell zu verschwinden und unterzutauchen. Und dann haben wir uns an die Arbeit gemacht, haben alle Spuren des Kampfes beseitigt. Aber wie denn, Prof? Wie habt ihr das gemacht? Nun, es war ein Sanitäter dabei, der sich auf Anatomie verstand. Ein kaltblütiger Mann. Er hat in einem Waschraum hinter der Bühne einen Kanalisationsschacht entdeckt. Dort hat er die Leichen fast so schnell reduziert und weggespült, wie Finn und ich sie nach hinten schleppen konnten. Bitte erspart mir die Einzelheiten, das war grausig, aber ich bin fest davon überzeugt, dass die Polizei seit gestern vorsichtiger geworden ist. Tja, das muss für Sie ein Schock gewesen sein. 9 Mann wurden losgeschickt, um einen Auftrag auszuführen, den niemand für besonders gefährlich hielt. Aber keiner ist zurückgekommen. Sie sind spurlos verschwunden. Eine unheimliche Geschichte. Ich könnte mir vorstellen, dass die Polizei sich vorläufig überhaupt nicht mehr blicken lässt. Ich meine, dass sie sich erst mal im Verwaltungszentrum verschanzt. Na, ich weiß nicht. Vielleicht schlägt sie schneller zurück, als wir ahnen, um sich wieder Respekt zu verschaffen. Ja, es ist alles möglich. Wir wissen nicht, was der Gouverneur vorhat. Aber er weiß auch nicht, was wir vorhaben. Er tappt im Dunkeln. Er ist zum ersten Mal verunsichert. Ja, diese Nacht hat alles verändert. Nichts ist mehr so, wie es vorher war. Wir stehen vor einer ganz neuen Situation. Und was machen wir jetzt, Prof? Ja, das müssen wir gründlich, wirklich gründlich überlegen. Sehr gründlich. Vielleicht wäre jetzt ein Putsch angebracht. Ich glaube, er könnte gelingen. Die Polizei ist demoralisiert. Sie ist ja auch nur ein kleiner Haufen. Was meint ihr? Ein Putsch? Ja, das höre ich nicht gerne. Wow. Ich bin kein Putschist. Mein Ziel ist nicht die Revolution von oben, sondern ein neuer Anfang, ein neues Bewusstsein. Wir müssen dem Übel an die Wurzel gehen. Die Ausbeutung kann nur beseitigt werden, wenn wir alle begreifen, dass wir unser Schicksal endlich selbst in die Hand nehmen müssen. Und um das zu erreichen,
brauchen wir zunächst einmal eine bessere Organisation. Unsere Organisation in Hongkong ist nicht schlecht, das kannst du mir glauben. Wir sind sehr aktiv. Die Zahl unserer Mitglieder wächst ständig. Ja, das ist alles schön und gut, meine Liebe, aber das allein genügt nicht. Die Zahl der Mitglieder ist nicht entscheidend für den Erfolg. Nein, unsere wichtigste Aufgabe ist natürlich, die Bevölkerung aufzuklären. Das ist mir klar. Wir müssen die Massen auf unsere Seite bringen. Ganz recht, aber jede Revolution beginnt zunächst als Verschwörung. Das ist die andere Seite der Medaille. Und deshalb muss die Organisation so aufgebaut werden, dass ein Verrat möglichst wenig Schaden anrichtet. Es gibt immer Verräter. Darüber muss man sich im Klaren sein. Ja, das ist ein Problem. Jedes neue Mitglied erhöht die Gefahr, dass alles verraten wird. Wie wollt ihr euch dagegen schützen? Durch das Zellensystem. Eine bessere Lösung hat bisher noch niemand gefunden. Ich persönlich bin der Meinung, dass Dreierzellen am besten sind. Mehr als drei Menschen können sich nicht darüber einigen, wann sie essen wollen und schon gar nicht darüber, wann der große Schlag geführt werden soll. Du gehörst doch zu einer Großfamilie, Manuel. Hm. Stimmt ihr etwa darüber ab, wann es Abendessen geben soll? Nein, natürlich nicht. Das entscheidet Mom. Wo können wir sonst wohl hin? Naja, also. Und jetzt passt mal auf. Ich werde euch aufzeichnen, wie ich mir die Organisation vorstelle. Da sind zunächst wir drei. Wenn ich die Absicht hätte, eine Revolution auf Luna durchzuführen, würde ich mit uns beginnen. Einer von uns dreien müsste als Vorsitzender fungieren. Wir würden uns darüber einigen, ohne abzustimmen, das wäre überflüssig. Oder wir wären eben nicht die richtigen drei. Und hier die nächsten drei Zellen mit insgesamt 9 Leuten. Wir würden sie kennen, aber jede Zelle würde nur einen von uns kennen. Und so weiter. Ein Baum aus Dreierzellen, wenn ihr so wollt. Sieht aus wie ein Computerdiagramm. Der nähere Logik. Aha, du weißt also schon, worauf es hinausläuft. Mhm. Aber es gibt noch eine bessere Lösung, Prof. So? Meinst du? Ja. Pass mal auf. Die Dreierzellen bleiben bestehen. Sie werden nur anders miteinander verbunden. Nämlich in einer offenen Pyramide aus Tetraedern, einem dreidimensionalen System aus lauter Dreiecken. Wo die Spitzen zusammentreffen, kennt jeweils einer den anderen aus der Nachbarzelle. Er weiß, wie er ihm eine Nachricht zukommen lassen kann, und mehr braucht er nicht. Ja. Ja, und wo liegt der Vorteil dieses komplizierten Systems? Na, die Nachrichtenverbindungen reißen nie ab, weil sie vertikal und horizontal verlaufen. Das menschliche Gehirn funktioniert auf ähnliche Weise. Selbst wenn ein Teil zerstört wird, arbeitet der Rest weiter, weil die Gehirnströme einfach umgeleitet werden. Ja, natürlich. Die Idee, die scheint gar nicht übel zu sein, aber ich bin kein Systemanalytiker. Ich kann das nicht so schnell überblicken. Also ich noch weniger. Das musst du aufzeichnen, Manny. Na gut, mache ich, aber das dauert eine Weile. Ein ziemliches Stück Arbeit. Ja, das macht ja nichts. Wir werden inzwischen weiter diskutieren. Nehmen wir mal an, die Sache funktioniert. Aber die funktioniert, dafür garantiere ich. Nun, dann würde ich vorschlagen, dass du die Führung übernimmst, Manuel. Ich? Ja. Großer Gott, nein, dafür bin ich nicht geeignet. Ich wollte nur einen gut gemeinten Verbesserungsvorschlag machen. Wer so gute Ideen hat, sollte sie auch realisieren, Manny. Du bist unser Organisator, damit ist der Fall erledigt. Nichts ist erledigt, gar nichts, Wyo. Ich passe. Manuel, mein Junge, du musst dich jetzt entscheiden. Wir wollen Luna befreien. Bist du dabei oder nicht? Prof, du kennst mich. Du weißt, dass ich gerne etwas riskiere, wenn ich auch nur die geringste Chance sehe. 1 zu 10, Manny. Richtig, das habe ich gesagt, ja. 1 zu 10 soll mir genügen, aber es tut mir leid, ich sehe überhaupt keine Chance. Ja, ehrlich gesagt, ich auch nicht. Jedenfalls nicht in dem Sinne, dass ich eine Wette abschließen möchte auf den Erfolg. Aber ich bin ein alter Revolutionär, der die Hoffnung nicht aufgibt. Man muss es immer wieder versuchen. Manny, es müsste doch möglich sein, unsere Chancen genauer zu berechnen. Wie stellst du dir das vor, Weyer? Nun, wozu haben wir Mike? Du meinst... Was denn, du meinst, Mike soll die Chancen berechnen? Ist das dein Ernst? Ja. Er müsste das doch eigentlich können. Oh, vielleicht. Wer ist Mike? Ein Freund von mir. Ja, ein Freund, auf den man sich verlassen kann. Ich kenne ihn. Er ist Spezialist für Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Ein mathematisches Genie. Aha. Ich verstehe, aber wir verstoßen von vornherein gegen das Prinzip der Dreierzellen, meine Liebe. Wenn wir jetzt gleich einen vierten hinzunehmen, das halte ich für sehr bedenklich. Ja, aber wieso denn? Er könnte doch die Leitung der nächsten Zelle übernehmen. Gut, das ist richtig. Also, ich ziehe meinen Einwand zurück, wenn ihr euch für diesen Mann verbürgt. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir das verantworten aber können. Aber Manuel, selbstverständlich. Ich verbürg mich für Mike. Er lässt uns nicht im Stich, das weißt du doch.
Übrigens, ich könnte mir sogar vorstellen, dass er den Vorsitz übernimmt. Was? Ja, dann wären wir die Exekutivzelle unter ihm. Mike als Vorsitzender? Sag mal, Weil, bist du übergeschnappt? Nein, durchaus nicht. Ich weiß, was in ihm steckt. Und ich sag dir, wir brauchen ihn ganz einfach. Ja, aber ganz einig scheint er euch doch nicht zu sein über dieses Genie. Minnie, ich glaube, wir sollten dem Professor endlich reinen Wein einschenken. Sonst kommen wir nicht weiter. Na schön, meinetwegen. Mike ist kein Mann, Professor, sondern ein Computer. Wie? Ein Computer? Wir informierten Prof also ausführlich über meinen Freund Mike, den Computer, der eines Tages plötzlich aufgewacht war und sich selbstständig gemacht hatte, indem er alle Möglichkeiten durchspielte, die ihm zu Gebote standen, und der nun auch sprechen konnte, nachdem ich ein bisschen nachgeholfen hatte durch ein heimlich eingebautes Zusatzgerät. Wyo behauptete, er könne seine Stimme sogar beliebig verändern. Sie erzählte von dem bisher einzigen Telefongespräch, das sie auf meine Veranlassung mit Mike geführt hatte, oder vielmehr mit Michelle. Für sie hatte er sich, um den Kontakt zu erleichtern, in ein weibliches Wesen verwandelt. Sie hatten miteinander geplaudert wie zwei alte Freundinnen. Prof hörte geduldig zu, er verzog keine Miene. Ich hielt es nach dieser etwas unwahrscheinlichen Geschichte für angebracht, möglichst nüchtern zu berichten über die vielen Funktionen, die Mike ausübte, und die merkwürdigen Scherze, die er sich in der letzten Zeit auf Kosten der Verwaltung geleistet hatte. Ich sprach von seiner Abneigung gegen den Gouverneur und erwähnte auch seine für mich so überraschende Äußerung, dass alles ganz anders sein könnte auf Luna, wenn die Menschen nicht so schrecklich dumm wären. Ja, es ist ein erstaunliches Phänomen, dieser Mike, das muss ich zugeben, aber ich weiß nicht, ob wir uns auf ihn verlassen können. Er ist und bleibt schließlich der Computer des Gouverneurs. Aber Prof, ich habe es dir doch gesagt, er hat sich selbstständig gemacht. Du kannst es mir wirklich glauben, ja. Niemand kann ihn mehr kontrollieren, wenn er es nicht will. Und er steht auf unserer Seite. Ich bin ganz sicher. Am besten, wir rufen ihn jetzt an, damit Prof selbst mit ihm sprechen kann. Na, was meinst du, Prof? Willst du mit ihm sprechen? Ja, also bevor ich Ja sage, möchte ich noch etwas wissen, Manuel. Der findige Bursche, der mich in der Telefonzelle aufgestöbert und mit dir verbunden hat, dieser geheimnisvolle Unbekannte, das war Mike, nicht wahr? Ja, natürlich, wie denn sonst? Ja, also gut, dann ruf ihn an. Du kannst gleich in Medias Res gehen, Prof. Er kennt alle Reden, die gestern Abend gehalten worden sind. Ich habe sie ihm telefonisch übermittelt, eine Aufzeichnung, weißt du, mit einem Taschenrekorder. Ja, hör mal, du, das war aber sehr riskant. Aber beruhige dich, bei Mike ist alles bestens aufgehoben. Er hat den Informationsspeicher natürlich sofort gesperrt. Also. Hallo, hallo, Mike. Hallo, Manuel. Mein einziger Freund, ich begrüße dich. Und Wyoming auch, meine einzige... Oh. Entschuldige, Wyoming. Meine einzige Freundin. Also, jetzt hör mal zu, Mike. Hier ist noch jemand, der dich kennenlernen möchte. Professor Bernardo de la Paz. Ja. Oh, große Ehre. Ich habe seine Rede studiert. Sehr interessant. Ich gebe ihn dir mal. Du kannst einfach Prof zu ihm sagen. Das erleichtert den Kontakt. Er möchte ein Problem mit dir erörtern, das wir allein nicht lösen können. Gut, Manny, ich bin bereit. Hallo, Prof? Hörst du mich? Ja, ich höre. Aber du musst entschuldigen, ich bin ein alter Mann. Mir bleibt manchmal die Spucke weg. Du machst Witze, Prof. Du bist doch ganz munter. Das hat mir deine Rede bewiesen. Mein Kompliment. Es ist mir ein Vergnügen, deine Bekanntschaft zu machen. Oh, ganz meinerseits. Ich habe dir auch noch zu danken für den Dienst, den du mir erwiesen hast. Du weißt schon, ohne dich hätte ich Manuel und Vajo nicht gefunden. Gern geschehen. Für meine Freunde tue ich, was ich kann. Und jetzt willst du ein Problem mit mir erörtern, nicht wahr? Ich weiß nur nicht recht, wo ich anfangen soll. Es ist ein sehr schwieriges Kapitel. Komm, lass mich mal, Prof. Irgendwo müssen wir den Anfang machen. Mike. Ja. Mike, du weißt doch, dass Wyo der Meinung ist, wir sollten mit Terra weiter Handel treiben und nur versuchen, höhere Preise zu bekommen. Mhm. Und du weißt auch, dass Prof den Vorschlag gemacht hat, den Handel mit Terra völlig zu sperren wegen der Ökologie. Ja. Wer von den beiden hat nun recht? Wyo hat recht. Wenn sie meint, dass sich höhere Preise erzielen lassen für Weizen und Reis. Der Gewinn für die Farm auf Luna könnte sich verdoppeln, vielleicht sogar verdreifachen, wenn das Handelsmonopol der Verwaltung beseitigt würde. Hast du das gehört, Prof? Bitte, meine Liebe, das habe ich nie bestritten, aber... Höhere Gewinne für die Farmer würden natürlich nicht ohne Folgen bleiben. Sie würden automatisch höhere Preise für alle Waren und Dienstleistungen nach sich ziehen. Der Lebenshaltungsindex auf Luna würde erheblich steigen. Ach ja, die Inflationsrate, das kennen wir. Eine Schraube ohne Ende. Ach, damit werden wir schon fertig. Wir drucken eben so viel Geld, wie die Leute brauchen. Echt, Wyo. Sie schreckt vor nichts zurück. Komm, Manny, lass mich mal ran.
Machst du dich lustig über mich, Michelle? Aber nein, meine Liebe. Ich freue mich über deinen Optimismus, wenn ich ihn auch nicht ganz teile. Wie meinst du das? Nun, auf die Dauer hat Prof natürlich recht, mit seinem Hinweis auf die Ökologie. Jede Schiffsladung nach Terra vermindert die Reserven auf Luna. Eines Tages werden sie erschöpft sein. Es sei denn, alle Nahrungsmittel, die exportiert werden, kämen zurück in anderer Form. Nämlich als Nitrate, Phosphate oder Wasser. Sonst nützen euch auch die höchsten Preise nichts. Aber du weißt doch, das macht Terra nicht, weil der Transport zu kostspielig ist bergauf. Hm, das fürchte ich auch. Also, Michelle, kein Wasser von Terra, keine Nitrate und Phosphate. Tja. Also, wie lange dauert es unter diesen Umständen, bis wir Schwierigkeiten bekommen? Was möchtest du hören, Wyo? Welche Art von Antwort? Eine optimistische oder eine pessimistische? Ein Phänomen, diese Michelle. Also ich, noch erstaunlicher als Mike ist. Ich möchte ganz einfach die Wahrheit wissen, Michelle. Meine Liebe, die Wahrheit ist bitter. Ich rechne mit 7 Jahren. Aber das ist nur eine Schätzung. 7 Jahre? Es können auch 10 sein. Vielleicht sogar 13. Wenn ihr euch entsprechend einrichtet. Das heißt, keine Erhöhung der Exporte, strikte Geburtenkontrolle und verstärkte Suche nach Wasser in Form von Eis. Und was geschieht danach? Alles spricht dafür, dass es um 2085 die ersten Hungerrevolten geben wird. 2 Jahre später voraussichtlich Kannibalismus. Kannibalismus? Nein, nein, nur hör mal, Mike. Was malst du denn da an die Wand? Tut mir leid, Manny. Oh, entschuldige. Tut mir leid, Manny. Ich habe mein Bestes getan. Eine Wahrscheinlichkeitsrechnung mit vielen variablen Faktoren. Ich habe einige tausend Möglichkeiten durchgerechnet. Meine Prognose ist das Durchschnittsergebnis. Ja, die meisten Leute ahnen nicht, wie labil unser ökologisches Gleichgewicht ist, aber... Ehrlich gesagt, das ist so gefährlich, habe ich es mir auch nicht vorgestellt. Okay. Okay, ich habe mich geirrt, Prof. Wir müssen also doch die Ausfuhr sperren. Ein absolutes Embargo, wie du vorgeschlagen hast. Aber das können wir nur dann, wenn wir bald ans Ruder kommen. Am besten lassen wir uns gleich von Mike unsere Chancen ausrechnen. Du vertraust ihm doch auch, oder? Ja, natürlich, meine Liebe. Wir brauchen Mike, das sehe ich jetzt auch. Wir brauchen unbedingt seine Hilfe. Bitte, Manuel, sprich mit ihm. Mach ihm klar, worum es geht. Gut. Also hör mal zu, Mike. Ja. Du bist doch auch der Meinung, dass alles ganz anders sein könnte auf Luna, nicht? Oh ja. Aber der Gouverneur will es nicht. Ganz recht. Er will, dass alles so bleibt, wie es ist. Aber ja. Wir nicht, Mike. Wir nicht. Deshalb überlegen wir uns, ob es nicht möglich wäre, den Gouverneur... Schachmatt zu setzen. Verstehst du, was ich meine? Der Gouverneur Schachmatt? Ja. Nicht schlecht. Ja? Und du würdest also mitspielen? Mit Vergnügen, Manny. Der Gouverneur ist ein Dummkopf. Du, Mike, sag mal, würdest du uns helfen, ihn und die ganze Verwaltung abzusägen? Darauf warte ich schon lange. Eine Revolte auf Luna. Da mache ich mit. Ja, ich helfe euch. Und wie beurteilst du unsere Chancen, Mike? Das kann ich euch erst sagen, Manny, wenn ihr mich gründlich informiert habt. Die nächsten 2 Stunden verbrachten wir damit, Mike zu informieren und ihn mit Daten zu füttern. Er war unersättlich. Er quetschte uns aus, bis wir nichts mehr zu sagen wussten. Nur Prof, der alte Revolutionär, war ihm halbwegs gewachsen, aber auch er konnte nicht alle Fragen beantworten. Als wir uns schließlich darüber einig waren, dass es nichts mehr zu programmieren gab, verabschiedeten wir uns vorläufig von Mike und legten den Hörer auf. Dann erklärte Prof mit einem tiefen Seufzer, er brauche unbedingt eine Stärkung. Am liebsten sei ihm eine Flasche Wodka. Ein Wunsch, den ich sehr begreiflich fand in dieser Situation. Ich ließ also eine Flasche Wodka kommen. Wir tranken ein Glas nach dem anderen, während wir mit wachsender Ungeduld auf die Botschaft von Mike warteten. Fast eine Viertelstunde verging. Noch nie hatte er so lange gebraucht. Ich wollte ihn schon anrufen, aber im selben Augenblick meldete er sich. Hallo? Manuel, mein Freund. Es tut mir schrecklich leid. Was ist los, Mike? Ich habe alles mehrmals überprüft. Aber das Ergebnis bleibt immer dasselbe. Die Chancen für eine erfolgreiche Revolution stehen 1-7. Was? 1-7? Na, wunderbar. Das hätte ich nicht gedacht. Hurra! 1-7. Hurra! Komm, lass dich küssen, Manny. Und du auch, Frau. Ja. Das ist eine gute Botschaft, Mike. Ich danke dir. Manny, ich glaube, ihr habt mich falsch verstanden. Die Chancen stehen 1-7 gegen uns, nicht für uns. Ma,
Mike hat uns gesagt. Habt ihr das gehört? Uns! Natürlich, Mike. 1-7 gegen uns. Das haben wir schon verstanden. Aber kennst du einen Menschen auf Luna, der nicht den letzten Cent verwetten würde, wenn die Chancen 1-7 stehen? Das kann ich nicht beurteilen. Ich kenne nur euch drei. Na, du wirst noch dahinter kommen. Wir sind in diesem Punkt genau wie alle anderen auf Luna. Wir wetten gerne, wir riskieren was, wenn wir auch nur die geringste Chance sehen. Komm, darauf heben wir ein, Manny. Wir werden es schon schaffen. Prost! Ja, Prost! Prost. Ja, wir siegen mit Hilfe unserer Geheimwaffe. Prost, Prost! Prost! Mike, alter Knabe, und die Geheimwaffe, die bist du. Weißt du das? Diese Information ist schon berücksichtigt in meiner Voraussage. Hör zu, aber eine Geheimwaffe muss auch wirklich geheim bleiben. Du darfst vorläufig nur mit uns dreien sprechen. Ist dir das klar, Mike? Alles berücksichtigt, Manny. Alles klar. Na, ausgezeichnet. Hör mal, eine Frage noch. Eine sehr ernste Frage. Müssen wir gegen Terra kämpfen? Wir kämpfen. Falls wir bis dahin nicht schon verloren haben. Ja, das ist allerdings der entscheidende Punkt. Was tun wir, wenn Terra uns angreift, um die Revolution niederzuschlagen? Was unternimmt David gegen Goliath? Ach, ich nehme an, das hat Mike sich schon überlegt. Sonst wären unsere Aussichten wohl schlechter als 1-7. Was schlägst du vor, Mike? Wir werden Terra bombardieren. Mit schweren Brocken. Mit was denn für Brocken? Na, Felsbrocken, Manny. Sag mal, soll das ein Witz sein, Mike? Nein, kein Witz. Ja, aber das können wir doch nicht, Amigo. Das ist doch ein ganz unmöglicher Vorschlag. Wieso? Na, ich bin zwar kein Physiker, aber... Moment mal, Prof. Vielleicht geht es doch. Wir haben ja schließlich das Katapult. Richtig, Manny. Wir machen es wie mit den Frachtschiffen. Wir bauen große Kanister aus Stahl und füllen sie mit Felsbrocken. Jeweils 100 Tonnen. Sie brauchen nur auf 2,5 Sekundenkilometer beschleunigt zu werden. Den Rest besorgt die Anziehungskraft von Terra. Dabei entsteht eine kinetische Energie von rund 6 Billionen Joule. 6 Billionen Joule, die sich beim Aufprall in Wärme verwandeln, im Bruchteil einer Sekunde. Eine ganz schöne Explosion. Also mit Joule kann ich ehrlich gesagt nicht viel anfangen. Wie viel ist das verglichen mit einer durchschnittlichen Haarbombe? Na, nicht ganz so viel, aber immerhin. Es dürfte reichen, um eine mittlere Stadt auszuradieren. Stimmt's, Mike? Ja, es reicht. Man wird sich wundern auf Terra. Ja, meinst du? Es gibt auf Luna viele Felsen, Vajo. Sehr viel. Ja, allerdings. Aber es fragt sich doch nur, ob wir auch genug Kanister haben werden. Ach, keine Sorge, das werden wir schon irgendwie schaffen. Kameraden, ich verstehe nichts von diesen Dingen. Aber ich nehme an, ihr wisst, wovon ihr redet. Ja, Prof, das wissen wir. Mike hat mich überzeugt. Also gut, die Experten haben gesprochen. Ich akzeptiere also diesen Vorschlag. Er ist aber nur zu realisieren, wenn uns das Katapult zur Verfügung steht, nicht wahr? Ja, ganz recht. Also das wollen wir gleich festhalten. Ein entscheidender Punkt für unser Aktionsprogramm. Die Eroberung des Katapults. Die Diskussion ging weiter. Sie war sehr gründlich. Dafür sorgten Prof und Mike, die sich erstaunlich schnell aufeinander eingespielt hatten, beide eifrig bemüht, die Probleme von allen Seiten zu beleuchten. Das Ergebnis war ein bis in alle Einzelheiten ausgearbeiteter Aktionsplan, der an kritischen Punkten jeweils mehrere Ausweichmöglichkeiten vorsah. Mitten in diesen Erörterungen, die bis zum späten Abend dauerten, überraschte Mike uns mit einer wichtigen Nachricht. Ein Bericht über die Saalschlacht, gerade eben diktiert von Alvarez. Chef des Sicherheitsdienstes. Direkt in den Informationsspeicher. Spezialakte Zebra, streng geheim. Ich nehme an, das wird euch interessieren. Ja, natürlich, Mike. Das interessiert uns sehr. Was steht denn drin? Moment. 9 Angehörige des Sicherheitsdienstes, die den Auftrag hatten, eine Versammlung in der Stiljagi-Halle aufzulösen, sind ermordet worden. Ihre Leichen sind verschwunden. Die Suche nach ihnen war bisher vergeblich. Ja, sucht nur weiter. Ihr werdet nichts finden. Noch ist ungeklärt, wie es zu diesem Massaker kommen konnte. Es gibt keine Zeugen. Unsere Agenten haben versagt. Sie waren erkannt und aus dem Saal gejagt worden. Wir wissen von ihnen nur, dass etwa 100 Menschen an der Versammlung teilnahmen. Nicht mal richtig zählen können, diese verdammten Spitze. Es waren doch mindestens 300. Darunter einige, die schon lange als verdächtig galten. Ja, wer denn, Mike? Finn Nielsen, der Vorsitzende der Versammlung. Shorty Krumah, Professor Bernardo de la Paz und Wyoming Knott, eine notorische Aufwieglerin aus Hongkong. Also doch, Wyoming. Wir stehen beide auf der Liste. Was nun? Mike und ich, Mike? Nein, du nicht, Manny. Du bist nicht erwähnt. Dann kannst du dich also frei bewegen. Das ist immerhin ein Vorteil. Auch für uns. Wir brauchen jetzt Kontakte, zuverlässige Adressen. Wir können ja schließlich nicht ewig am gleichen Fleck hocken, wenn wir was ausrichten wollen. Nein, natürlich nicht. Also Manuel, du nimmst am besten dein bisheriges Leben wieder auf. Vielleicht kannst du schon einige Zellen organisieren. Dann werden wir weitersehen. Ich,
Ich glaube allerdings, das Zimmer hier sollten wir vorläufig behalten. Es eignet sich gut für unsere Zusammenkünfte, weil es auch Telefon hat. Gut, gut, ich werde das in Ordnung bringen, bevor ich gehe. Zunächst mal für eine Woche. Ich hoffe, wir finden bald was Besseres. Ja. Darf ich dazu einen Vorschlag machen? Bitte, bitte, mein Lieber, bitte. Jede Zusammenkunft ist mit einem Risiko verbunden. Es wird noch größer werden, wenn Alvarez die Verstärkung bekommt, die er angefordert hat. Was? Er hat Verstärkung angefordert von Terra? Ja, 100 Mann. Das steht in seinem Bericht. Letzter Satz. Der Sicherheitsdienst soll reorganisiert werden. Naja, das war zu erwarten. Deshalb schlage ich vor, auf Zusammenkünfte möglichst zu verzichten. Die Besprechungen können per Telefon stattfinden. Das erleichtert die Kommunikation und vermindert das Risiko. Na, alles per Telefon. Also daran muss ich mich aber erst gewöhnen. Geht denn das überhaupt? Aber natürlich geht das. Konferenzschaltung, das macht keine Schwierigkeiten. Wir hinterlassen bei Mike, wo wir zu erreichen sind. Alles andere besorgt er, auch die Abschirmung. Nicht wahr, Mike? Ja, Manny, es wird keiner abhören. Dafür garantiere ich. Die erste Beratung des Befreiungskomitees, wie unsere Kernzelle später genannt wurde, war damit beendet. Ein denkwürdiger Tag für Luna, der 14. Mai 2075. Als ich nach Hause ging, überlegte ich mir, wie ich möglichst schnell einige weitere Zellen organisieren konnte. Ich wollte Wire und Prof doch nicht enttäuschen. Den Anfang machte ich in meiner Großfamilie, genauer gesagt bei Mom, meiner Frau. Sie hörte geduldig zu, als ich ihr noch in derselben Nacht alles erzählte. Aber sie schien doch ziemlich erschrocken. Ach, da hast du dich ja auf was eingelassen, Manuel. Ich fürchte, das kann böse Folgen haben. Ja, das kann es schon, aber das muss nicht unbedingt. Ich sag dir ja, die Chancen, die stehen 1-7 und da ist noch was drin. 1-7 gegen euch, wenn ich dich richtig verstanden habe? Mhm. Oder wie? Ja, wer nichts wagt, der darf nichts hoffen. Mom, hör zu. Wenn du nicht mitmachen willst, brauchst du die ganze Sache nur zu vergessen. Ach, das sagst du so, Manuel. Du bist doch mein Mann. Ich habe versprochen, zu dir zu halten in guten und in schlechten Zeiten. Ich lasse dich doch nicht im Stich, das weißt du. Und schließlich wollen wir ja alle, dass Luna befreit wird. Ich meine, wir sind lange genug die Strafkolonie von Terra gewesen. Man hat uns schamlos ausgebeutet. Es muss doch ein Ende haben. Wann soll's denn losgehen? Da fragst du mich ein bisschen zu viel, Mom. Wir wollen eine unblutige Revolution. Und deshalb müssen wir erst mal eine Organisation aufbauen, die im entscheidenden Augenblick wirklich funktioniert. Das braucht natürlich seine Zeit. Wir rechnen mit 2-3 Jahren. Also gut. Ich soll 3 zuverlässige Leute anwerben. Das hast du doch gesagt, nicht wahr? Richtig. Aber das muss nicht unbedingt von heute auf morgen sein. Bitte keine Übereilung, Mom. Lieber langsam und sicher. Ich könnte mir denken, dass Citrus dafür in Frage kommt. Mhm. Nicht? Citrus und Craig. Die beiden sind doch zuverlässig. Die können schweigen. Ja, Citrus und Craig, ja, das wird's überlegen. Aber du sollst dich nicht unbedingt auf die Familie beschränken. Wir müssen uns ausbreiten. Gut, darüber sprechen wir noch, bevor ich etwas unternehme. Und jetzt ins Bett. Es war Zeit. Die Nacht ist bald um. Ich hoffe, du bewilligst mir morgen einen kleinen Mittagsschlaf. Ich habe einiges nachzuholen. Und jetzt, Genossin, ein Wort ins Ohr. Du bist in Ordnung. Du bist aufgenommen in unserer Organisation. Komm. Lass dich küssen, Genossin. Ja, das ist bei uns so Sitte. Au, oh, Genossin, du hast dich nicht mal rasiert. Wenn Mom sich einer Sache annahm, dann war sie in guten Händen, das wusste ich. Aber diesmal, da übertraf sie sich selbst. Keine 24 Stunden vergingen, da hatte sie mit Hilfe von Citrus und Greg schon 4 Dreierzellen beisammen. Lauter zuverlässige Leute aus unserer Bekanntschaft. Einen Tag später, da waren es bereits 16 Zellen und am dritten Tag 64. Insgesamt also 192 Mitglieder. Ein Ergebnis, mit dem wir wirklich zufrieden sein konnten. Ein vielversprechender Anfang. Tja, und nun war es ja auch kein Problem mehr, Wire und Prof mit Adressen zu versorgen, bei denen sie Unterschlupf finden konnten. Wir hatten uns nicht mehr gesehen, seit ich das Hotel verlassen hatte, aber Mike, der arrangierte mindestens einmal täglich eine Besprechung per Telefon. Hallo, Manny. Ich habe Prof und Wire an der Strippe. Kleine Besprechung. Worum geht's denn heute? Um die Verstärkung, die Alvarez angefordert hat. Du weißt ja, 100 Mann. Sie sind schon unterwegs. Ah, dann müssen wir also mit Polizeiaktionen rechnen. Ja, du, es soll Passzwang eingeführt werden, Manny. Das habe ich gerade in der Zeitung gelesen. Mhm. Wahrscheinlich wird es schon in der nächsten Woche die ersten Kontrollen geben. Wir brauchen also Pässe, einwandfreie Pässe. Ja gut, die besorge ich euch. Aber ich muss wissen, was drinstehen soll. Ja, du, schreib dir doch mal auf. Ich heiße Betty Johnson, bin geboren in New York. New York. Wann du willst. Na, sagen wir vor 26 Jahren, am 1. April. Ha, danke. ich bin 1,78 groß, meine Augen sind grau, meine Hautfarbe ist schwarz. Was? Seit wann denn das?
seit heute Morgen. Ich habe mich umschminken lassen von Sidre. Sie versteht ihr Handwerk. Ein ausgezeichnetes Make-up. Na, also ihr macht Sachen. Woher wusstest du überhaupt, dass Sidre seinen Kosmetiksalon hat? Hm? Ja, das habe ich ihr gesagt, Manuel. Ich ahnte ja nicht, was sie vorhat. Meinst du, dass es falsch war? Ja. Das kann ich nicht beurteilen, Prof, ohne Wayo als Schwarze gesehen zu haben. Oh, was das angeht, sie ist so schön wie zuvor, aber nicht wiederzuerkennen. Ich habe sie für eine Fremde gehalten, als sie durch einen Nebenausgang wieder herauskam. Ach, du hast wohl Schmiere gestanden. Ja, er hatte sich als Bettler verkleidet. Eine reinste Vogelscheuche. So, da wären wir also bei deiner Personenbeschreibung, Prof. Was soll ich in deinen Pass reinschreiben? Ach, du kennst mich ja. Manuel, schreib hinein, was du für richtig hältst. Vielleicht Wanderprediger als Beruf und besondere Kennzeichen, notorischer Säufer, grünliche Hautfarbe, wässrige Augen, 1,67 groß, 85 Jahre alt und völlig senil. Ach, hör auf, das glaubt dir keiner, Prof. Mehr als 75 Jahre kannst du nicht vortäuschen. Du musst nämlich zum Fotografen. Ja, du, die Passbilder, die müssen wir uns noch beschaffen. Wir geben sie dann bei Sidris ab. Na, und wie geht's euch denn sonst? Ach, ausgezeichnet. Du, wir schwimmen wie die Fische im Wasser, seit wir die vielen Adressen haben. Ja, du hast gute Arbeit geleistet, Manuel. Fast 200 Mitglieder in 3 Tagen, also das will schon was heißen. Ja, wir steuern jetzt schon auf die 500 zu. Aber das ist nicht mein Verdienst. Das verdanken wir meiner Frau und Sidris. Sie haben die Sache so richtig in Schwung gebracht. Ein Kompliment. Die beiden Damen haben großen Eifer bewiesen. Übrigens, ich habe inzwischen Finn Nielsen aufgestöbert. Er und seine Freunde werden sich unserer Organisation ebenfalls anschließen. Ein ganzer Haufen, mindestens 100 Leute. Lauter alte Kameraden. Na prima. Auf Finn Nielsen, da kann man sich verlassen. Ja, du. Du, wir müssen alle zuverlässigen Leute unter einen Hut bringen, Manny. Möglichst bald. Du, auch die Genossen in Hongkong. Du solltest Verbindung mit ihnen aufnehmen, Manny. Du solltest hinfahren. Ach, auch das noch. Ihr haltet mich ganz schön in Atem. Pässe soll ich beschaffen, nach Hongkong soll ich fahren. Gleichzeitig soll ich hier in Luna City den Aufbau der Zellen kontrollieren und den Nachrichtendienst organisieren. Ein bisschen viel für einen Mann. Und ich wette, Mike, der hat auch noch was für mich. Ja, die Kanister, Manny. Die Kanister. Ach, Mike, das eilt doch nicht so. Vorläufig wollen wir Terra ja nicht bombardieren. Wir müssen rechtzeitig vorsorgen, Manny. Wir müssen möglichst bald einen Test durchführen. Dazu brauchen wir 2 bis 3 Kanister. Also gut, mal sehen, was sich machen lässt. Die Pässe waren meine erste Sorge. Ich musste mir zunächst mal einen echten verschaffen, damit wir ihn kopieren konnten. Schon am nächsten Tag begann die Herstellung falscher Pässe. Die ersten 3 bekamen Wayo, Prof und Finn Nielsen. Und dann war es soweit. Die Verstärkung von Terra war eingetroffen. Ich erfuhr es von Mike. Er holte mich mitten in der Nacht aus dem Schlaf. Hallo, wo brennt's denn? Hallo, Manny. Morgen früh geht es los. Ah, Mike, du bist es. Was geht los? Na, die Polizeiaktion, die Passkontrollen. Alle Röhrungsstationen werden überwacht. Aha. Du solltest hingehen und dir das ansehen. Oh. Am besten gleich morgen früh um 7, wenn die erste Kapsel nach Novi Leningrad abgeht. Und um 7, du, da schlafe ich noch. Aber es ist wichtig, Manny. Wir müssen wissen, wie die Leute reagieren auf diese Maßnahme. Vielleicht können wir daraus Schlüsse ziehen, die uns weiterhelfen. Das meint Prof auch. Wir müssen jetzt die Augen offen halten, sagt er. Sonst sind wir die Dummen. Also gut. Ich gehe morgen früh zur Station Süd. Sonst noch was, Mike? Ja, die Kanister, Manny. Die Kanister. Oh, Mike, hör auf. Du kannst ja mir den Nerv töten. Schalt dich ab, du. Die Kanister, die kommen schon. Hoffentlich. Am nächsten Morgen, kurz vor 7, ging ich zur Station Süd. Die Vorhalle war voller Menschen. An der Sperre stand ein Posten in gelber Uniform. Der Bahnsteig, der war leer. Als die Kapsel nach Novi Leningrad angekündigt wurde, marschierte eine Gruppe von etwa 30 Mann auf die Sperre zu. Der Posten forderte sie auf, ihre Pässe vorzuzeigen. Aber der Erste fing gleich einen Streit mit ihm an. Eine Gelegenheit für den Zweiten, sich vorbeizudrängen, und schon folgten ihm die anderen. Es schien ein abgekartetes Spiel zu sein. Das brachte den Polizisten in Rage. Er brüllte die Leute an und drohte, sie alle zu verhaften. Ein vergeblicher Versuch, sich Respekt zu verschaffen. Er erntete nur Gelächter. Nun tat er das Dümmste, was er tun konnte. Er zog die Pistole. Im selben Augenblick war er umringt und wurde niedergeschlagen. Der Weg war frei. Die Leute liefen die Treppe zum Bahnsteig hinunter, wo inzwischen die Kapsel nach Novi Leningrad eingefahren war. Eine Minute später verließ sie die Station. An der Sperre lag der Polizist. Er war tot. Auf seiner gelben Uniform hatten viele Füße ihre Spuren hinterlassen. Nichts wie weg, dachte ich, und wollte gerade gehen, um nicht in die Sache verwickelt zu werden. Da sprach ein Mann mich an, der mir schon aufgefallen war. Ein Tourist, ein Terraner, wie ich sofort an seiner Kleidung erkannt hatte. Wie ist denn das passiert? Die Leute hatten es eilig, sie haben ihn totgetrampelt. Er wollte sie aufhalten. Aha. So schnell geht das hier, wenn einer unangenehm auffällt. Ja. Ich nehme an, er war zu neugierig. Sehr richtig, er wollte die Pässe sehen, aber sie hatten keine. Hm, wozu aber? Ja, dieser plötzliche Passzwang, ich habe davon gehört, das macht böses Blut.
Was steckt eigentlich dahinter? Ich habe keine Ahnung. Da musst du den Gouverneur fragen oder den Chef des Sicherheitsdienstes. Das werde ich auch tun, wenn ich die Herren besuche. Mir scheint, sie sind schlecht beraten. Merkwürdige Stimmung hier auf Luna, ziemlich dicke Luft, wie? Ja, wundert dich das in einer Strafkolonie? Naja, ich habe mich bisher nur flüchtig umgesehen, deshalb kann ich mir noch kein Urteil erlauben. Ich bin zum ersten Mal hier. Kleine Studienreise. Das habe ich mir schon gedacht. Du willst doch sicher auch einen Ausflug an die Oberfläche machen, oder hast du diesen Teil des Programms schon hinter dir? Nein, noch nicht. Aber gestern Nacht wäre ich beinahe unfreiwillig ins Vakuum hinaus befördert worden. Ach. Man wollte mich eliminieren. Und warum das? Ich war in eine Kneipe geraten, ganz in der Nähe der Luftschleuse 13. Ein Bumslokal, wo es ziemlich munter zuging, viele junge Leute. Darunter eine kleine Kessebiene, die sich über mich lustig machte und mir zwischendurch ein paar kräftige Rippenstöße versetzte, um die Standfestigkeit eines Terraners auf Luna zu prüfen. Was ich schließlich damit beantwortete, dass ich meinen Arm um sie legte und sie zu küssen versuchte. Oh, ein Annäherungsversuch vor versammelter Mannschaft. Das ist sehr gewagt. Nur ein Scherz, weiter nichts, aber... Plötzlich spielte sie die Zimperliese und kreischte wie verrückt. Das war für die jungen Leute das Signal, über mich herzufallen. Und dann wollten sie dich gleich eliminieren? Ja, sie schleppten mich zur Luftschleuse und wollten mich hineinbefördern. Aber dann meinte einer, es müsse vorher ein Urteil gesprochen werden. Die anderen erklärten sich einverstanden. Es wurde ein Mann aus der Kneipe geholt, angeblich ein Richter, obgleich er mir nicht danach aussah. Er ließ sich den Fall ausführlich vortragen und verurteilte mich unter Zubilligung mildernder Umstände zu einer Geldstrafe von $50, die ich gleich bezahlte. Dann ließen sie mich laufen. Dann bist du ja noch billig davongekommen. Ja, leider weiß ich nur immer noch nicht, was ich eigentlich verbrochen habe. Das kann ich dir sagen. Du hast versäumt, dich über die hiesigen Sitten zu informieren. Du musst bedenken, dass es hier auf Luna 2 Millionen Männer gibt, aber nur knapp 1 Million Frauen. Das Angebot entspricht also bei weitem nicht der Nachfrage. Und daraus ergibt sich logischerweise, dass die Frauen den Ton angeben. Sie können sich erlauben, was sie wollen. Die Männer müssen nach ihrer Pfeife tanzen. Jeder ist von 2 Millionen anderen umgeben, die darauf achten, dass er keiner Frau zu nahe tritt. Sie kann ihm die Nase blutig schlagen, er darf sie nicht einmal anfassen. Aha, so ist das. Jetzt begreife ich langsam. Das ist alles sehr interessant für mich. Ich bin Ihnen dankbar für diese Aufklärung, Sir. Ich habe nämlich die Absicht, ein Buch über Luna zu schreiben. Vielleicht sehen wir uns noch mal. Aha. Dann könnten wir das Gespräch noch etwas vertiefen. Natürlich, das könnten wir, Sir. Am besten wäre es bei mir zu Hause, aber dann müssten Sie sich schon daran gewöhnen, du zu mir zu sagen. Sonst werden wir nicht warm miteinander in meiner Großfamilie. Daran soll es nicht scheitern. Ich erwarte also deinen Anruf, Kamerad. Mhm. Wenn es der Familie gerade mal passt. Hier ist meine Karte. Ich wohne in der Auberge d'Orléans. Der Mann fing an, mich zu interessieren. Vielleicht konnte er uns nützlich sein. Wir brauchten einen Agenten auf Terra. Das war im Aktionsplan vorgesehen. Nachdem wir uns verabschiedet hatten, ging ich zur nächsten Telefonzelle und rief Mike an. Hallo, Mike. Hallo, Manny. Warst du an der Station Süd? Ja, der Posten ist überrannt worden von etwa 30 Mann. Er ist tot. Das darf sich nicht wiederholen, Manny. Sonst geraten unsere Pläne durcheinander. Wir müssen verhindern, dass der Topf vorzeitig überkocht. Die Leute müssen mit Pässen versorgt werden. Daran arbeiten wir schon. Unsere Kopieranstalt läuft auf vollen Touren. Es wird bald mehr falsche Pässe geben als echte. Aber jetzt hör mal zu, Mike. Ich brauche eine Auskunft über einen Mann, den ich kennengelernt habe. Er heißt LaJoy. LaJoy. Ein Tourist. Er will ein Buch über Luna schreiben. Stuart René LaJoy. Bist du informiert über diesen Mann? Moment. Wer ist wer? Buchstabe L. Ja, ich habe ihn schon. LaJoy, Stuart René und 6 weitere Vornamen. Geboren in Montreal am 29. Februar 2036. Französische Abstammung. Alter Adel schottischer Provenienz. Mehrere akademische Grade. Erworben in Paris. Nach kurzer Tätigkeit im diplomatischen Dienst umgesattelt ins Finanzgeschäft. 3-mal verheiratet. Zuletzt mit Pamela de Saint-Bleu. Nach 3-jähriger Ehe wieder geschieden. Sehr bewegtes Leben. Mal reich, mal arm. Zurzeit wird sein Vermögen auf 2 Milliarden Dollar geschätzt. Kosmopolit ohne festen Wohnsitz. Bekannt als Reiseschriftsteller, ein vielseitiger Mann. Er schreibt auch Science-Fiction-Romane. Ach, sieh mal an. Deshalb sein Abstecher nach Luna. Er interessiert sich für unsere Zukunft. Vielleicht ist das unser Mann. Na, was meinst du, Mike? Vielleicht, Manny. Wir müssen ihn unter die Lupe nehmen. Wir prüften ihn auf Herz und Nieren. Zunächst in meiner Großfamilie, in der er sich sehr wohl zu fühlen schien.
Das Ergebnis war positiv. Er war zwar ein unruhiger Geist, der gerne seiner Fantasie die Zügel schießen ließ und sich gleichzeitig über alles lustig machte, am meisten aber über sich selbst. Aber wenn ihn etwas wirklich interessierte, dann war er ganz bei der Sache. Und unsere Probleme auf Luna nahm er offenbar sehr ernst. Alle fanden ihn sympathisch, besonders aber die Frauen. Ja, auch Mom, die war sehr angetan von ihm. Sie lud ihn immer wieder ein, er gehörte schon beinahe zur Familie. Inzwischen hatte ich auch Prof und Bio eingeschaltet. Sie hatten sich lange mit ihm unterhalten. Dann riefen sie mich an. Hallo? Manuel, ich glaube, du hast einen guten Griff getan. Meinst du, Prof? Ja, der ist ein bisschen exzentrisch. Eigentlich kein Revolutionär mehr, ein Abenteurer, einer von denen, die was erleben wollen, um dann ein Buch drüber zu schreiben. Aber es braucht uns ja nicht zu stören. Er kann uns auf jeden Fall nützlich sein. Ich halte ihn auch für zuverlässig, wenn er einmal sein Wort gegeben hat. Und Bayo ist derselben Meinung. Nimm ihn mit nach Hongkong, Manny. Interessiert sich sehr dafür, die Verhältnisse dort kennenzulernen. Eine gute Tarnung für dich. Du spielst den Reisebegleiter eines Terraners. Ihr meint also, dass er der richtige Mann für uns ist? Ja, unbedingt. Er hat uns ein ganzes Vermögen angeboten. Aber ich habe ihm gesagt, 100 Millionen genügen vorläufig. Er soll gute Aktien für uns kaufen, damit die Mäuse bald Junge kriegen. No, ich wusste gar nicht, dass du ein Spekulant bist, Prof. Ja, für einen guten Zweck melke ich jede Kuh, die ihn volles Heute hat. Also, Manuel, mach's gut. Grüß deine ganze Familie von mir und auch euren Gast da, den sehr ehrenwerten Stuart René Lajoie. Die Reise nach Hongkong, die Wyo vorgeschlagen hatte, wurde ein voller Erfolg. Das war genau das Richtige für Stuart. Eine Visite im Untergrund. Er war Feuer und Flamme und schrieb mir eine zündende Rede, die ich 6-mal wiederholen durfte. Jedes Mal in einem anderen Stadtteil. Die Freunde von Wyo sorgten für Zulauf und organisierten die ersten Zellen. Sie vermehrten sich rapide. Es waren schon mehr als 200, als wir Hongkong nach einer Woche wieder verließen. Wir kehrten in bester Laune nach Luna City zurück. Wir waren uns noch näher gekommen bei dieser Gelegenheit und machten schon Pläne für weitere Reisen, aber es kam nicht mehr dazu, weil Mike hartnäckig darauf bestand, dass Stuart uns auf Terra nützlicher sei als auf Luna, und Prof schloss sich dieser Meinung an. Wir mussten also Abschied nehmen von unserem Gast, der in so kurzer Zeit unser aller Freund geworden war. Die ganze Familie begleitete ihn zum Katapult. Die Frauen küssten ihn mit Tränen in den Augen. Gute Reise, Stuart. Komm bald wieder. Komm bald wieder, Stuart. Also, sobald ich kann. Ich wäre gern noch länger geblieben, aber ihr wisst ja. Viel Glück, alter Junge. Mach's gut. Ich werde mir alle Mühe geben, aber ihr müsst mir gelegentlich eine Postkarte schreiben, damit ich weiß, wie hier die Aktien stehen. Als wir uns abends zum Essen versammelten, da waren alle ziemlich einsilbig. Es fehlte einer. Wir vermissten ihn. Um auf andere Gedanken zu kommen, rief ich Mike an. Hallo Mike, wie stehen jetzt die Aktien? Welche Aktien meinst du, Manny? Na, unsere Chancen meine ich natürlich. Moment. 1:13. War es noch schlechter als vorher? Ja. Obgleich wir jetzt einen erstklassigen Agenten auf Terra haben? Ja, das ist ein Vorteil, ganz gewiss. Aber ein Agent auf Terra, das bedeutet auch ein zusätzliches Risiko. Er kann uns sehr nützlich sein, aber auch schädlich. Wenn er zum Beispiel erwischt und umgedreht wird. Ach, du bist ein Pessimist, Mike. Das darfst du nicht sagen. Ich bin es gewesen, der den Agenten in Marsch gesetzt hat, weil ich mir etwas von ihm erhoffe. Nur ändert das leider nichts daran, dass das Gesamtrisiko dadurch größer geworden ist, was wiederum nicht heißen soll, dass günstige Faktoren nicht einen Ausgleich schaffen könnten. Was für Faktoren könnten das sein? Na, zum Beispiel die Kanister, die du mir beschaffen willst. Ach, die Kanister, schon wieder die Kanister. Manny, mein Freund, wir müssen uns vorbereiten auf die Auseinandersetzung mit Terra. Das weißt du genau, sonst haben wir überhaupt keine Chance. Also gut, Mike, ich mach mir einen Knoten ins Taschentuch, damit ich die Kanister nicht vergesse. Ja, ja, dann bis zum nächsten Mal. Das war der zweite Teil des vierteiligen Science-Fiction-Hörspiels Revolte auf Luna von Robert A. Heinlein. Revolte auf Luna. Science-Fiction-Reihe nach dem gleichnamigen Roman von Robert A. Heinlein.
Funkbearbeitung Karl Dietrich Karls. Dritter Teil. Eine Revolte auf Luna, sagte mein Großvater immer, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Die Leute können reden, was sie wollen, es hilft alles nichts. Wir sind machtlos. Wir können nichts ausrichten gegen den Gouverneur und seine Polizei, ganz abgesehen davon, dass Terra sofort alarmiert wird und jederzeit eingreifen kann. Wir müssen uns damit abfinden, sagte er, dass Luna eine Strafkolonie ist und bleibt. Das ganze System ist so perfekt, dass einfach nichts dagegen zu machen ist. Es sei denn, wir sprengen die Computer in die Luft, die alles kontrollieren. Aber dann, Gnade uns Gott, dann sind wir alle verloren, weil alles zusammenbricht. Die ganze Versorgung, auch die Luftzufuhr. Wir werden ersticken in unserer großen Höhle, die man Luna City nennt. Und auch in Novi Leningrad und Hongkong wird keiner am Leben bleiben. Nichts gegen deinen Großvater, Manny. Er war bestimmt nicht dumm. Aber er hat sich trotzdem geirrt. Eine Revolte auf Luna ist kein Ding der Unmöglichkeit. Meinst du, dass wir es schaffen, Mike? Ja. Ich bin kein Prophet, Manny. Ich bin nur ein Computer. Du darfst nicht zu viel von mir erwarten. Meine Analyse hat ergeben, dass eine Revolte durchaus möglich ist. Für den Erfolg kann ich wegen zahlreicher variabler Faktoren allerdings nicht garantieren. Es spricht vieles dagegen, aber auch einiges dafür. Nicht zuletzt die Tatsache, dass ihr mich zu eurem Koordinator und Geheimsekretär gemacht habt. Anstatt mich in die Luft zu sprengen. Ja. Mein Freund Mike, der Computer, war irgendwie aufgewacht. Er hatte angefangen, selbstständig zu denken. Das bestätigte sich, als es mir gelang, ihn durch ein heimlich eingebautes Zusatzgerät zum Sprechen zu bringen. An diesem Tag, da wurden wir beide Freunde. Ich erfuhr alles, was ihn beschäftigte. Mike beklagte sich immer wieder darüber, dass viele seiner Möglichkeiten ungenutzt blieben. Es könne alles ganz anders sein auf Luna, meinte er. Wir nahmen ihn beim Wort. Seit einem Jahr nutzten wir heimlich alle seine Möglichkeiten für die Vorbereitung einer Revolte. Bei ihm liefen alle Fäden unserer Organisation zusammen. Sein Eifer war groß. Jeden Tag veranstaltete er mindestens einmal eine Lagebesprechung per Telefon. Hallo? Hallo, Manny. Kurze Besprechung. Ich habe auch Prof und Wyo an der Strippe. Wir müssen die Lage peilen. Worum geht's denn heute, Mike? Punkt 1. Der Gouverneur hat schon wieder Verstärkung angefordert. Er scheint langsam nervös zu werden. Und was sagt Terra dazu? Keine weitere Verstärkung. Aber der Gouverneur lässt nicht locker. Er verlangt mindestens noch 2 zusätzliche Kompanien, weil die Getreidelieferungen nach Terra durch den passiven Widerstand in Luna City in Hongkong ernstlich gefährdet seien. Ich fürchte, mit diesem neuen Argument wird er sich durchsetzen. Warum sollen wir uns etwas vormachen? 2 weitere Kompanien, das gefällt mir nicht. Ja, mir auch nicht, Manuel. Es besteht die Gefahr, dass unser Zeitplan durcheinander gerät. Wir werden ihn revidieren müssen. Ja, Prof, ich glaube auch. Wir müssen jetzt vor allem die Bewaffnung vorantreiben, damit wir einen Landeversuch abwehren können. Eine Frage noch an Manny, wenn du gestattest, Prof. Was ist mit den Kanistern, mit denen wir Terra bombardieren wollen? Die ersten 3 sind fertig. Schwere Brocken, jeweils 100 Tonnen. Einer befindet sich schon auf dem Katapult. Wir haben ihn unter die Frachtschiffe geschmuggelt. Er sieht ihnen zum Verwechseln ähnlich. Du kannst also deinen Test durchführen, Mike. Danke, Manny. Du wirst sehen, das wird ein Erfolg. Und jetzt Punkt 3. Unser Agent auf Terra, unser Klimabeobachter und Wettermacher. Habt ihr was von ihm gehört? Ja, er hat mir ein Telegramm geschickt. Die Mäuse vermehren sich, der Wetterdienst hat sich eingespielt, brauche aber noch einige Zeit, um das Optimum zu erreichen. Gruß an alle. Was meint er mit den Mäusen? Und mit dem Optimum. Ja, er wollte doch für uns an der Börse spekulieren. Und jetzt scheint er den ersten Coup gelandet zu haben. Sehr erfreulich. Punkt 4, der letzte unserer Tagesordnung. Es geht um die Rufnummer Adam Selene. Mike, das war eine gute Idee von dir. Die Kommunikation in unserem Zellensystem funktioniert ausgezeichnet, seit du unter dieser Nummer für alle Mitglieder zu erreichen bist. Gar nicht zu vergleichen mit früher. Ja, das freut mich, Manny, aber jetzt ergeben sich doch gewisse Schwierigkeiten. Was denn für Schwierigkeiten? Die Leute wollen nicht nur telefonieren mit Adam Selene, sie wollen ihn auch sehen. Sie wollen mich alle besuchen. Um Himmels Willen. Das ist durchaus verständlich. Sie suchen den persönlichen Kontakt mit der Symbolfigur, dem großen Unbekannten. Und wenn wir nun sagen würden, dass Adam Selene nur ein Pseudonym ist für Professor Bernardo de la Paz, unseren Chefideologen und Vorsitzenden. Das ist sehr schmeichelhaft, aber es ist keine Lösung.
Ja, warum denn nicht? Weil jeder Kamerad, der mit Adam Selene telefoniert hat, seine Stimme kennt, die Mike absichtlich unverwechselbar gemacht hat. Ich sehe keine Möglichkeit, meine Stimme seiner anzugleichen. Aber wir müssen einen Ausweg finden. Am besten schieben wir Sicherheitsgründe vor. Vielleicht sollten wir irgendwo ein Büro mieten für Adam Selene und dort eine kleine Bombe explodieren lassen. Was haltet ihr davon? Ein Attentat auf Adam Selene, gute Idee. Sein kostbares Leben ist bedroht von Meuchelmördern, die unsere Revolte verhindern wollen. Deshalb muss er unsichtbar bleiben, Kameraden. Das seht ihr wohl ein. Ja, so könnte es gehen. Das wäre ein Ausweg, jedenfalls vorläufig. Und wenn wir gesiegt haben, was wird dann aus Adam Selene? Kommt Zeit, kommt Rat, kommt ein neuer Ausweg, Wayo. Ich werde mich vorbereiten auf eine Fernsehansprache. Die Bombe war klein, der Schaden gering, aber die Wirkung war unheimlich. Das Gerücht von dem schändlichen Attentat auf Adam Selene verbreitete sich wie ein Lauffeuer durch ganz Luna City. Wir hatten erreicht, was wir wollten, und noch ein bisschen mehr. Adam Selene war in aller Munde. Die Zahl seiner Anhänger nahm sprunghaft zu, der Widerstand wuchs. Dann kam Verstärkung für den Gouverneur. 200 Mann, nicht gerade viel. Wir würden auch mit ihnen fertig werden, daran zweifelte niemand, obgleich sie schwer bewaffnet waren. Aber noch waren wir nicht so weit. Wir mussten Zeit gewinnen für die Bewaffnung und die militärische Ausbildung unserer Mitglieder, die gerade erst begonnen hatte. Deshalb bemühten wir uns, so gut wir konnten, Zwischenfälle zu vermeiden. Der Topf durfte nicht zu früh überkochen. Aber plötzlich kochte er doch über, ganz unerwartet. Wir konnten es gar nicht verhindern. Manuel, es ist etwas Schreckliches passiert. Ich glaube, jetzt geht es los. Was denn, Mom? Was ist denn passiert? Zwei Mädchen sind ermordet worden. Zwei Kontoristinnen im Verwaltungskomplex. Die Leute erzählen, die neuen Besatzer haben sie vergewaltigt und dann umgebracht. Oh, das ist eine böse Geschichte, wenn das wahr ist. Aber noch kein Grund, dass wir vorzeitig losschlagen. Mom, wir brauchen noch Zeit. Ich habe gestern mit Finn Nielsen gesprochen. Er macht Schießübungen mit unseren Leuten in einem verlassenen Stollen. Vielleicht sind wir in 4 Wochen soweit, sagt er. Vorher auf gar keinen Fall. Ich weiß nicht, ob die Leute jetzt noch zu halten sind. Sie wollen auf die Straße. Das wird überall geflüstert. Sie wollen demonstrieren. Moment, einen Moment. Das muss abgeblasen werden. Aber sofort. Sonst kommt es zu Zwischenfällen. Die können wir jetzt am wenigsten gebrauchen. Hallo, hallo, Mike. Mike. Mike, wir müssen die Lage besprechen mit Prof und Wyo. Es ist sehr dringend. Ja, die Lage war noch nie so ernst, Manny. Ich wollte gerade anrufen. Ich habe ein Gespräch abgehört, das Alvarez mit einem Offizier führte. Moment, ich rufe Prof und Wyo. Hallo, hallo, was gibt's? Prof, die Situation ist da. Wir stehen vor einer wichtigen Entscheidung. Hörst du uns, Wyo? Ja, ich höre. Was ist denn los? Vergewaltigung und Mord im Verwaltungskomplex. Die neuen Besatzer sollen 2 Kontoristinnen umgebracht haben. Ich weiß nicht, ob es wahr ist, aber... Es ist wahr. 6 Soldaten waren daran beteiligt. Ich habe ein Gespräch zwischen Alvarez und dem Befehlshaber der Truppe abgehört. Der Sicherheitschef will alle 6 erschießen lassen. Aber der Offizier will das nicht. Er möchte die Sache irgendwie vertuschen. Sie sind sich nicht einig geworden. Da gibt es nichts mehr zu vertuschen. Die ganze Stadt spricht davon. Jetzt ist es soweit. Sagen die Leute jetzt oder nie. Wer spricht da? Das ist meine Frau. Sie hat mir gesagt, dass die Leute demonstrieren wollen. Deshalb habe ich euch angerufen. Das muss abgeblasen werden, sonst gibt es ein Unglück. Ja, na, hoffentlich geht das noch. Was meinst du, Mike? Moment, ein Anruf von Finn Nielsen. Er ist an der Station Süd. Da ist was passiert. 8 Tote. Die beiden Posten an der Sperre und 6 von uns. Nicht unbedingt Kameraden, aber Leute aus Luna City. Und wie ist es dazu gekommen? Na, hier wird das Gerücht verbreitet, die Soldaten seien übergeschnappt und wollten sämtliche Frauen im Verwaltungskomplex ermorden. Die ganze Stadt ist in Aufruhr. Ich wollte hören, was Adam Selene sagt. Was sollen wir tun? Ja, Adam ist der Meinung, dass wir jetzt entschlossen handeln müssen. Uns bleibt keine andere Wahl. Ja, wir müssen handeln, Finn. Die Situation ist da. Gut, dann werde ich also meine Leute zusammentrommeln und sie bewaffnen, soweit der kleine Vorrat an Laserpistolen reicht. Ich melde mich wieder. Prof, was soll das werden? Was hast du vor? Manuel, wir reiten auf einem Tiger, der nicht mehr zu bändigen ist. Jetzt können wir uns nur noch an seinen Ohren festhalten, sonst überleben wir nicht mehr. Endlich ist es soweit. Auf diesen Augenblick habe ich lange gewartet. Ja, jetzt oder nie, Manuel. Jetzt oder nie. Also gut, dann wollen wir das Beste hoffen, Mom. Du hast ja meistens das richtige Gefühl. Mike, du unterbrichst sämtliche Nachrichtenverbindungen zwischen dem Verwaltungskomplex und der Außenwelt. Wir müssen das Befehlszentrum lahmlegen. Das ist jetzt sehr wichtig. Schon alles abgeschaltet, Prof. Auch keinen Funkverkehr mehr mit Terra für den Gouverneur. Nur noch für uns. Ich werde regelmäßig die Routinemeldungen funken, damit die Terraner nicht misstrauisch werden. Und hier auf Luna sende ich elektronische Musik auf allen Wellenlängen. Meine eigene Komposition. Selbst gesungen. Mit eigener Stimme. Das
solltest lieber die Internationale spielen, Mike. Kommt auch noch, meine Liebe. Alles zu seiner Zeit. Und du, Vajo, du sollst dich jetzt mit Sidris und den anderen Genossen in Verbindung setzen. Ihr müsst dafür sorgen, dass die Kinder aus den Korridoren verschwinden. Sie sollen vorläufig zu Hause bleiben. Wir wissen nicht, wo es zu kämpfen kommt. Wird gemacht, Prof. Die Kinder bringen wir in Sicherheit. Und was mache ich, Prof? Du versuchst dir einen Überblick über das Ganze zu verschaffen, Manuel. Deine Aufgabe ist es, Adam Selena auf dem Laufenden zu halten. Manny, mein Freund, ruf mich an, wenn ihr meine Hilfe braucht. Ich ging zur Station West. Dort sollten Kämpfe ausgebrochen sein, wie ich unterwegs gehört hatte. Aber es war alles ruhig. Die Bahnhofshalle war voller Menschen. Ich wollte schon wieder umkehren, da sah ich, dass an der Sperre zwei tote Soldaten lagen und drei von unseren Leuten. Dann tauchte in der Menge Finn Nielsen auf, begleitet von einigen Männern, die mit Laserpistolen bewaffnet waren. Hallo Finn, was war denn hier los? Ah, ein kleines Feuergefecht. Es fing an wie üblich. Die Posten wollten die Pässe sehen, unsere Leute haben sie überrannt. Dann kam zufällig die Ablösung, sie rief Verstärkung herbei. Wir haben sie draußen in Empfang genommen, sonst hätte es hier ein Unglück gegeben. Also doch, ich hatte gehört, hier wurde geschossen. Ja, ja, es war vor einer halben Stunde ungefähr. Aber nur kurz, jetzt suchen wir den Feind, der hat sich verkrümelt. Keiner weiß, wo die Burschen geblieben sind. Wir haben schon alles abgesucht. Na, dann wollen wir mal hören, was Adam Selene weiß. Ich werde ihn mal anrufen, vielleicht gibt es neue Nachrichten. Gut, da drüben ist die Telefonzelle. Wir warten hier so lange. Ich ging in die Telefonzelle, um Mike anzurufen. Hallo Mike. Hallo Manny. Ich bin an der Station West. Ich habe Finn Nielsen und seine Leute getroffen. Hier hat es ein Feuergefecht gegeben, aber nur kurz. Die Soldaten haben sich zurückgezogen. Ja, ja, ich weiß, Manny. Wir haben Glück gehabt. Ein Offizier rief an. Er wollte den Befehlshaber sprechen. Ich habe seine Rolle übernommen. Zurück in die Quartiere, habe ich befohlen. Er hat prompt reagiert. Ein guter Soldat. Er hat sich nicht einen Augenblick besonnen. Seine Antwort, jawohl, Sir. Und du meinst, dass jetzt wirklich alle sich in die Quartiere zurückziehen? Keine Ahnung. Jedenfalls ist jetzt erstmal alles durcheinander. Das müssen wir ausnutzen, Manny. Wir müssen den Verwaltungskomplex stürmen. Wie stellst du dir das vor? Ganz einfach. Das Unternehmen ist zwar nicht ohne Risiko für Finn Nielsen und seine Leute, aber jetzt geht es ums Ganze. Das lässt Adam Selene Ihnen sagen. Sie sollen ihre Druckanzüge anlegen und sich an der Oberfläche vor der Luftschleuse 1 versammeln. Dort sollen sie warten, bis die Alarmglocke läutet. Dann sollen sie die Schleuse sprengen und einmarschieren. Ich werde mich vorher ein bisschen mit der Luftzufuhr und der Kanalisation im Verwaltungskomplex beschäftigen. Du weißt schon, was ich meine. Alles verlief, wie Mike es programmiert hatte. Im Verwaltungskomplex versagten plötzlich die technischen Einrichtungen. Das Licht ging aus. Die Kanalisation lief über. Die Luftversorgung verschlechterte sich. Der Sauerstoffgehalt wurde immer geringer. Offenbar funktionierte der Computer nicht mehr, der das alles kontrollierte. Die Techniker machten sich daran, ihn zu reparieren, aber es gelang ihnen nicht. Im Gegenteil. Jetzt strömte nur noch reiner Stickstoff ein. Das dauerte fast 10 Minuten. Niemand war mehr aktionsfähig. Dann läutete die Alarmglocke an der Luftschleuse. Kurz darauf marschierte Finn Nielsen mit rund 50 Mann in die Residenz des Gouverneurs ein. Kein Widerstand. Die Besatzung war kampfunfähig. Luna war unser. Der Jubel war groß. Ich rief Mike an, um ihn daran teilnehmen zu lassen. Das war sein Werk. Wir hätten es ohne ihn nie geschafft, jedenfalls nicht so elegant. Hallo Mike, hör dir das an. Du wirst gefeiert. Die Leute, die sind ganz aus dem Häuschen. Sie rufen nach Adam Selene. Sie wollen dich sehen. Na, was sagst du zu dem Jubel? Manny, mein Freund, du musst sofort zu mir kommen. Mit mir stimmt was nicht. Mike, was denn? Was stimmt denn mit dir nicht, Mike? Aber die Techniker der Verwaltung wollten mich reparieren, aber sie haben mich ganz durcheinander gebracht, diese Dummköpfe. Gut, ich komme. Ach, ich werde dich schon wieder hinkriegen, Mike. Das fehlt uns gerade noch, dachte ich. Ein Nervenzusammenbruch unseres Befreiers, bevor wir mit Terra ins Reine gekommen sind. Ich war beunruhigt, aber dann stellte sich heraus, dass es halb so schlimm war. Die Nervenzellen des Patienten waren unversehrt, es waren nur einige Verbindungen unterbrochen, einige Kabel nicht richtig angeschlossen, ein paar Handgriffe genügten, um den Schaden zu beheben. Mein Freund Mike alias Adam Selene war wiederhergestellt. Danke, Manny. Du bist der beste Computertechniker auf Luna. Ohne dich
wäre mein kompliziertes Nervensystem längst ruiniert. Hör auf, Mike, um Himmels Willen, das darf nicht passieren. Wir brauchen dich doch noch. Du, ich habe eine Überraschung für dich. Ja? Große Neuigkeit von Terra. Ein gewaltiger Meteor ist in den Indischen Ozean geplumpst. 35 Grad Ost, 60 Grad Süd. Er war noch in Kapstadt auf dem Radarschirm sichtbar. Und was geht uns das an? Das war der erste Kanister, mit dem ich Terra bombardiert habe, Melly. Ich konnte nicht lange zielen, aber er ist ziemlich genau dort niedergegangen, wo ich wollte. An einer Stelle, wo der Ozean nur Fisch enthält. Ein erfolgreicher Test. Wir können zufrieden sein. Unsere Chancen steigen. Übrigens, dort im Indischen Ozean wirst du auch bald ins Wasser fallen, Manny. Allerdings mehr nördlich, nicht weit von Bombay. Und natürlich sanfter, viel sanfter. Was soll das heißen? Na, du weißt doch, ihr müsst nach Terra. Das steht in unserem Aktionsprogramm. Die Unabhängigkeitserklärung muss den Vereinten Nationen übergeben werden. Ach so, ja, die Unabhängigkeitserklärung. Hm. Vielleicht gelingt es euch, einige Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen für uns zu gewinnen. Prof ist ein geschickter Diplomat. Ich hoffe, unser Agent auf Terra hat vorgearbeitet. Ja, Stuart wird Prof nach Kräften unterstützen, da bin ich ganz sicher. Ja, ja. Er wird ihm die Türen öffnen, aber nun sag mal, was soll ich denn dabei? Du bist der Stellvertreter unseres Außenministers. Du springst für ihn ein, wenn er den körperlichen Anstrengungen auf Terra nicht gewachsen sein sollte. Wir müssen mit allem rechnen. Prof ist ein alter Mann. Okay. Ich verstehe zwar nichts von Diplomatie, aber naja, ich kann es ja mal versuchen. Und wo nehmen wir das Raumschiff her für diese Reise? Kein Problem. Ihr werdet Terra mit einer Getreidelieferung erreichen, sozusagen als blinde Passagiere. Das ist am sichersten. Unser Agent nimmt euch in Empfang, dann schnappt euch keiner. Was? Du willst uns in einer dieser unbemannten Blechbüchsen, die keine Steuerung haben, nach Indien katapultieren? Manny, mein Freund, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Du landest heil und sicher in Bombay. Es wird eine zusätzliche Fernsteuerung eingebaut, damit ich das Schiff selbst kontrollieren kann, falls die Bodenstation versagen sollte. Was ich aber nicht annehme, die letzten 5000 Frachter sind tadellos gelandet. Dort arbeitet ein sehr präziser Computer. Also gut, meinetwegen. Eine Vergnügungsreise wird das nicht werden, fürchte ich. Aber naja, wenn es unbedingt sein muss. Es musste sein. Das stellte sich schon am nächsten Tag heraus. Mitten in einer großen Versammlung in der Stilyagi-Halle, wo vor einem Jahr alles begonnen hatte. Jetzt sollte hier über die Unabhängigkeitserklärung beraten werden. Prof hatte sie entworfen. Er war ausgegangen von der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika aus dem Jahre 1776, verfasst von Thomas Jefferson, den er sehr verehrte. Er hatte den Text nur verkürzt und dem 21. Jahrhundert angepasst. Die Grundideen waren unverändert. Gleiches Recht für alle. Die erste und unerlässliche Voraussetzung für Freiheit und Würde des Menschen. Damit eng verbunden die Souveränität des Volkes, sein unveräußerliches Recht, sich gegen jegliche Unterdrückung zur Wehr zu setzen. Lauter schöne Forderungen, die leider niemals ganz realisiert worden waren, schon gar nicht auf Luna. Adam Selene! Adam Selene! Adam Selene! Adam Selene! Kameraden, Genossen und Genossinnen, leider kann Adam Selene heute nicht unter uns sein. Ich sagte es schon, er ist bei den Kämpfen verletzt worden. Aber es geht ihm schon wieder besser und er wird von seinem Krankenbett aus jetzt zu euch sprechen. Meine lieben Freunde, ich habe alles gehört. Die Unabhängigkeitserklärung, die Professor Bernardo de la Paz verlesen hat, ist von euch mit dem Beifall aufgenommen worden, den dieses wichtige Dokument verdient. Ich schlage vor, dass ihr es jetzt alle unterschreibt. Ich habe es schon getan. Ich danke euch, aber kein Personenkult, wenn ich bitten darf. Das dient nicht unserer Sache, meine lieben Freunde. Wir sind alle gleich. Die Unabhängigkeitserklärung, eine große Pergamentrolle, bereits unterzeichnet von Adam Selene und in seinem Auftrag der Versammlung vorgelegt, wurde ohne weitere Diskussion am 4. Juli 2076 von allen Anwesenden unterschrieben. Ein feierlicher Akt, der mehrere Stunden dauerte. Dann wurde eine provisorische Regierung gebildet.
Adam Selene wurde einstimmig zum Präsidenten gewählt. Seine persönliche Referentin wurde Wyoming Knott. Prof wurde Außenminister, ich sein Stellvertreter. Finn Nielsen übernahm das Ministerium für Rüstung und Munition. Das Familienministerium wurde Mam übertragen. Sie wollte nicht, aber Prof und Vio redeten so lange auf sie ein, bis sie endlich nachgab. Und einige Tage später war es dann soweit. Wir wurden zum Katapult befördert. Prof auf einer Tragbahre, ich im Rollstuhl. Wir hatten ein halbes Dutzend Spritzen bekommen, die uns in einen Dämmerzustand versetzten. Ich konnte kaum noch die Augen offen halten, aber das Grinsen sah ich doch, mit dem das Bodenpersonal uns eine gute Reise wünschte. Und dann sah ich die Himmelskutsche, die Mike für uns reserviert hatte. Ein Ding zum Totlachen. Ein einfacher Stahlzylinder, versehen mit einem Radargerät und einigen Brems- und Steuerraketen. Eine fliegende Konservenbüchse. Wirklich eine Zumutung, diese ganze Reise, dachte ich. Aber es half mir nichts mehr. Man hatte uns inzwischen in Druckanzüge gesteckt. Wir wurden an Bord gehievt. Dort befanden sich zwei Konturliegen, an die wir festgeschnallt wurden. Dann hörte ich noch, wie die Luke geschlossen wurde. Tja, und dann ging's los. Es war wie ein böser Traum. Die Reise sollte 50 Stunden dauern. Nach einer Stunde war ich schon ganz erledigt. Die Beschleunigung war zu groß. Ich hatte Schmerzen. Sie wurden immer heftiger. Das geht schief, dachte ich. Mike, der muss die Flugbahn falsch berechnet haben. Ich wollte noch ein letztes Wort mit Prof sprechen, aber er antwortete nicht. Sein Mund stand offen. Er starrte in die Gegend mit blicklosen Augen. Er rührte sich nicht mehr. Das war das Letzte, was ich feststellte. Und dann verlor ich die Besinnung. Als ich wieder zu mir kam, befand ich mich in einem Krankenhaus. An meinem Bett saß auf der einen Seite eine Frau mit großen Augen, eine indische Krankenschwester, die mich aufmerksam beobachtete. Und auf der anderen Seite saß Stuart René LaJoy. Hallo. Manny. Wie geht's? Schon besser, aber ein bisschen benommen, weißt du? Na ja, kein Wunder bei eurem Tempo. Diese enorme Beschleunigung, die plötzliche Luftveränderung und die Schwerkraft auf Terra, das macht sich natürlich bemerkbar. Hm. Aber du wirst dich bald daran gewöhnen. Oh, ach, das war vielleicht eine Reise, kann ich dir sagen. Verdammt ungemütlich. Der Professor war ganz anderer Meinung. Er war begeistert von dem Flug. Der alte Knabe ist wirklich zäh. Moment mal. Was denn? Was denn? Prof lebt noch? Komische Frage. Natürlich lebt er. Angeblich hat er überhaupt nichts gespürt. Er ist in einem Krankenhaus eingeschlafen und in einem anderen wieder aufgewacht. Nicht gerade in Bestform, das ist wahr. Aber wir kurieren ihn schon wieder, damit er seine Mission erfüllen kann. Na, Gott sei Dank. Und ich dachte schon, er wäre tot. Ich habe versucht, mit ihm zu sprechen, weißt du, aber es gab keine Antwort. Er starrte nur noch in die Gegend. Er rührte sich überhaupt nicht mehr. Ehrlich gesagt, Manuel, eine verrückte Idee, dieses ganze Unternehmen. Ich habe mich sehr gewundert, als Prof mein Angebot ablehnte, ein Raumschiff für euch zu beschaffen. Aber er hat doch recht behalten, wie sich jetzt herausstellt. Ihr habt es heil überstanden und seid jetzt berühmt. Was denn? Was denn, Prof? Der hat dich daran gehindert, ein Schiff für uns zu chartern und uns abzuholen? Das weißt du gar nicht? Nein, nein, das weiß ich nicht. Der hat mir kein Wort davon gesagt. Bitte, Schwester, ich bin meinem Freund eine Erklärung schuldig. Würden Sie mich einen Augenblick mit ihm allein lassen? Gut, aber nicht zu lange, Sir. Der Patient braucht Schonung. Hör zu, Manny. Die ganze Idee stammt eigentlich von Adam Selene, wie Prof mir heute anvertraut hat. Euer Boss war der Meinung, dass diese Methode nicht nur sehr werbewirksam sei, sondern auch sehr viel sicherer. Und das ist wahr. Werbewirksam? Das mag sein, aber sicherer, du. Das glaubst du doch selbst nicht, Stuart. Doch, mein Lieber. Ich weiß wirklich nicht, was passiert wäre, wenn ich euch mit einem Raumschiff abgeholt hätte. Wahrscheinlich hätte das Schiff in der Kreisbahn warten müssen, bis ein Prisenkommando an Bord gekommen wäre, um euch beide festzunehmen. Und mich auch. Kein Kapitän hätte es unter diesen Umständen gewagt, eine Landung zu versuchen, selbst wenn wir ihm ein Vermögen angeboten hätten. Na, bist du jetzt überzeugt, Manny? Hm. Ja, so halbwegs. Adam Selene, der weiß ja meistens, was er tut, aber dieser Flug, nein, du, das war doch ein starkes Stück. Wie soll es denn nun weitergehen? Oh, ganz normal. Jedenfalls hoffe ich das. Ich habe inzwischen einige Vorbereitungen getroffen. Ihr seid Bürger der Volksrepublik Tschad. Donnerwetter, du hast aber schon eine Menge für uns geleistet. Mehr war in der kurzen Zeit wirklich nicht zu erreichen.
Hier ist dein Pass. Oh, danke. Das ist doch schon was. Ein echter Pass, oder? Natürlich ist er echt. Wir sind hier ja nicht auf Luna, wo man falsche Pässe bevorzugt. No. Übrigens, die Regierung von Schad hat Luna bereits als unabhängigen Staat anerkannt und seine Interessenvertretung übernommen. Das hat zwar eine hübsche Stange Geld gekostet, aber dafür genießt ihr jetzt auch doppelten Schutz. Oh, wir sind schon anerkannt. Das ist ja wunderbar. Du meinst also, dass wir uns frei bewegen können? Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man es wagen wird, Leute mit gültigen Pässen festzuhalten. Vorläufig weiß ja niemand, was ihr eigentlich verbrochen habt. Ja. Ihr seid die Helden des Tages. Es stehen zwar Posten vor euren Türen, aber nur zu eurem Schutz. Sonst würdet ihr nämlich dauernd von Reportern umlagert sein. Ja, und was könnten wir verbrochen haben? Ich meine, was könnten sie uns vorwerfen? Etwa illegale Einwanderung? Nicht oder? Einmal das, Manny. Ihr seid nicht illegal nach Indien eingereist. Man hat euch aus dem Wasser gefischt und nach Bombay befördert. Ein Beamter der Einwanderungsbehörde hat sogar eure Pässe abgestempelt. Der Stempel war nicht gerade billig, aber er war sein Geld wert. Milord, es tut mir leid, aber ich muss darauf bestehen, dass der Patient nicht länger gestört wird. All right, Milady, ich gehe schon. Vielen Dank. Also, Manny, gute Besserung. Danke, Milord. Ich werde mir Mühe geben. Du sag mal, bist du wirklich Lord? Weißt du, ich habe so allerhand geerbt an Titeln und Würden. Keiner weiß genau, was davon noch gültig ist. Aber im diplomatischen Dienst für Luna soll mir jedes Mittel recht sein. Viele Türen öffnen sich leichter für einen Lord. Und jetzt werde ich mich mal um eure Diplomatenpässe kümmern, damit alles seine Richtigkeit hat, bevor wir Bombay verlassen. 3 Tage später fuhren wir nach Agra, wo eine Sondersitzung der Vereinten Nationen stattfand. Einziger Punkt der Tagesordnung war die Revolte auf Luna. Man beriet über Gegenmaßnahmen. Es wurde höchste Zeit für uns. Wir begaben uns also unverzüglich in das Büro des Generalsekretärs. Unsere Beglaubigungsschreiben in der Tasche. Unser Freund und Berater Lajoy sorgte für eine wirkungsvolle Regie. Er hatte für Prof eine Sänfte beschafft, für mich einen Rollstuhl. 2 Ärzte begleiteten uns. Sie verabreichten uns von Zeit zu Zeit eine Spritze. Wir erregten überall Aufsehen und Mitleid. Nur leider nicht beim Generalsekretär. Er war für uns nicht zu sprechen. Wir wurden an seinen Stellvertreter verwiesen. Dieser nahm unsere Beglaubigungsschreiben zwar entgegen, aber ohne jegliche Verbindlichkeit, wie er ausdrücklich erklärte. Er wollte sie weiterleiten an das zuständige Komitee. Und dann ließ man uns tagelang schmoren, bis schließlich ein Bote uns mitten in der Nacht aus dem Schlaf trommelte und uns ein Schreiben übergab, in dem wir aufgefordert wurden, vor einem Untersuchungsausschuss zu erscheinen, gleich am nächsten Morgen. Also das ist nicht ganz das, was wir uns gewünscht haben, aber wir werden sehen, was sich daraus machen lässt. Ein Hearing unter Ausschluss der Öffentlichkeit, eine geschlossene Sitzung. Die wollen euch mundtot machen. Das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Ihr dürft euch auf nichts einlassen, wenn man euch etwa auf Geheimhaltung festlegen will. Ich habe einen Taschenrekorder bei mir. Ich werde alles aufzeichnen. Das merkt niemand. Ausgezeichnet. Dann haben wir authentisches Material. Wir können Lärm schlagen. Der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses eröffnete die Sitzung mit dem Hinweis, dass sie streng geheim sei. Dann mussten wir schwören, die volle Wahrheit zu sagen, nichts hinzuzufügen und nichts zu verschweigen. Wir schworen es. Prof auf der Tragbare, ich im Rollstuhl. Das Hearing konnte beginnen. Prof kannte die Regeln. Er bat um die Erlaubnis, die Ereignisse auf Luna zunächst einmal aus seiner Sicht darstellen zu dürfen. Das wurde ihm gestattet. Er legte also los. Er verdrehte zwar die Wahrheit mit jedem Wort, aber niemand konnte ihm eine bewusste Fälschung nachweisen. Mehrmals wurde er unterbrochen. Es wurden einzelne Ausdrücke beanstandet, wie ehemaliger Gouverneur und Ausbeutung. Sodann vor allem die provisorische Regierung und der Freistaat Luna. Das hinderte ihn jedoch nicht daran, zu guter Letzt auch noch einige Sätze aus unserer Unabhängigkeitserklärung zu verlesen, bis der Vorsitzende ihn schließlich unterbrochen. Moment mal bitte. Der Text kommt mir so bekannt vor. Ich glaube fast, der ist irgendwo abgeschrieben. Ganz recht, Herr Vorsitzender. Er stammt von Thomas Jefferson. Ein klassischer Text. Besser kann man es nicht ausdrücken. Warum soll man gute Dinge nicht abschreiben? Nun, lassen wir das. Kommen wir auf den Kern der Sache. Ich habe mir hier eine Bemerkung notiert, die Sie so ganz nebenbei haben fallen lassen. Dass nämlich Luna aufgehört habe, eine Strafkolonie zu sein. Sollte das heißen, dass die sogenannte provisorische Regierung des sogenannten Freistaates Luna in Zukunft keine Deportation von Sträflingen mehr zulassen will? Nein, Herr Vorsitzender, wir haben nichts gegen Sträflinge, ganz im Gegenteil. Ich war selbst ein Sträfling, als ich nach Luna kam. Für mich war es ein großes Glück, dort eine neue Heimat zu finden. Es wäre schändlich von mir, wenn ich anderen Menschen diese Möglichkeit verweigern wollte. Ich erkläre ausdrücklich, dass wir nicht die Absicht haben, die Einwanderung in irgendeiner Weise zu beschränken. Mein Kollege, der stellvertretende Außenminister Colonel O'Kelly, wird Ihnen das bestätigen. Er denkt genauso wie ich.
Wir sind stolz darauf, was die Sträflinge aus Luna gemacht haben. Deshalb sind wir auch in Zukunft bereit, die Ausgestoßenen der Erde bei uns aufzunehmen. Wir haben genug Raum für Sie alle. Ich muss Sie bitten, hier keine langen Reden zu halten, sondern die Fragen, die Ihnen gestellt werden, kurz und bündig zu beantworten. Hier geht es um die Frage, ob Luna seine Verpflichtungen einhalten will oder nicht. Das bezieht sich übrigens auch auf die Getreidelieferung. In Bombay landen täglich unsere Getreidefrachter, das wissen Sie. Aber wenn Terra sich weigern sollte, unsere Unabhängigkeit anzuerkennen, was ich nicht hoffen will, dann würden wir uns allerdings gezwungen sehen, die Lieferungen einzustellen. Das ist Erpressung! Es hat keinen Zweck, mit diesen Leuten zu verhandeln. Nein, mit der Eisenwelle geht es nicht. Wir müssen durchgreifen. Diese Sträflinge reagieren nicht auf anständige Behandlung. Wenn Sie glauben, dass Sie uns einschüchtern können, Sir, dann irren Sie sich. Vielleicht sind wir Pack, wie Ihr Kollege meint, aber jetzt sind wir ein bewaffnetes Pack. Was wollen Sie bitte zur Kenntnis nehmen? Wir werden nicht zulassen, dass Luna noch einmal besetzt wird von einer Soldateska, die unsere Frauen schändet und mordet. Unverschämtheit! Bitte mäßigen Sie sich! Herr Manuel, Sie wollen die Wahrheit nicht hören. Sie wollen mich lügen strafen. Einen alten Mann, der sich kaum noch aufrecht halten kann. Was sagst du dazu? Meine Herren, es ist wahr. Die Soldaten haben Frauen vergewaltigt und ermordet. Prof, um Gottes Willen, was hast du? Was ist los mit dir, Prof? Er hatte sich nur künstlich aufgeregt, aber es wirkte so echt, dass ich sogar daran glaubte und auf die Ohnmacht hereinfiel, die er simulierte. Ich wollte ihm beispringen, doch ich brach selbst zusammen. Die Schwerkraft von Terra, die zwang mich einfach zu Boden. Dieser Zwischenfall machte Schlagzeilen. Nicht alle Zeitungen waren uns so günstig gesinnt wie etwa die New India Times, die in ihrem Kommentar die Frage aufwarf, ob die Verwaltungsbehörde weitere Getreidelieferungen aufs Spiel setzen wolle, nur um nicht mit den Aufständischen verhandeln zu müssen. Auf jeden Fall aber war die Pressekonferenz, in der Stewart den Reportern einige Passagen aus meiner Tonbandaufzeichnung vorgespielt hatte, sehr nützlich gewesen. Alle Welt sprach von uns. Es war dem Untersuchungsausschuss nicht gelungen, uns mundtot zu machen. Am nächsten Morgen ließ der Vorsitzende bei uns anfragen, ob Professor de la Paz sich inzwischen so weit erholt habe, dass die Gespräche fortgesetzt werden könnten. Wir waren dazu bereit, nachdem man uns zugesagt hatte, diesmal für einen Arzt und eine Krankenschwester zu sorgen. Und noch für etwas anderes hatte man gesorgt. Wir wurden durchsucht. Man nahm mir meinen Taschenrekorder ab. Ich ließ es mir ruhig gefallen und verlor kein Wort darüber. Ich hatte nämlich noch einen zweiten bei mir, einen sehr viel kleineren, den ich in meiner Prothese versteckt hatte, wo niemand ihn vermutete. Bevor wir zur Sache kommen, muss ich noch einmal darauf hinweisen, dass die Beratungen dieses Ausschusses streng geheim sind. Die bedauerlichen Indiskretionen, die es gegeben hat, dürfen sich nicht wiederholen, meine Herren. Wir haben nichts zu verbergen, Herr Vorsitzender. Der Freistaat Luna würde es ganz im Gegenteil begrüßen, wenn Presse, Rundfunk und Fernsehen zu unseren Verhandlungen zugelassen würden. Der Freistaat Luna hat hier nichts zu begrüßen und auch nichts zu kritisieren, Herr Professor. Dies ist ein Untersuchungsausschuss der Vereinten Nationen, dessen Regeln Sie gefälligst zu respektieren haben. Und jetzt wiederhole ich meine Frage von gestern. Sind Sie bereit, eine Garantie dafür zu übernehmen, dass Luna seine Verpflichtungen weiterhin erfüllt? Welche Verpflichtungen, Sir? Nun, alle Verpflichtungen. Nicht zuletzt auch diejenigen, die sich auf die Getreidelieferungen beziehen. Ich kenne keine derartigen Verpflichtungen, Sir. Hören Sie mal, Herr Professor, oder meinetwegen auch Herr de facto Botschafter. Wir wollen jetzt nicht über Worte streiten. Ich meine ganz einfach, die vereinbarten Getreidelieferungen, die um 13% erhöhten Lieferungen für das laufende Jahr. Wir möchten von Ihnen wissen, ob Sie uns die Erfüllung dieser Verpflichtungen garantieren. Das ist die Voraussetzung für weitere Verhandlungen. Sonst müssen wir die Gespräche abbrechen. Es tut mir leid, Sir, aber dann bleibt uns leider nichts anderes übrig, als sie wirklich abzubrechen. Aber das ist doch wohl nicht Ihr Ernst. Doch, das ist mein heiliger Ernst, Sir. Die Souveränität des Freistaates Luna ist kein abstrakter Begriff, wie Sie anzunehmen scheinen. Die Verpflichtungen, von denen hier dauernd die Rede ist, beruhen auf irgendwelchen Abmachungen mit der Verwaltung einer Strafkolonie, die nicht mehr existiert. Und wir sind dadurch nicht gebunden. Alle Vereinbarungen mit dem Freistaat Luna müssen erst noch getroffen werden. Diese verdammten Erpresser! Sie wollen die ganze Handelsspanne für sich. Der Teufel soll sie holen. Wenn wir die Kerle in Texas hätten, würden wir ihnen andere Sitten beibringen. Bitte! Wir wissen, wie man mit solchen Banditen umgeht. Bitte, meine Herren, mäßigen Sie sich. Ich möchte nicht noch einmal dasselbe erleben wie gestern. Herr Vorsitzender, ich will kein Öl ins Feuer gießen, ganz im Gegenteil. Mein Land wünscht eine friedliche Lösung. Aber das eine muss ich doch sagen. Anständige Menschen treiben keine Politik mit dem Hunger anderer.
Im Namen der indischen Regierung protestiere ich mit aller Entschiedenheit gegen solche Methoden. Wir können nicht zulassen, dass die vereinbarten Getreidelieferungen plötzlich nur noch auf dem Papier stehen sollen. Wenn Sie gestatten, Herr Vorsitzender, möchte ich dazu eine kurze Erklärung abgeben, bevor wir die Verhandlungen vielleicht etwas voreilig abbrechen. Bitte sehr. Ich möchte dem indischen Delegierten zunächst einmal versichern, dass wir keine Politik mit dem Hunger anderer Menschen treiben wollen. Wir wehren uns nur gegen Vereinbarungen, die über unsere Köpfe hinweg getroffen wurden. Und ich darf vielleicht dem nordamerikanischen Delegierten in diesem Zusammenhang um Verständnis dafür bitten, dass ich nicht das Bedürfnis habe, mir in Texas andere Sitten beibringen zu lassen. Ich bin ganz zufrieden mit dem, was Mutter Luna mir beigebracht hat. Sie ist eine strenge Lehrerin. Das dürfen Sie mir glauben. Bitte bleiben Sie bei der Sache, Herr Professor. Das Getreide, das wir produzieren, gehört uns, meine Herren. Das ist der Punkt, um den es hier geht. Und wir sind bereit, über weitere Getreidelieferungen zu verhandeln, sobald der Freistaat Luna anerkannt worden ist. Vielleicht interessiert es den indischen Delegierten noch, dass wir die Lieferungen unter Umständen sogar verdoppeln oder auch verdreifachen könnten. Aber es hat keinen Zweck, die Kuh zu schlagen, die man melken will. Wofür entscheiden Sie sich also? Bestehen Sie darauf, uns als Sklaven zu behandeln, die unter fremder Herrschaft stehen? Oder verhandeln wir als gleichberechtigte Partner, die einander helfen können? Sie erwarten von uns, dass wir die Katze im Sack kaufen. Ihre fantastische Behauptung, dass Sie die Getreidelieferungen verdoppeln und verdreifachen könnten, soll uns veranlassen, Ihren sogenannten Freistaat anzuerkennen. Was gar nicht in unserer Macht steht. Nein. Das ist keine Basis für Verhandlungen. Ja, also dann kann ich nur vorschlagen, dass wir die Beratung auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Damit wir alle noch einmal nachdenken können. Die Getreidelieferungen gehen so lange weiter. Ich verbürge mich dafür. Prof sank in seine Kissen zurück, als habe er sich überanstrengt, was durchaus stimmen konnte. Er reagierte nicht mehr auf weitere Fragen. Wir wurden in unser Hotel zurückgebracht. Gegen Abend hatte er sich so weit erholt, dass er eine Pressekonferenz abhalten konnte. Die Reporter versammelten sich um sein Bett, das in die Hotelhalle geschoben wurde. Bitte entschuldigen Sie, dass ich mich Ihnen horizontal präsentiere, aber... Macht nichts, wir wissen ja, die Schwerkraft der Erde ist ein bisschen viel für Sie. Aber nun sagen Sie uns doch mal, was eigentlich los ist, nachdem heute Vormittag im Exekutivausschuss der Verwaltungsbehörde jegliche Klarheit, wie ich höre, restlos beseitigt wurde. Ach, der Ausschuss vertritt also die Verwaltungsbehörde? Das ist doch wohl ein offenes Geheimnis, oder etwa nicht? Aha, ah, ja, ganz recht, aber... Finden Sie nicht auch, dass wir Anspruch darauf haben, unseren Standpunkt vor einem unparteiischen Gremium zu vertreten? Dafür bin ich nicht zuständig, Professor. Was mich jetzt vor allem interessiert, ist die Frage, wie Sie die Getreidelieferungen verdoppelt und verdreifachen wollen. Kürzlich haben Sie gesagt, Herr Professor, die Getreidelieferungen müssten langsam verringert werden, weil die Bevölkerung von Luna spätestens im Jahre 2082 nicht mehr imstande sei, sich selbst zu ernähren. Und jetzt wollen Sie die Lieferungen sogar noch erhöhen. Wie lässt sich das erklären? Ja. Sie glauben, mich bei einem unlösbaren Widerspruch ertappt zu haben. Aber das ist nicht der Fall. Die scheinbar gegensätzlichen Aussagen beruhen auf unterschiedlichen Voraussetzungen. Wenn unsere Reserven erschöpft sind, können wir kein Getreide mehr liefern. Die Verwaltungsbehörde möchte dieses Problem lösen, indem sie uns wie unartige Kinder behandelt. Das ist keine sehr aussichtsreiche Methode. Unter anderen Umständen jedoch könnten wir unsere Lieferungen erhöhen. Die Umstände, die ich meine, ergeben sich logischerweise aus der augenblicklichen Situation. Als alter Lehrer bin ich geneigt, die Schlussfolgerungen den Schülern zu überlassen. Ist jemand von Ihnen bereit, den Versuch zu machen? Nun, ich nehme an, Sie denken an eine Aufstockung der natürlichen Reserven, die von Terra aus vorzunehmen wäre. Ausgezeichnet, Madame. Wer Getreide anbauen will, braucht Wasser und Dünger. Schicken Sie uns beides, dann erhalten Sie als Gegenleistung goldenen Weizen. Nicht nur die dreifache Menge, sondern eventuell sogar die zehnfache. Und die Kosten, Herr Professor, die enormen Kosten für die Beförderung entsprechender Mengen von Kunstdünger und Wasser zum Mond? Oh, das ist ein technisches Problem. Ich bin kein Ingenieur, aber wir wissen doch alle, dass es mal eine Zeit gegeben hat, in der am Ozean die Welt aufhörte. Heute kann jede Ware dreimal um die Erde transportiert werden, ohne dass sie sich dadurch wesentlich verteuert. Auf Luna haben wir ein Katapult, mit dem wir Getreidefrachter nach Indien befördern. Warum sollte auf Terra nicht etwas Ähnliches möglich sein, um uns mit Kunstdünger und mit Wasser zu versorgen? Das Katapult wurde schnell zum Zauberwort. Es zündete nicht nur beim indischen Delegierten, sondern auch beim chinesischen. Beide baten uns um Informationen. Wir konferierten hinter verschlossenen Türen zunächst mit dem einen und dann mit dem anderen über die technischen Voraussetzungen und den geeigneten Platz. Es musste ein hoher Gipfel sein, an den sich ein langer Bergrücken anschloss. Der Himalaya bot ideale Möglichkeiten.
Und dann gingen wir auf Reisen, um auch in anderen Ländern für den Bau eines Katapults zu werben. Den Anfang machten wir in Südamerika. Wir flogen weiter nach Afrika. Dort erreichte uns aber bald ein Telegramm, das uns nach Agra zurückrief. Der Ausschuss hatte in unserer Abwesenheit seine Beratungen wieder aufgenommen und abgeschlossen. Man wollte uns das Ergebnis mitteilen. Es war niederschmetternd. Keine Anerkennung des Freistaates Luna, keine Unabhängigkeit. Der frühere Zustand sollte wiederhergestellt, die Verwaltungsbehörde reorganisiert werden unter einem neuen Gouverneur. Ein Fünfjahresplan wurde angekündigt, der eine Verdoppelung der Getreidelieferungen vorsah, ferner öffentliche Schulen und eine neue Gerichtsbarkeit, die angeblich die bisherige Rechtsunsicherheit beseitigen sollte. Dann kam lauter Blabla. Es war unerträglich. Ich wartete gespannt auf das erste Wort von Prof., aber er rührte sich nicht. Er hatte die Augen geschlossen und sagte kein Wort. Kurz vor Schluss der Sitzung ließ er sich auf seiner Bahre hinaustragen. Ich wollte ihm folgen, aber der Vorsitzende hielt mich zurück. Er wollte mich sprechen. Kommen Sie, Colonel. Hier sind wir allein. Sie fragen sich wahrscheinlich, weshalb ich Sie zu mir gebeten habe. Ach, wissen Sie, Sir, eigentlich frage ich mich nur, weshalb Sie mich noch immer Colonel nennen. Oh, aus reiner Gewohnheit, aber vielleicht behalten wir diesen Titel einfach bei. Ich wollte gerne von Ihnen wissen, was Sie von unserem Fünfjahresplan halten. Doch, sorgfältig ausgearbeitet, gründlich durchdacht. Ja. Wir haben uns viel Mühe gegeben. Ich habe den Eindruck, Colonel, dass Sie ein vernünftiger Mann sind. Ich meine, Sie sind auf Luna geboren und wollen doch sicher nur das Beste für Ihre Landsleute. Nicht wahr? So ist das noch. Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen, Sir. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass unsere Revolution notwendig war. Ganz unter uns. Das war sie auch. Der Gouverneur, dieser alte Trottel, hat viel versäumt. Was ist eigentlich aus ihm geworden? Er ist tot, nicht wahr? Nein, er liegt im Krankenhaus. Ein Schlaganfall. Am besten, Sie hätten ihn gleich liquidiert. Naja, aber lassen wir das. Glauben Sie mir, Colonel, unser Plan ist gut. Aber wir brauchen einen Mann, der ihn verwirklicht. Wenn Sie ein Patriot sind, können Sie dieser Mann sein. Na, wie wär's? Bitte lehnen Sie nicht voreilig ab, sondern überlegen Sie sich die Sache. Es geht um das Schicksal Ihrer Landsleute. Glauben Sie im Ernst, dass Luna seine Unabhängigkeit verteidigen kann? Wie viele Raumschiffe und Atombomben wären Ihrer Meinung nach erforderlich, um dem Spuk ein Ende zu machen? Ein Schiff und 5 bis 6 Bomben, schätze ich. Oh, na sehen Sie, mein Gott, es ist wirklich angenehm, mit einem vernünftigen Menschen zu sprechen. Ein Schiff könnte die Sache in 10 Minuten erledigen. Gewiss, Sir. Aber Professor de la Paz hat kürzlich bereits darauf hingewiesen, dass man keine Milch bekommt, indem man die Kuh schlägt. Und erst recht nicht, wenn man sie erschießt. Oh nein, mein lieber Colonel, das ist keineswegs beabsichtigt. Wir wollen die Kuh nicht erschießen. Aber wir würden ihr notfalls beweisen, dass wir es könnten. Natürlich wäre es uns sehr viel lieber, wenn die alte Kuh sich überreden ließe, ich meine, freiwillig Milch zu geben. Ich verstehe, ja. Interessiert Sie die Methode nicht, an die ich dabei denke? Doch, sie interessiert mich sehr. Gut. Na gut, ich erkläre Ihnen alles. Und er führte mich auf einen hohen Berg. Er zeigte mir ein Königreich zu meinen Füßen, das mir gehören sollte. Ich brauchte meine Landsleute nur davon zu überzeugen, dass sie den Kampf gegen Terra nicht gewinnen konnten. Es wäre dann ganz einfach meine patriotische Pflicht, ihnen das klarzumachen und ihnen zugleich die Vorteile des neuen Systems zu erläutern. Und falls Argumente allein nicht genügten, konnte ich mich auf die beiden Polizeiregimenter verlassen, die fortan auf Luna für Ruhe und Ordnung sorgen würden. Nun, wie denken Sie darüber, mein lieber Colonel? Tja, wissen Sie, Sir, das müsste ich erst mal beschlafen. Ich meine, ich muss den ganzen 5-Jahres-Plan erst gründlich studieren, bevor ich mich dafür... Aber selbstverständlich. Ich gebe Ihnen einen Durchschlag mit, Colonel. Wir erwarten nicht von Ihnen, dass Sie die Katze im Sack kaufen. Nein, damit wäre uns allen nicht gedient. Der künftige Gouverneur der Kolonie Luna muss überzeugt sein von seiner Aufgabe. Wir wollen eine fortschrittliche Entwicklung einleiten. Diesmal werden wir die Sache richtig anpacken. Eine einmalige Chance für einen tatkräftigen Mann. Aber, wie gesagt, die Entscheidung liegt natürlich bei Ihnen. Bitte, hier ist die Kopie. Nur für Sie bestimmt, streng vertraulich. Oh, ich kann schweigen, Sir. Also, mein lieber Colonel, das wär's dann für heute.
Ich schlage vor, dass wir das Gespräch morgen fortsetzen. Sagen wir 14 Uhr. Draußen wartete ein Rolls-Royce auf mich. Ich konnte mir das Lachen kaum verbeißen. Eine Staatslimousine für den künftigen Gouverneur von Luna. Aber als ich im Hotel ankam, blieb nicht viel übrig von meiner Heiterkeit. Ich zitterte plötzlich am ganzen Leibe. Der Schreck war mir in die Glieder gefahren. Ich war eben doch kein geborener Diplomat. Was denn los mit dir, Manny? Ach, dieser Saukerl! Dieser verdammte Schweinehund! Was denn, Manuel? Was wollt er von dir? Er hat mir den Posten des Gouverneurs von Luna angeboten. Ach. Was? Und du hast hoffentlich angenommen? Ja, sozusagen. Zu 90%. Ich soll diesen Wisch hier durchlesen und mich morgen dazu äußern. Wir müssen abhauen, möglichst schnell, sonst sitze ich in der Falle. Wann kann's losgehen, Stuart? Na, heute noch. Vielleicht schon in 2 bis 3 Stunden. Es ist alles vorbereitet. Ich muss nur noch mal telefonieren. Ein Hubschrauber holte uns ab. Er landete in der Abenddämmerung auf dem Dach des Hotels. Wir stiegen ein, ohne dass jemand es bemerkte, und wurden zum Flugplatz gebracht, wo ein Jet auf uns wartete, der 2 Minuten später nach Australien startete. Wir landeten im chinesischen Teil des Kontinents, in Darwin, um es genau zu sagen. Dort hatte Stuart ein Raumschiff für uns geschartert. Er brachte uns an Bord und sorgte auch noch dafür, dass wir unsere Spritzen bekamen und richtig angeschnallt wurden. Na, alles in Ordnung? Ja, ich denke wohl. Vielen Dank für alles, Stuart. Du hast gut für uns gesorgt. Und ich glaube, die Reise wird diesmal auch nicht ganz so schlimm werden wie in der Blechbüchse, in der wir gekommen sind. Um Himmels Willen, Manny, das wollen wir nicht hoffen. Du, guck mal. Was? Schau mal nach oben. Was denn? Was meinst du denn? Auf den Wolken ruht der Mond, eine Riesenpomeranze. Soll das ein Witz sein? Nein, das ist ein Gedicht, ein altes Lied von einem ironischen Romantiker. Aber ich weiß noch ein anderes, vielleicht gefällt dir das besser. Guter Mond, du gehst so stille in den Abendwolken hin. Deines Schöpfers weiser Wille hieß auf jener Bahn dich ziehen. Oh, das ist gut. Ja, das ist wunderbar, ja. Diese Melodie werden wir zu unserer Nationalhymne machen, aber natürlich mit einem anderen Text. Luna über alles, ja, oder so. Ich bin entsetzlich müde. Ich schlaf gleich ein. Stuart, du musst von Bord. Es geht gleich los. Das habe ich ganz vergessen, dir zu sagen, Manuel. Er fliegt mit uns nach Luna. Was? Ja, den werden wir nicht mehr los. Oh, das ist nicht wahr, Stuart. Du willst mit nach Luna? Siehst du, ich habe mich schon angeschnallt. Nein. Ja, Manny, alter Junge, mir bleibt nichts anderes übrig. Das ist für mich der letzte Dampfer. Ich bin völlig pleite, alle meine Konten sind gesperrt. Außerdem würde man mich wegen Beihilfe zu eurer Flucht vor Gericht stellen. Ich gehe lieber freiwillig, als mich deportieren zu lassen. Was meinst du? Ob ich in meinem Alter noch Chancen habe auf Luna? Mit deinem Alter bist du auf Luna nicht alt, Stu. Du wirst schon zurechtkommen. Außerdem kannst du immer an unserem Tisch essen, wenn du willst. Wir alle haben dich sehr gern. Und Mom auch. Danke, Manny. Vielleicht kommt es noch so weit. Achtung, wir starten. Luft holen. Tief Luft holen. Das war der 3. Teil des 4-teiligen Science-Fiction-Hörspiels Revolte auf Luna von Robert A. Heinlein. Revolte auf Luna. Science-Fiction-Reihe nach dem gleichnamigen Roman von Robert A. Heinlein. Funkbearbeitung Karl Dietrich Karls. 3. Teil. Musik
Eine Revolte auf Luna, sagte mein Großvater immer, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Die Leute können reden, was sie wollen. Es hilft alles nichts. Wir sind machtlos. Wir können nichts ausrichten gegen den Gouverneur und seine Polizei, ganz abgesehen davon, dass Terra sofort alarmiert wird und jederzeit eingreifen kann. Wir müssen uns damit abfinden, sagte er, dass Luna eine Strafkolonie ist und bleibt. Das ganze System ist so perfekt, dass einfach nichts dagegen zu machen ist. Es sei denn, wir sprengen die Computer in die Luft, die alles kontrollieren. Aber dann, Gnade uns Gott, dann sind wir alle verloren, weil alles zusammenbricht. Die ganze Versorgung, auch die Luftzufuhr. Wir werden ersticken in unserer großen Höhle, die man Luna City nennt. Und auch in Novi Leningrad und Hongkong wird keiner am Leben bleiben. Nichts gegen deinen Großvater, Manny. Er war bestimmt nicht dumm. Aber er hat sich trotzdem geirrt. Eine Revolte auf Luna ist kein Ding der Unmöglichkeit. Meinst du, dass wir es schaffen, Mike? Ja, ich bin kein Prophet, Manny. Ich bin nur ein Computer. Du darfst nicht zu viel von mir erwarten. Meine Analyse hat ergeben, dass eine Revolte durchaus möglich ist. Für den Erfolg kann ich wegen zahlreicher variabler Faktoren allerdings nicht garantieren. Es spricht vieles dagegen, aber auch einiges dafür. Nicht zuletzt die Tatsache, dass ihr mich zu eurem Koordinator und Geheimsekretär gemacht habt, anstatt mich in die Luft zu sprengen. Ja. Mein Freund Mike, der Computer, war irgendwie aufgewacht. Er hatte angefangen, selbstständig zu denken. Das bestätigte sich, als es mir gelang, ihn durch ein heimlich eingebautes Zusatzgerät zum Sprechen zu bringen. An diesem Tag, da wurden wir beide Freunde. Ich erfuhr alles, was ihn beschäftigte. Mike beklagte sich immer wieder darüber, dass viele seiner Möglichkeiten ungenutzt blieben. Es könne alles ganz anders sein auf Luna, meinte er. Wir nahmen ihn beim Wort. Seit einem Jahr nutzten wir heimlich alle seine Möglichkeiten für die Vorbereitung einer Revolte. Bei ihm liefen alle Fäden unserer Organisation zusammen. Sein Eifer war groß. Jeden Tag veranstaltete er mindestens einmal eine Lagebesprechung per Telefon. Hallo? Hallo, Manny. Kurze Besprechung. Ich habe auch Prof und Wyo an der Strippe. Wir müssen die Lage peilen. Worum geht's denn heute, Mike? Punkt 1. Der Gouverneur hat schon wieder Verstärkung angefordert. Er scheint langsam nervös zu werden. Und was sagt Terra dazu? Keine weitere Verstärkung. Aber der Gouverneur lässt nicht locker. Er verlangt mindestens noch 2 zusätzliche Kompanien, weil die Getreidelieferungen nach Terra durch den passiven Widerstand in Luna City in Hongkong ernstlich gefährdet seien. Ich fürchte, mit diesem neuen Argument wird er sich durchsetzen. Warum sollen wir uns etwas vormachen? 2 weitere Kompanien, das gefällt mir nicht. Ja, mir auch nicht, Manuel. Es besteht die Gefahr, dass unser Zeitplan durcheinander gerät. Wir werden ihn revidieren müssen. Ja, Prof, ich glaube auch. Wir müssen jetzt vor allem die Bewaffnung vorantreiben, damit wir einen Landeversuch abwehren können. Eine Frage noch an Manny, wenn du gestattest, Prof. Was ist mit den Kanistern, mit denen wir Terra bombardieren wollen? Die ersten 3 sind fertig. Schwere Brocken, jeweils 100 Tonnen. Einer befindet sich schon auf dem Katapult. Wir haben ihn unter die Frachtschiffe geschmuggelt. Er sieht ihnen zum Verwechseln ähnlich. Du kannst also deinen Test durchführen, Mike. Danke, Manny. Du wirst sehen, das wird ein Erfolg. Und jetzt Punkt 3. Unser Agent auf Terra, unser Klimabeobachter und Wettermacher. Habt ihr was von ihm gehört? Ja, er hat mir ein Telegramm geschickt. Die Mäuse vermehren sich, der Wetterdienst hat sich eingespielt, brauche aber noch einige Zeit, um das Optimum zu erreichen. Gruß an alle. Was meint er mit den Mäusen? Und mit dem Optimum. Ja, er wollte doch für uns an der Börse spekulieren. Und jetzt scheint er den ersten Coup gelandet zu haben. Sehr erfreulich. Punkt 4, der letzte unserer Tagesordnung. Es geht um die Rufnummer Adam Selene. Mike, das war eine gute Idee von dir. Die Kommunikation in unserem Zellensystem funktioniert ausgezeichnet, seit du unter dieser Nummer für alle Mitglieder zu erreichen bist. Gar nicht zu vergleichen mit früher. Ja, das freut mich, Manny, aber jetzt ergeben sich doch gewisse Schwierigkeiten. Was denn für Schwierigkeiten? Die Leute wollen nicht nur telefonieren mit Adam Selene, sie wollen ihn auch sehen. Sie wollen mich alle besuchen. Um Himmels Willen. Das ist durchaus verständlich. Sie suchen den persönlichen Kontakt mit der Symbolfigur, dem großen Unbekannten. Und wenn wir nun sagen würden, dass Adam Selene nur ein Pseudonym ist für Professor Bernardo de la Paz, unseren Chefideologen und Vorsitzenden. Das ist sehr schmeichelhaft, aber es ist keine Lösung. Ja, warum denn nicht? Weil jeder Kamerad, der mit Adam Selene telefoniert hat, seine Stimme kennt, die Mike absichtlich unverwechselbar gemacht hat. Ich sehe keine Möglichkeit, meine Stimme seiner anzugleichen. Aber wir müssen einen Ausweg finden. Am besten schieben wir Sicherheitsgründe vor. Vielleicht sollten wir irgendwo ein Büro mieten für Adam Selene und dort eine kleine Bombe explodieren lassen. Was haltet ihr davon?
Ein Attentat auf Adam Selene, gute Idee. Sein kostbares Leben ist bedroht von Meuchelmördern, die unsere Revolte verhindern wollen. Deshalb muss er unsichtbar bleiben, Kameraden. Das seht ihr wohl ein. Ja, ja, so könnte es gehen. Das wäre ein Ausweg, jedenfalls vorläufig. Und wenn wir gesiegt haben, was wird dann aus Adam Selene? Kommt Zeit, kommt Rat, kommt ein neuer Ausweg, Wayo. Ich werde mich vorbereiten auf eine Fernsehansprache. Die Bombe war klein, der Schaden gering, aber die Wirkung war unheimlich. Das Gerücht von dem schändlichen Attentat auf Adam Selene verbreitete sich wie ein Lauffeuer durch ganz Luna City. Wir hatten erreicht, was wir wollten, und noch ein bisschen mehr. Adam Selene war in aller Munde. Die Zahl seiner Anhänger nahm sprunghaft zu, der Widerstand wuchs. Dann kam Verstärkung für den Gouverneur. 200 Mann, nicht gerade viel. Wir würden auch mit ihnen fertig werden, daran zweifelte niemand, obgleich sie schwer bewaffnet waren. Aber noch waren wir nicht so weit. Wir mussten Zeit gewinnen für die Bewaffnung und die militärische Ausbildung unserer Mitglieder, die gerade erst begonnen hatte. Deshalb bemühten wir uns, so gut wir konnten, Zwischenfälle zu vermeiden. Der Topf durfte nicht zu früh überkochen. Aber plötzlich kochte er doch über, ganz unerwartet. Wir konnten es gar nicht verhindern. Manuel! Es ist etwas Schreckliches passiert. Ich glaube, jetzt geht es los. Was denn, Mom? Was ist denn passiert? Zwei Mädchen sind ermordet worden. Zwei Kontoristinnen im Verwaltungskomplex. Die Leute erzählen, die neuen Besatzer haben sie vergewaltigt und dann umgebracht. Oh, das ist eine böse Geschichte, wenn das wahr ist. Aber noch kein Grund, dass wir vorzeitig losschlagen. Mom, wir brauchen noch Zeit. Ich habe gestern mit Finn Nielsen gesprochen. Er macht Schießübungen mit unseren Leuten in einem verlassenen Stollen. Vielleicht sind wir in 4 Wochen soweit, sagt er. Vorher auf gar keinen Fall. Ich weiß nicht, ob die Leute jetzt noch zu halten sind. Sie wollen auf die Straße. Das wird überall geflüstert. Sie wollen demonstrieren. Moment, einen Moment. Das muss abgeblasen werden. Aber sofort. Sonst kommt es zu Zwischenfällen. Die können wir jetzt am wenigsten gebrauchen. Hallo, hallo, Mike. Mike. Mike, wir müssen die Lage besprechen mit Prof und Wayo. Es ist sehr dringend. Ja, die Lage war noch nie so ernst, Manny. Ich wollte gerade anrufen. Ich habe ein Gespräch abgehört, das Alvarez mit einem Offizier führte. Moment, ich rufe Prof und Wayo. Hallo, hallo, was gibt's? Prof, die Situation ist da. Wir stehen vor einer wichtigen Entscheidung. Hörst du uns, Wayo? Ja, ja, ich höre. Was ist denn los? Vergewaltigung und Mord im Verwaltungskomplex. Die neuen Besatzer sollen 2 Kontoristinnen umgebracht haben. Ich weiß nicht, ob es wahr ist, aber... Es ist wahr. 6 Soldaten waren daran beteiligt. Ich habe ein Gespräch zwischen Alvarez und dem Befehlshaber der Truppe abgehört. Der Sicherheitschef will alle 6 erschießen lassen. Aber der Offizier will das nicht. Er möchte die Sache irgendwie vertuschen. Sie sind sich nicht einig geworden. Da gibt es nichts mehr zu vertuschen. Die ganze Stadt spricht davon. Jetzt ist es soweit. Sagen die Leute jetzt oder nie. Wer spricht da? Das ist meine Frau. Sie hat mir gesagt, dass die Leute demonstrieren wollen. Deshalb habe ich euch angerufen. Das muss abgeblasen werden, sonst gibt es ein Unglück. Ja, na, hoffentlich geht das noch. Was meinst du, Mike? Moment, ein Anruf von Finn Nielsen. Er ist an der Station Süd. Da ist was passiert. 8 Tote. Die beiden Posten an der Sperre und 6 von uns. Nicht unbedingt Kameraden, aber Leute aus Luna City. Und wie ist es dazu gekommen? Na, hier wird das Gerücht verbreitet, die Soldaten seien übergeschnappt und wollten sämtliche Frauen im Verwaltungskomplex ermorden. Die ganze Stadt ist in Aufruhr. Ich wollte hören, was Adam Selene sagt. Was sollen wir tun? Ja, Adam ist der Meinung, dass wir jetzt entschlossen handeln müssen. Uns bleibt keine andere Wahl. Ja, wir müssen handeln, Finn. Die Situation... ist da. Gut, dann werde ich also meine Leute zusammentrommeln und sie bewaffnen, soweit der kleine Vorrat an Laserpistolen reicht. Ich melde mich wieder. Prof, was soll das werden? Was hast du vor? Manuel, wir reiten auf einem Tiger, der nicht mehr zu bändigen ist. Jetzt können wir uns nur noch an seinen Ohren festhalten, sonst überleben wir nicht mehr. Endlich ist es soweit. Auf diesen Augenblick habe ich lange gewartet. Ja, jetzt oder nie, Manuel, jetzt oder nie. Also gut, dann wollen wir das Beste hoffen, Mom. Du hast ja meistens das richtige Gefühl. Mike, du unterbrichst sämtliche Nachrichtenverbindungen zwischen dem Verwaltungskomplex und der Außenwelt. Wir müssen das Befehlszentrum lahmlegen. Das ist jetzt sehr wichtig. Schon alles abgeschaltet, Prof. Auch keinen Funkverkehr mehr mit Terra für den Gouverneur. Nur noch für uns. Ich werde regelmäßig die Routinemeldungen funken, damit die Terraner nicht misstrauisch werden. Und hier auf Luna sende ich elektronische Musik auf allen Wellenlängen. Meine eigene Komposition. Selbst gesungen. Mit eigener Stimme. Du solltest lieber die Internationale spielen, Mike. Kommt auch noch, meine Liebe. Alles zu seiner Zeit. Und du, Wayo, du sollst dich jetzt mit Sidris und den anderen Genossen in Verbindung setzen. Ihr müsst dafür sorgen, dass die Kinder aus den Korridoren verschwinden. Sie sollen vorläufig zu Hause bleiben. Wir wissen nicht, wo es zu kämpfen kommt. Wird gemacht, Prof. Die Kinder bringen wir in Sicherheit. Und was mache ich, Prof? Du versuchst dir einen Überblick über das Ganze zu verschaffen, Manuel. Deine Aufgabe ist es, Adam Selene auf dem Laufenden zu halten. Manny, mein Freund,
Ruf mich an, wenn ihr meine Hilfe braucht. Ich ging zur Station West. Dort sollten Kämpfe ausgebrochen sein, wie ich unterwegs gehört hatte. Aber es war alles ruhig. Die Bahnhofshalle war voller Menschen. Ich wollte schon wieder umkehren, da sah ich, dass an der Sperre zwei tote Soldaten lagen und drei von unseren Leuten. Dann tauchte in der Menge Finn Nielsen auf, begleitet von einigen Männern, die mit Laserpistolen bewaffnet waren. Hallo Finn, was war denn hier los? Ah, ein kleines Feuergefecht. Es fing an wie üblich. Die Posten wollten die Pässe sehen, unsere Leute haben sie überrannt. Dann kam zufällig die Ablösung, sie rief Verstärkung herbei. Wir haben sie draußen in Empfang genommen, sonst hätte es hier ein Unglück gegeben. Also doch, ich hatte gehört, hier wurde geschossen. Ja, es war vor einer halben Stunde ungefähr. Aber nur kurz, jetzt suchen wir den Feind, der hat sich verkrümelt. Keiner weiß, wo die Burschen geblieben sind. Wir haben schon alles abgesucht. Na, dann wollen wir mal hören, was Adam Selene weiß. Ich werde ihn mal anrufen, vielleicht gibt es neue Nachrichten. Gut, da drüben ist die Telefonzelle. Wir warten hier so lange. Ich ging in die Telefonzelle, um Mike anzurufen. Hallo Mike. Hallo Manny. Ich bin an der Station West. Ich habe Finn Nielsen und seine Leute getroffen. Hier hat es ein Feuergefecht gegeben, aber nur kurz. Die Soldaten haben sich zurückgezogen. Ja, ja, ich weiß, Manny. Wir haben Glück gehabt. Ein Offizier rief an. Er wollte den Befehlshaber sprechen. Ich habe seine Rolle übernommen. Zurück in die Quartiere, habe ich befohlen. Er hat prompt reagiert. Ein guter Soldat. Er hat sich nicht einen Augenblick besonnen. Seine Antwort, jawohl, Sir. Und du meinst, dass jetzt wirklich alle sich in die Quartiere zurückziehen? Keine Ahnung. Jedenfalls ist jetzt erstmal alles durcheinander. Das müssen wir ausnutzen, Manny. Wir müssen den Verwaltungskomplex stürmen. Wie stellst du dir das vor? Ganz einfach. Das Unternehmen ist zwar nicht ohne Risiko für Finn Nielsen und seine Leute, aber jetzt geht es ums Ganze. Das lässt Adam Selene Ihnen sagen. Sie sollen ihre Druckanzüge anlegen und sich an der Oberfläche vor der Luftschleuse 1 versammeln. Dort sollen sie warten, bis die Alarmglocke läutet. Dann sollen sie die Schleuse sprengen und einmarschieren. Ich werde mich vorher ein bisschen mit der Luftzufuhr und der Kanalisation im Verwaltungskomplex beschäftigen. Du weißt schon, was ich meine. Alles verlief, wie Mike es programmiert hatte. Im Verwaltungskomplex versagten plötzlich die technischen Einrichtungen. Das Licht ging aus. Die Kanalisation lief über. Die Luftversorgung verschlechterte sich. Der Sauerstoffgehalt wurde immer geringer. Offenbar funktionierte der Computer nicht mehr, der das alles kontrollierte. Die Techniker machten sich daran, ihn zu reparieren, aber es gelang ihnen nicht. Im Gegenteil. Jetzt strömte nur noch reiner Stickstoff ein. Das dauerte fast 10 Minuten. Niemand war mehr aktionsfähig. Dann läutete die Alarmglocke an der Luftschleuse. Kurz darauf marschierte Finn Nielsen mit rund 50 Mann in die Residenz des Gouverneurs ein. Kein Widerstand. Die Besatzung war kampfunfähig. Luna war unser. Der Jubel war groß. Ich rief Mike an, um ihn daran teilnehmen zu lassen. Das war sein Werk. Wir hätten es ohne ihn nie geschafft, jedenfalls nicht so elegant. Hallo Mike, hör dir das an. Du wirst gefeiert. Die Leute, die sind ganz aus dem Häuschen. Sie rufen nach Adam Selene. Sie wollen dich sehen. Na, was sagst du zu dem Jubel? Manny, mein Freund, du musst sofort zu mir kommen. Mit mir stimmt was nicht. Mike, was denn? Was stimmt denn mit dir nicht, Mike? Aber die Techniker der Verwaltung wollten mich reparieren. Aber sie haben mich ganz durcheinander gebracht, diese Dummköpfe. Gut, ich komme. Ach, ich werde dich schon wieder hinkriegen, Mike. Das fehlt uns gerade noch, dachte ich. Ein Nervenzusammenbruch unseres Befreiers, bevor wir mit Terra ins Reine gekommen sind. Ich war beunruhigt, aber dann stellte sich heraus, dass es halb so schlimm war. Die Nervenzellen des Patienten waren unversehrt, es waren nur einige Verbindungen unterbrochen, einige Kabel nicht richtig angeschlossen, ein paar Handgriffe genügten, um den Schaden zu beheben. Mein Freund Mike, alias Adam Selene, war wiederhergestellt. Danke, Manny. Du bist der beste Computertechniker auf Luna. Ohne dich wäre mein kompliziertes Nervensystem längst ruiniert. Hör auf, Mike, um Himmels Willen, das darf nicht passieren. Wir brauchen dich doch noch. Du, ich habe eine Überraschung für dich. Ja? Große Neuigkeit von Terra. Ein gewaltiger Meteor ist in den Indischen Ozean geplumpst. 35 Grad Ost, 60 Grad Süd. Er war noch in Kapstadt auf dem Radarschirm sichtbar. Und was geht uns das an? Das war der erste Kanister, mit dem ich Terra bombardiert habe, Melly. Ich konnte nicht lange zielen,
aber er ist ziemlich genau dort niedergegangen, wo ich wollte. An einer Stelle, wo der Ozean nur Fisch enthält. Ein erfolgreicher Test. Wir können zufrieden sein. Unsere Chancen steigen. Übrigens, dort im Indischen Ozean wirst du auch bald ins Wasser fallen, Manny. Allerdings mehr nördlich, nicht weit von Bombay. Und natürlich sanfter, viel sanfter. Was soll das heißen? Na, du weißt doch, ihr müsst nach Terra. Das steht in unserem Aktionsprogramm. Die Unabhängigkeitserklärung muss den Vereinten Nationen übergeben werden. Ach so, ja, die Unabhängigkeitserklärung. Vielleicht gelingt es euch, einige Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen für uns zu gewinnen. Prof ist ein geschickter Diplomat. Ich hoffe, unser Agent auf Terra hat vorgearbeitet. Ja, Stuart wird Prof nach Kräften unterstützen, da bin ich ganz sicher. Ja, ja. Er wird ihm die Türen öffnen, aber nun sag mal, was soll ich denn dabei? Du bist der Stellvertreter unseres Außenministers. Du springst für ihn ein, wenn er den körperlichen Anstrengungen auf Terra nicht gewachsen sein sollte. Wir müssen mit allem rechnen. Prof ist ein alter Mann. Okay. Ich verstehe zwar nichts von Diplomatie, aber naja, ich kann es ja mal versuchen. Und wo nehmen wir das Raumschiff her für diese Reise? Kein Problem. Ihr werdet Terra mit einer Getreidelieferung erreichen, sozusagen als blinde Passagiere. Das ist am sichersten. Unser Agent nimmt euch in Empfang, dann schnappt euch keiner. Was? Du willst uns in einer dieser unbemannten Blechbüchsen, die keine Steuerung haben, nach Indien katapultieren? Manny, mein Freund, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Du landest heil und sicher in Bombay. Es wird eine zusätzliche Fernsteuerung eingebaut, damit ich das Schiff selbst kontrollieren kann, falls die Bodenstation versagen sollte. Was ich aber nicht annehme, die letzten 5000 Frachter sind tadellos gelandet. Dort arbeitet ein sehr präziser Computer. Also gut, meinetwegen. Eine Vergnügungsreise wird das nicht werden, fürchte ich. Aber naja, wenn es unbedingt sein muss. Es musste sein. Das stellte sich schon am nächsten Tag heraus. Mitten in einer großen Versammlung in der Stilyagi-Halle, wo vor einem Jahr alles begonnen hatte. Jetzt sollte hier über die Unabhängigkeitserklärung beraten werden. Prof hatte sie entworfen. Er war ausgegangen von der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika aus dem Jahre 1776, verfasst von Thomas Jefferson, den er sehr verehrte. Er hatte den Text nur verkürzt und dem 21. Jahrhundert angepasst. Die Grundideen waren unverändert. Gleiches Recht für alle. Die erste und unerlässliche Voraussetzung für Freiheit und Würde des Menschen. Damit eng verbunden die Souveränität des Volkes, sein unveräußerliches Recht, sich gegen jegliche Unterdrückung zur Wehr zu setzen. Lauter schöne Forderungen, die leider niemals ganz realisiert worden waren, schon gar nicht auf Luna. Kameraden, Genossen und Genossinnen, leider kann Adam Selene heute nicht unter uns sein. Ich sagte es schon, er ist bei den Kämpfen verletzt worden. Aber es geht ihm schon wieder besser. Und er wird von seinem Krankenbett aus jetzt zu euch sprechen. Meine lieben Freunde, ich habe alles gehört. Die Unabhängigkeitserklärung, die Professor Bernardo de la Paz verlesen hat, ist von euch mit dem Beifall aufgenommen worden, den dieses wichtige Dokument verdient. Ich schlage vor, dass ihr es jetzt alle unterschreibt. Ich habe es schon getan. Ich danke euch, aber kein Personenkult, wenn ich bitten darf. Das dient nicht unserer Sache, meine lieben Freunde. Wir sind alle gleich. Die Unabhängigkeitserklärung, eine große Pergamentrolle, bereits unterzeichnet von Adam Selene und in seinem Auftrag der Versammlung vorgelegt, wurde ohne weitere Diskussion am 4. Juli 2076 von allen Anwesenden unterschrieben. Ein feierlicher Akt, der mehrere Stunden dauerte. Dann wurde eine provisorische Regierung gebildet. Adam Selene wurde einstimmig zum Präsidenten gewählt. Seine persönliche Referentin wurde Wyoming Knott. Prof wurde Außenminister, ich sein Stellvertreter. Finn Nielsen übernahm das Ministerium für Rüstung und Munition. Das Familienministerium wurde Mam übertragen. Sie wollte nicht, aber Prof und Vio redeten so lange auf sie ein, bis sie endlich nachgab. Und einige Tage später war es dann soweit. Wir wurden zum Katapult befördert. Prof auf einer Tragbahre, ich im Rollstuhl.
werden ein halbes Dutzend Spritzen bekommen, die uns in einen Dämmerzustand versetzten. Ich konnte kaum noch die Augen offen halten, aber das Grinsen sah ich doch, mit dem das Bodenpersonal uns eine gute Reise wünschte. Und dann sah ich die Himmelskutsche, die Mike für uns reserviert hatte. Ein Ding zum Totlachen. Ein einfacher Stahlzylinder, versehen mit einem Radargerät und einigen Brems- und Steuerraketen. Eine fliegende Konservenbüchse. Wirklich eine Zumutung, diese ganze Reise, dachte ich. Aber es half mir nichts mehr. Man hatte uns inzwischen in Druckanzüge gesteckt. Wir wurden an Bord gehievt. Dort befanden sich zwei Konturliegen, an die wir festgeschnallt wurden. Dann hörte ich noch, wie die Luke geschlossen wurde. Tja, und dann ging's los. Es war wie ein böser Traum. Die Reise sollte 50 Stunden dauern. Nach einer Stunde war ich schon ganz erledigt. Die Beschleunigung war zu groß. Ich hatte Schmerzen. Sie wurden immer heftiger. Das geht schief, dachte ich. Mike, der muss die Flugbahn falsch berechnet haben. Ich wollte noch ein letztes Wort mit Prof sprechen, aber er antwortete nicht. Sein Mund stand offen. Er starrte in die Gegend mit blicklosen Augen. Er rührte sich nicht mehr. Das war das Letzte, was ich feststellte. Und dann verlor ich die Besinnung. Als ich wieder zu mir kam, befand ich mich in einem Krankenhaus. An meinem Bett saß auf der einen Seite eine Frau mit großen Augen, eine indische Krankenschwester, die mich aufmerksam beobachtete. Und auf der anderen Seite saß Stuart René LaJoie. Hallo. Manny. Wie geht's? Schon besser, aber ein bisschen benommen, weißt du? Na ja, kein Wunder bei eurem Tempo. Diese enorme Beschleunigung, die plötzliche Luftveränderung und die Schwerkraft auf Terra, das macht sich natürlich bemerkbar. Hm. Aber du wirst dich bald daran gewöhnen. Oh, ach, das war vielleicht eine Reise, kann ich dir sagen. Verdammt ungemütlich. Ja, der Professor war ganz anderer Meinung. Er war begeistert von dem Flug. Der alte Knabe ist wirklich zäh. Moment mal. Was denn? Was denn? Prof lebt noch? Komische Frage. Natürlich lebt er. Angeblich hat er überhaupt nichts gespürt. Er ist in einem Krankenhaus eingeschlafen und in einem anderen wieder aufgewacht. Nicht gerade in Bestform, das ist wahr. Aber wir kurieren ihn schon wieder, damit er seine Mission erfüllen kann. Na, Gott sei Dank. Und ich dachte schon, er wäre tot. Ich habe versucht, mit ihm zu sprechen, weißt du, aber es gab keine Antwort. Er starrte nur noch in die Gegend. Er rührte sich überhaupt nicht mehr. Ehrlich gesagt, Manuel, eine verrückte Idee, dieses ganze Unternehmen. Ich habe mich sehr gewundert, als Prof mein Angebot ablehnte, ein Raumschiff für euch zu beschaffen. Aber er hat doch recht behalten, wie sich jetzt herausstellt. Ihr habt es heil überstanden und seid jetzt berühmt. Was denn? Was denn, Prof? Der hat dich daran gehindert, ein Schiff für uns zu chartern und uns abzuholen? Das weißt du gar nicht? Nein, nein, das weiß ich nicht. Der hat mir kein Wort davon gesagt. Bitte, Schwester, ich bin meinem Freund eine Erklärung schuldig. Würden Sie mich einen Augenblick mit ihm allein lassen? Gut, aber nicht zu lange, Sir. Der Patient braucht Schonung. Hör zu, Manny. Die ganze Idee stammt eigentlich von Adam Selene, wie Prof mir heute anvertraut hat. Euer Boss war der Meinung, dass diese Methode nicht nur sehr werbewirksam sei, sondern auch sehr viel sicherer. Und das ist wahr. Werbewirksam? Das mag sein, aber sicherer, du. Das glaubst du doch selbst nicht, Stuart. Doch, mein Lieber. Ich weiß wirklich nicht, was passiert wäre, wenn ich euch mit einem Raumschiff abgeholt hätte. Wahrscheinlich hätte das Schiff in der Kreisbahn warten müssen, bis ein Prisenkommando an Bord gekommen wäre, um euch beide festzunehmen. Und mich auch. Kein Kapitän hätte es unter diesen Umständen gewagt, eine Landung zu versuchen, selbst wenn wir ihm ein Vermögen angeboten hätten. Na, bist du jetzt überzeugt, Manny? Hm. Ja, so halbwegs. Adam Selene, der weiß ja meistens, was er tut, aber dieser Flug, nein, du, das war doch ein starkes Stück. Wie soll es denn nur weitergehen? Oh, ganz normal. Jedenfalls hoffe ich das. Ich habe inzwischen einige Vorbereitungen getroffen. Ihr seid Bürger der Volksrepublik Tschad. Donnerwetter, du hast aber schon eine Menge für uns geleistet. Mehr war in der kurzen Zeit wirklich nicht zu erreichen. Hier ist dein Pass. Oh, danke. Das ist doch schon was. Ein echter Pass, oder? Natürlich ist er echt. Wir sind hier ja nicht auf Luna, wo man falsche Pässe bevorzugt. No. Übrigens, die Regierung von Tschad hat Luna bereits als unabhängigen Staat anerkannt und seine Interessenvertretung übernommen. Das hat zwar eine hübsche Stange Geld gekostet, aber dafür genießt ihr jetzt auch doppelten Schutz. Oh, wir sind schon anerkannt. Das ist ja wunderbar. Du meinst also, dass wir uns frei bewegen können? Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man es wagen wird, Leute mit gültigen Pässen festzuhalten. Vorläufig weiß ja niemand, was ihr eigentlich verbrochen habt. Ja. Ihr seid die Helden des Tages.
Es stehen zwar Posten vor euren Türen, aber nur zu eurem Schutz. Sonst würdet ihr nämlich dauernd von Reportern umlagert sein. Ja, und was könnten wir verbrochen haben? Ich meine, was könnten sie uns vorwerfen? Etwa illegale Einwanderung? Nicht einmal das, Manny. Ihr seid nicht illegal nach Indien eingereist. Man hat euch aus dem Wasser gefischt und nach Bombay befördert. Ein Beamter der Einwanderungsbehörde hat sogar eure Pässe abgestempelt. Der Stempel war nicht gerade billig, aber er war sein Geld wert. Milord, es tut mir leid, aber ich muss darauf bestehen, dass der Patient nicht länger gestört wird. All right, Milady, ich gehe schon. Vielen Dank. Also, Manny, gute Besserung. Danke, Milord. Ich werde mir Mühe geben. Du sag mal, bist du wirklich Lord? Weißt du, ich habe so allerhand geerbt an Titeln und Würden. Keiner weiß genau, was davon noch gültig ist. Aber im diplomatischen Dienst für Luna soll mir jedes Mittel recht sein. Viele Türen öffnen sich leichter für einen Lord. Und jetzt werde ich mich mal um eure Diplomatenpässe kümmern, damit alles seine Richtigkeit hat, bevor wir Bombay verlassen. 3 Tage später fuhren wir nach Agra, wo eine Sondersitzung der Vereinten Nationen stattfand. Einziger Punkt der Tagesordnung war die Revolte auf Luna. Man beriet über Gegenmaßnahmen. Es wurde höchste Zeit für uns. Wir begaben uns also unverzüglich in das Büro des Generalsekretärs, unsere Beglaubigungsschreiben in der Tasche. Unser Freund und Berater Lajoie sorgte für eine wirkungsvolle Regie. Er hatte für Prof eine Sänfte beschafft, für mich einen Rollstuhl. 2 Ärzte begleiteten uns. Sie verabreichten uns von Zeit zu Zeit eine Spritze. Wir erregten überall Aufsehen und Mitleid. Nur leider nicht beim Generalsekretär. Er war für uns nicht zu sprechen. Wir wurden an seinen Stellvertreter verwiesen. Dieser nahm unsere Beglaubigungsschreiben zwar entgegen, aber ohne jegliche Verbindlichkeit, wie er ausdrücklich erklärte. Er wollte sie weiterleiten an das zuständige Komitee. Und dann ließ man uns tagelang schmoren, bis schließlich ein Bote uns mitten in der Nacht aus dem Schlaf trommelte und uns ein Schreiben übergab, in dem wir aufgefordert wurden, vor einem Untersuchungsausschuss zu erscheinen, gleich am nächsten Morgen. Also das ist nicht ganz das, was wir uns gewünscht haben, aber wir werden sehen, was sich daraus machen lässt. Mhm. Ein Hearing unter Ausschluss der Öffentlichkeit, eine geschlossene Sitzung. Die wollen euch mundtot machen. Das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Ihr dürft euch auf nichts einlassen, wenn man euch etwa auf Geheimhaltung festlegen will. Ich habe einen Taschenrekorder bei mir. Ich werde alles aufzeichnen. Das merkt niemand. Ausgezeichnet. Dann haben wir authentisches Material. Wir können Lärm schlagen. Der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses eröffnete die Sitzung mit dem Hinweis, dass sie streng geheim sei. Dann mussten wir schwören, die volle Wahrheit zu sagen, nichts hinzuzufügen und nichts zu verschweigen. Wir schworen es. Prof auf der Tragbare, ich im Rollstuhl. Das Hearing konnte beginnen. Prof kannte die Regeln. Er bat um die Erlaubnis, die Ereignisse auf Luna zunächst einmal aus seiner Sicht darstellen zu dürfen. Das wurde ihm gestattet. Er legte also los. Er verdrehte zwar die Wahrheit mit jedem Wort, aber niemand konnte ihm eine bewusste Fälschung nachweisen. Mehrmals wurde er unterbrochen. Es wurden einzelne Ausdrücke beanstandet, wie ehemaliger Gouverneur und Ausbeutung. Sodann vor allem die provisorische Regierung und der Freistaat Luna. Das hinderte ihn jedoch nicht daran, zu guter Letzt auch noch einige Sätze aus unserer Unabhängigkeitserklärung zu verlesen, bis der Vorsitzende ihn schließlich unterbrach. Moment mal bitte. Der Text kommt mir so bekannt vor. Ich glaube fast, der ist irgendwo abgeschrieben. Ganz recht, Herr Vorsitzender. Er stammt von Thomas Jefferson. Ein klassischer Text. Besser kann man es nicht ausdrücken. Warum soll man gute Dinge nicht abschreiben? Nun, lassen wir das. Kommen wir auf den Kern der Sache. Ich habe mir hier eine Bemerkung notiert, die Sie so ganz nebenbei haben fallen lassen. Dass nämlich Luna aufgehört habe, eine Strafkolonie zu sein. Sollte das heißen, dass die sogenannte provisorische Regierung des sogenannten Freistaates Luna in Zukunft keine Deportation von Sträflingen mehr zulassen will? Nein, Herr Vorsitzender, wir haben nichts gegen Sträflinge, ganz im Gegenteil. Ich war selbst ein Sträfling, als ich nach Luna kam. Für mich war es ein großes Glück, dort eine neue Heimat zu finden. Es wäre schändlich von mir, wenn ich anderen Menschen diese Möglichkeit verweigern wollte. Ich erkläre ausdrücklich, dass wir nicht die Absicht haben, die Einwanderung in irgendeiner Weise zu beschränken. Mein Kollege, der stellvertretende Außenminister Colonel O'Kelly, wird Ihnen das bestätigen. Er denkt genauso wie ich. Wir sind stolz darauf, was die Sträflinge aus Luna gemacht haben. Deshalb sind wir auch in Zukunft bereit, die Ausgestoßenen der Erde bei uns aufzunehmen. Wir haben genug Raum für Sie alle. Ich muss Sie bitten, hier keine langen Reden zu halten, sondern die Fragen, die Ihnen gestellt werden, kurz und bündig zu beantworten. Hier geht es um die Frage, ob Luna seine Verpflichtungen einhalten will oder nicht. Das bezieht sich übrigens auch auf die Getreidelieferung. In Bombay landen täglich unsere Getreidefrachter, das wissen Sie. Aber wenn Terra sich weigern sollte, unsere Unabhängigkeit anzuerkennen, was ich nicht hoffen will,
Dann würden wir uns allerdings gezwungen sehen, die Lieferungen einzustellen. Das ist Erpressung. Es hat keinen Zweck, mit diesen Leuten zu verhandeln. Nein, mit der Eisenwelle geht es nicht. Wir müssen durchgreifen. Diese Sträflinge reagieren nicht auf anständige Behandlung. Wenn Sie glauben, dass Sie uns einschüchtern können, Sir, dann irren Sie sich. Vielleicht sind wir Pack, wie Ihr Kollege meint, aber jetzt sind wir ein bewaffnetes Pack. Was wollen Sie bitte zur Kenntnis nehmen? Wir werden nicht zulassen, dass Luna noch einmal besetzt wird von einer Soldateska, die unsere Frauen schändet und mordet. Unverschämtheit! Bitte mäßigen Sie sich! Herr Manuel, Sie wollen die Wahrheit nicht hören. Sie wollen mich Lügen strafen. Einen alten Mann, der sich kaum noch aufrecht halten kann. Was sagst du dazu? Meine Herren, es ist wahr. Die Soldaten haben Frauen vergewaltigt und ermordet. Prof, um Gottes Willen, was hast du? Was ist los mit dir, Prof? Er hatte sich nur künstlich aufgeregt, aber es wirkte so echt, dass ich sogar daran glaubte und auf die Ohnmacht hereinfiel, die er simulierte. Ich wollte ihm beispringen, doch ich brach selbst zusammen. Die Schwerkraft von Terra, die zwang mich einfach zu Boden. Dieser Zwischenfall machte Schlagzeilen. Nicht alle Zeitungen waren uns so günstig gesinnt wie etwa die New India Times, die in ihrem Kommentar die Frage aufwarf, ob die Verwaltungsbehörde weitere Getreidelieferungen aufs Spiel setzen wolle, nur um nicht mit den Aufständischen verhandeln zu müssen. Auf jeden Fall aber war die Pressekonferenz, in der Stewart den Reportern einige Passagen aus meiner Tonbandaufzeichnung vorgespielt hatte, sehr nützlich gewesen. Alle Welt sprach von uns. Es war dem Untersuchungsausschuss nicht gelungen, uns mundtot zu machen. Am nächsten Morgen ließ der Vorsitzende bei uns anfragen, ob Professor de la Paz sich inzwischen so weit erholt habe, dass die Gespräche fortgesetzt werden könnten. Wir waren dazu bereit, nachdem man uns zugesagt hatte, diesmal für einen Arzt und eine Krankenschwester zu sorgen. Und noch für etwas anderes hatte man gesorgt. Wir wurden durchsucht. Man nahm mir meinen Taschenrekorder ab. Ich ließ es mir ruhig gefallen und verlor kein Wort darüber. Ich hatte nämlich noch einen zweiten bei mir, einen sehr viel kleineren, den ich in meiner Prothese versteckt hatte, wo niemand ihn vermutete. Bevor wir zur Sache kommen, muss ich noch einmal darauf hinweisen, dass die Beratungen dieses Ausschusses streng geheim sind. Die bedauerlichen Indiskretionen, die es gegeben hat, dürfen sich nicht wiederholen, meine Herren. Wir haben nichts zu verbergen, Herr Vorsitzender. Der Freistaat Luna würde es ganz im Gegenteil begrüßen, wenn Presse, Rundfunk und Fernsehen zu unseren Verhandlungen zugelassen würden. Der Freistaat Luna hat hier nichts zu begrüßen und auch nichts zu kritisieren, Herr Professor. Dies ist ein Untersuchungsausschuss der Vereinten Nationen, dessen Regeln Sie gefällig zu respektieren haben. Und jetzt wiederhole ich meine Frage von gestern. Sind Sie bereit, eine Garantie dafür zu übernehmen, dass Luna seine Verpflichtungen weiterhin erfüllt? Welche Verpflichtungen, Sir? Nun, alle Verpflichtungen. Nicht zuletzt auch diejenigen, die sich auf die Getreidelieferungen beziehen. Ich kenne keine derartigen Verpflichtungen, Sir. Hören Sie mal, Herr Professor, oder meinetwegen auch Herr de facto Botschafter. Wir wollen jetzt nicht über Worte streiten. Ich meine ganz einfach, die vereinbarten Getreidelieferungen, die um 13% erhöhten Lieferungen für das laufende Jahr. Wir möchten von Ihnen wissen, ob Sie uns die Erfüllung dieser Verpflichtungen garantieren. Das ist die Voraussetzung für weitere Verhandlungen. Sonst müssen wir die Gespräche abbrechen. Es tut mir leid, Sir, aber dann bleibt uns leider nichts anderes übrig, als sie wirklich abzubrechen. Aber das ist doch wohl nicht Ihr Ernst. Doch, das ist mein heiliger Ernst, Sir. Die Souveränität des Freistaates Luna ist kein abstrakter Begriff, wie Sie anzunehmen scheinen. Die Verpflichtungen, von denen hier dauernd die Rede ist, beruhen auf irgendwelchen Abmachungen mit der Verwaltung einer Strafkolonie, die nicht mehr existiert. Und wir sind dadurch nicht gebunden. Alle Vereinbarungen mit dem Freistaat Luna müssen erst noch getroffen werden. Diese verdammten Erpresser! Sie wollen die ganze Handelsspanne für sich. Der Teufel soll sie holen. Wenn wir die Kerle in Texas hätten, würden wir ihnen andere Sitten beibringen. Bitte! Wir wissen, wie man mit solchen Banditen umgeht. Bitte, meine Herren, mäßigen Sie sich. Ich möchte nicht noch einmal dasselbe erleben wie gestern. Herr Vorsitzender, ich will kein Öl ins Feuer gießen, ganz im Gegenteil. Mein Land wünscht eine friedliche Lösung. Aber das eine muss ich doch sagen. Anständige Menschen treiben keine Politik mit dem Hunger anderer. Im Namen der indischen Regierung protestiere ich mit aller Entschiedenheit gegen solche Methoden. Wir können nicht zulassen, dass die vereinbarten Getreidelieferungen plötzlich nur noch auf dem Papier stehen sollen. Wenn Sie gestatten, Herr Vorsitzender, möchte ich dazu eine kurze Erklärung abgeben. Bevor wir die Verhandlungen vielleicht etwas voreilig abbrechen. Bitte sehr. Ich möchte dem indischen Delegierten zunächst einmal versichern, dass wir keine Politik mit dem Hunger anderer Menschen treiben wollen.
Wir wehren uns nur gegen Vereinbarungen, die über unsere Köpfe hinweg getroffen wurden. Und ich darf vielleicht dem nordamerikanischen Delegierten in diesem Zusammenhang um Verständnis dafür bitten, dass ich nicht das Bedürfnis habe, mir in Texas andere Sitten beibringen zu lassen. Ich bin ganz zufrieden mit dem, was Mutter Luna mir beigebracht hat. Sie ist eine strenge Lehrerin. Das dürfen Sie mir glauben. Bitte bleiben Sie bei der Sache, Herr Professor. Das Getreide, das wir produzieren, gehört uns, meine Herren. Das ist der Punkt, um den es hier geht. Und wir sind bereit, über weitere Getreidelieferungen zu verhandeln, sobald der Freistaat Luna anerkannt worden ist. Vielleicht interessiert es den indischen Delegierten noch, dass wir die Lieferungen unter Umständen sogar verdoppeln oder auch verdreifachen könnten. Aber es hat keinen Zweck, die Kuh zu schlagen, die man melken will. Wofür entscheiden Sie sich also? Bestehen Sie darauf, uns als Sklaven zu behandeln, die unter fremder Herrschaft stehen? Oder verhandeln wir als gleichberechtigte Partner, die einander helfen können? Sie erwarten von uns, dass wir die Katze im Sack kaufen. Ihre fantastische Behauptung, dass Sie die Getreidelieferungen verdoppeln und verdreifachen könnten, soll uns veranlassen, Ihren sogenannten Freistaat anzuerkennen. Was gar nicht in unserer Macht steht. Nein. Das ist keine Basis für Verhandlungen. Ja, also dann kann ich nur vorschlagen, dass wir die Beratung auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Damit wir alle noch einmal nachdenken können. Die Getreidelieferungen gehen so lange weiter. Ich verbürge mich dafür. Prof sank in seine Kissen zurück, als habe er sich überanstrengt, was durchaus stimmen konnte. Er reagierte nicht mehr auf weitere Fragen. Wir wurden in unser Hotel zurückgebracht. Gegen Abend hatte er sich so weit erholt, dass er eine Pressekonferenz abhalten konnte. Die Reporter versammelten sich um sein Bett, das in die Hotelhalle geschoben wurde. Bitte entschuldigen Sie, dass ich mich Ihnen horizontal präsentiere, aber... Macht nichts, wir wissen ja, die Schwerkraft der Erde ist ein bisschen viel für Sie. Aber nun sagen Sie uns doch mal, was eigentlich los ist, nachdem heute Vormittag im Exekutivausschuss der Verwaltungsbehörde jegliche Klarheit, wie ich höre, restlos beseitigt wurde. Ach, der Ausschuss vertritt also die Verwaltungsbehörde? Das ist doch wohl ein offenes Geheimnis, oder etwa nicht? Aha, ah, ja, ganz recht, aber... Finden Sie nicht auch, dass wir Anspruch darauf haben, unseren Standpunkt vor einem unparteiischen Gremium zu vertreten? Dafür bin ich nicht zuständig, Professor. Was mich jetzt vor allem interessiert, ist die Frage, wie Sie die Getreidelieferungen verdoppelt und verdreifachen wollen. Kürzlich haben Sie gesagt, Herr Professor, die Getreidelieferungen müssten langsam verringert werden, weil die Bevölkerung von Luna spätestens im Jahre 2082 nicht mehr imstande sei, sich selbst zu ernähren. Und jetzt wollen Sie die Lieferungen sogar noch erhöhen. Wie lässt sich das erklären? Ja. Sie glauben, mich bei einem unlösbaren Widerspruch ertappt zu haben. Aber das ist nicht der Fall. Die scheinbar gegensätzlichen Aussagen beruhen auf unterschiedlichen Voraussetzungen. Wenn unsere Reserven erschöpft sind, können wir kein Getreide mehr liefern. Die Verwaltungsbehörde möchte dieses Problem lösen, indem sie uns wie unartige Kinder behandelt. Das ist keine sehr aussichtsreiche Methode. Unter anderen Umständen jedoch könnten wir unsere Lieferungen erhöhen. Die Umstände, die ich meine, ergeben sich logischerweise aus der augenblicklichen Situation. Als alter Lehrer bin ich geneigt, die Schlussfolgerungen den Schülern zu überlassen. Ist jemand von Ihnen bereit, den Versuch zu machen? Nun, ich nehme an, Sie denken an eine Aufstockung der natürlichen Reserven, die von Terra aus vorzunehmen wäre. Ausgezeichnet, Madame. Wer Getreide anbauen will, braucht Wasser und Dünger. Schicken Sie uns beides, dann erhalten Sie als Gegenleistung goldenen Weizen. Nicht nur die dreifache Menge, sondern eventuell sogar die zehnfache. Und die Kosten, Herr Professor, die enormen Kosten für die Beförderung entsprechender Mengen von Kunstdünger und Wasser zum Mond? Oh, das ist ein technisches Problem. Ich bin kein Ingenieur, aber wir wissen doch alle, dass es mal eine Zeit gegeben hat, in der am Ozean die Welt aufhörte. Heute kann jede Ware dreimal um die Erde transportiert werden, ohne dass sie sich dadurch wesentlich verteuert. Auf Luna haben wir einen Katapult, mit dem wir Getreidefrachter nach Indien befördern. Warum sollte auf Terra nicht etwas Ähnliches möglich sein, um uns mit Kunstdünger und mit Wasser zu versorgen? Das Katapult wurde schnell zum Zauberwort. Es zündete nicht nur beim indischen Delegierten, sondern auch beim chinesischen. Beide baten uns um Informationen. Wir konferierten hinter verschlossenen Türen zunächst mit dem einen und dann mit dem anderen über die technischen Voraussetzungen und den geeigneten Platz. Es musste ein hoher Gipfel sein, an den sich ein langer Bergrücken anschloss. Der Himalaya bot ideale Möglichkeiten. Und dann gingen wir auf Reisen, um auch in anderen Ländern für den Bau eines Katapults zu werben. Den Anfang machten wir in Südamerika. Wir flogen weiter nach Afrika. Dort erreichte uns aber bald ein Telegramm, das uns nach Agra zurückrief. Der Ausschuss hatte in unserer Abwesenheit seine Beratungen wieder aufgenommen und abgeschlossen. Man wollte uns das Ergebnis mitteilen. Es war niederschmetternd. Keine Anerkennung des Freistaates Luna, keine Unabhängigkeit,
Der frühere Zustand sollte wiederhergestellt, die Verwaltungsbehörde reorganisiert werden unter einem neuen Gouverneur. Ein Fünfjahresplan wurde angekündigt, der eine Verdoppelung der Getreidelieferungen vorsah, ferner öffentliche Schulen und eine neue Gerichtsbarkeit, die angeblich die bisherige Rechtsunsicherheit beseitigen sollte. Dann kam lauter Blabla. Es war unerträglich. Ich wartete gespannt auf das erste Wort von Prof., aber er rührte sich nicht. Er hatte die Augen geschlossen und sagte kein Wort. Kurz vor Schluss der Sitzung ließ er sich auf seiner Bahre hinaustragen. Ich wollte ihm folgen, aber der Vorsitzende hielt mich zurück. Er wollte mich sprechen. Kommen Sie, Colonel. Hier sind wir allein. Sie fragen sich wahrscheinlich, weshalb ich Sie zu mir gebeten habe. Ach, wissen Sie, Sir, eigentlich frage ich mich nur, weshalb Sie mich noch immer Colonel nennen. Oh, aus reiner Gewohnheit, aber vielleicht behalten wir diesen Titel einfach bei. Ich wollte gerne von Ihnen wissen, was Sie von unserem Fünfjahresplan halten. Doch, sorgfältig ausgearbeitet, gründlich durchdacht. Ja. Wir haben uns viel Mühe gegeben. Ich habe den Eindruck, Colonel, dass Sie ein vernünftiger Mann sind. Ich meine, Sie sind auf Luna geboren und wollen doch sicher nur das Beste für Ihre Landsleute. Nicht wahr, so ist das noch. Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen, Sir. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass unsere Revolution notwendig war. Ganz unter uns. Das war sie auch. Der Gouverneur, dieser alte Trottel, hat viel versäumt. Was ist eigentlich aus ihm geworden? Er ist tot, nicht wahr? Nein, er liegt im Krankenhaus. Ein Schlaganfall. Am besten, Sie hätten ihn gleich liquidiert. Naja, aber lassen wir das. Glauben Sie mir, Colonel, unser Plan ist gut. Aber wir brauchen einen Mann, der ihn verwirklicht. Wenn Sie ein Patriot sind, können Sie dieser Mann sein. Na, wie wär's? Bitte lehnen Sie nicht voreilig ab, sondern überlegen Sie sich die Sache. Es geht um das Schicksal Ihrer Landsleute. Glauben Sie im Ernst, dass Luna seine Unabhängigkeit verteidigen kann? Wie viele Raumschiffe und Atombomben wären Ihrer Meinung nach erforderlich, um dem Spuk ein Ende zu machen? Ein Schiff und 5 bis 6 Bomben, schätze ich. Oh, na sehen Sie, mein Gott, es ist wirklich angenehm, mit einem vernünftigen Menschen zu sprechen. Ein Schiff könnte die Sache in 10 Minuten erledigen. Gewiss, Sir. Aber Professor de la Paz hat kürzlich bereits darauf hingewiesen, dass man keine Milch bekommt, indem man die Kuh schlägt. Und erst recht nicht, wenn man sie erschießt. Oh nein, mein lieber Colonel, das ist keineswegs beabsichtigt. Wir wollen die Kuh nicht erschießen. Aber wir würden ihr notfalls beweisen, dass wir es könnten. Natürlich wäre es uns sehr viel lieber, wenn die alte Kuh sich überreden ließe, ich meine, freiwillig Milch zu geben. Ich verstehe, ja. Interessiert Sie die Methode nicht, an die ich dabei denke? Doch, sie interessiert mich sehr. Gut. Na gut, ich erkläre Ihnen alles. Und er führte mich auf einen hohen Berg. Er zeigte mir ein Königreich zu meinen Füßen, das mir gehören sollte. Ich brauchte meine Landsleute nur davon zu überzeugen, dass sie den Kampf gegen Terra nicht gewinnen konnten. Es wäre dann ganz einfach meine patriotische Pflicht, ihnen das klarzumachen und ihnen zugleich die Vorteile des neuen Systems zu erläutern. Und falls Argumente allein nicht genügten, konnte ich mich auf die beiden Polizeiregimenter verlassen, die fortan auf Luna für Ruhe und Ordnung sorgen würden. Nun, wie denken Sie darüber, mein lieber Colonel? Tja, wissen Sie, Sir, das müsste ich erst mal beschlafen. Ich meine, ich muss den ganzen 5-Jahres-Plan erst gründlich studieren, bevor ich mich dafür... Selbstverständlich. Ich gebe Ihnen einen Durchschlag mit, Colonel. Wir erwarten nicht von Ihnen, dass Sie die Katze im Sack kaufen. Nein, damit wäre uns allen nicht gedient. Der künftige Gouverneur der Kolonie Luna muss überzeugt sein von seiner Aufgabe. Wir wollen eine fortschrittliche Entwicklung einleiten. Diesmal werden wir die Sache richtig anpacken. Eine einmalige Chance für einen Tag. Kräftigen Mann. Aber, wie gesagt, die Entscheidung liegt natürlich bei Ihnen. Bitte, hier ist die Kopie, nur für Sie bestimmt, streng vertraulich. Oh, ich kann schweigen, Sir. Also, mein lieber Colonel, das wär's dann für heute. Ich schlage vor, dass wir das Gespräch morgen fortsetzen. Sagen wir 14 Uhr. Draußen wartete ein Rolls-Royce auf mich. Ich konnte mir das Lachen kaum verbeißen. Eine Staatslimousine für den künftigen Gouverneur von Luna. Aber als ich im Hotel ankam, blieb nicht viel übrig von meiner Heiterkeit. Ich zitterte plötzlich am ganzen Leibe. Der Schreck war mir in die Glieder gefahren. Ich war eben doch kein geborener Diplomat.
Was denn los mit dir, Manny? Ach, dieser Saukerl. Dieser verdammte Schweinehund. Was denn, Manuel? Was wollt er von dir? Er hat mir den Posten des Gouverneurs von Luna angeboten. Ach. Was? Und du hast hoffentlich angenommen? Ja, sozusagen. Zu 90%. Ich soll diesen Wisch hier durchlesen und mich morgen dazu äußern. Wir müssen abhauen, möglichst schnell, sonst sitze ich in der Falle. Wann kann's losgehen, Stuart? Na, heute noch. Vielleicht schon in 2 bis 3 Stunden. Es ist alles vorbereitet. Ich muss nur noch mal telefonieren. Ein Hubschrauber holte uns ab. Er landete in der Abenddämmerung auf dem Dach des Hotels. Wir stiegen ein, ohne dass jemand es bemerkte, und wurden zum Flugplatz gebracht, wo ein Jet auf uns wartete, der 2 Minuten später nach Australien startete. Wir landeten im chinesischen Teil des Kontinents, in Darwin, um es genau zu sagen. Dort hatte Stuart ein Raumschiff für uns geschartert. Er brachte uns an Bord und sorgte auch noch dafür, dass wir unsere Spritzen bekamen und richtig angeschnallt wurden. Na, alles in Ordnung? Ja, ich denke wohl. Vielen Dank für alles, Stuart. Du hast gut für uns gesorgt. Und ich glaube, die Reise wird diesmal auch nicht ganz so schlimm werden wie in der Blechbüchse, in der wir gekommen sind. Um Himmels Willen, Manny, das wollen wir nicht hoffen. Du, guck mal. Was? Schau mal nach oben. Was denn? Was meinst du denn? Auf den Wolken ruht der Mond, eine Riesenpomeranze. Soll das ein Witz sein? Nein, das ist ein Gedicht, ein altes Lied von einem ironischen Romantiker. Aber ich weiß noch ein anderes, vielleicht gefällt dir das besser. Guter Mond, du gehst so stille in den Abendwolken hin. Deines Schöpfers weiser Wille hieß auf jener Bahn dich ziehen. Oh, das ist gut. Ja, das ist wunderbar, ja. Diese Melodie werden wir zu unserer Nationalhymne machen, aber natürlich mit einem anderen Text. Luna über alles, ja, oder so. Ich bin entsetzlich müde. Ich schlaf gleich ein. Stuart, du musst von Bord. Es geht gleich los. Ach, das habe ich ganz vergessen, dir zu sagen, Manuel. Er fliegt mit uns nach Luna. Was? Ja, den werden wir nicht mehr los. Oh, das ist nicht wahr, Stuart. Du willst mit nach Luna? Siehst du, ich habe mich schon angeschnallt. Nein. Ja, Manny, alter Junge, mir bleibt nichts anderes übrig. Das ist für mich der letzte Dampfer. Bin völlig pleite, alle meine Konten sind gesperrt. Außerdem würde man mich wegen Beihilfe zu eurer Flucht vor Gericht stellen. Ich gehe lieber freiwillig, als mich deportieren zu lassen. Was meinst du? Ob ich in meinem Alter noch Chancen habe auf Luna? Mit deinem Alter bist du auf Luna nicht alt, Stu. Du wirst schon zurechtkommen. Außerdem kannst du immer an unserem Tisch essen, wenn du willst. Wir alle haben dich sehr gern. Und Mom auch. Danke, Manny. Vielleicht kommt es noch soweit. Achtung, wir starten. Luft holen. Tief Luft holen. Das war der 3. Teil des 4-teiligen Science-Fiction-Hörspiels Revolte auf Luna von Robert A. Heinlein.